Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei, Hurakan. Was geht ab, Freunde? Hey, yo, Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal. Ich hoffe natürlich immer, euch geht's allen gut, Leute. Vielleicht geht's nicht, nein. Und heute sehen sie nur das High Life. Doch ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, ohne mein Fleiß. Darum gibt es täglich Dinner von einem Sterne. Was geht ab, Freunde? Heute auf jeden Fall sehr, sehr früh unterwegs, ja. Also gerade eben erst aufgestanden, 8.17 Uhr. Seid ihr überhaupt schon wach? Ich meine, es ist Wochenende, Freunde. Alter, Leute, was geht ab? Direkt hier auf den Morgen, ne? Das ist schon wieder zu viel, Leute. Haus für ein Leben wie in GTA. Wir führen ein Leben wie in Minecraft. Was geht? Die Frage ist, warum seid ihr denn schon wach? Es ist Wochenende, warum schlaft ihr denn noch nicht? Nicht noch, eine Runde. Was für ein Leben wie in GTA. Oh, wow. Ey, Leute, ich hab euch vermisst. Ich sag euch, wie es ist. Alter, ich bin ja gestern erst aus dem Urlaub gekommen. Ich war ein paar Tage auf Ibiza gewesen. Ich hab's vermisst, Freunde. Ich liebe euch. Ich hab euch lieb, Freunde. Ihr kleinen Paul Berger. Mann, ey, da ist mal eine Woche weg. Ey, ich hab's wirklich vermisst, Videos zu machen. Man ist im Urlaub und ich freue mich einfach nur wieder hier an meinem PC sitzen zu können und mit euch Minecraft spielen zu können. Das ist nicht normal, oder? Seid ehrlich, ist das normal, dass man einfach wieder Minecraft spielen will? Oh Mann, ey. Habt dein Buch. Kuss. Ich würde sagen, Leute, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Ich werde zu Beginn des Streams, wie immer, drei von euch Paul Bergern grüßen. Also schreibt jetzt euren Namen in den Chat. Let's go. Leben wie in GTA. Jaden, Dankeschön für die 2 Euro. Oder Jaden, Dankeschön. Kuss. Grüße gehen raus. Oh Gott, jetzt wollen hier wieder... Oh mein Gott, okay. Jetzt hier wieder Eskalation im Chat. Jetzt seid ihr wach, ne? Jetzt seid ihr wach, wenn ihr gegrüßt werden wollt. Ich merke schon. Okay, pass auf. Ich lese immer den YouTube-Namen und euren echten Namen noch dazu. Also Yvonne Seebert ist wahrscheinlich deine Mama. Paul, Gruß geht raus. Dann grüßen wir hier. Ich werde später noch VIPs extra grüßen, okay? Weißt ihr was? Ich grüße jetzt 3 normale Zuschauer und dann 3 mit Ehrenmann-Rang. Oh, so... Warte mal, Minecraft-Song. Möglichkeiten. Okay, dann grüße ich den Erik Uka. Erik, Gruß geht raus. Und wen grüßt man noch als letztes von den normalen Zuschauern? Danach grüße ich nur noch mit Paul Bergerang und Ehrenmann. Kaito. Gruß geht raus, du Paul Berger. So, dann hier die Ehrenmänner. Und zwar 55G Dean. Gruß geht raus. Meinst mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann Tino aka Lenny, Gruß geht raus. Und jetzt noch der letzte, Leonard Leo, Gruß geht raus. So, okay Leute, jetzt habe ich 6 Leute gegrüßt. Niemand kann sagen, ich würde hier niemanden grüßen. Das hat mein Casino plus ja. Und Kenny kommt vorbei und kriegt direkt ein High Five. Wir haben kein Eisen, das ist Netherite. Möglichkeiten grenzenlos. Alter Leute, ich hab's so Bock. Ich hab einfach gute Laune. Candy. Sollen wir direkt in Minecraft rein? Komm Leute, wir verschwenden keine Zeit. Wir gehen direkt rein in Minecraft. Keine Zeit verlieren, Leute. Wir starten hier direkt rein. So, okay. Ich bin jetzt rich und muss nie wieder Dias farmen. Boah, ich muss auch sagen, Leute, die Zeit, wo wir Paul Berger Hills aufgebaut hatten, das war echt eine geile Zeit, Freunde. Das war eine richtig schöne Zeit. Ein Krieger und ich kämpfe mit Waffen. Oder sollen wir direkt in Minecraft rein oder sollen wir noch... Warte mal, ich habe noch eine kleine Sache, die ich überlege gerade zu machen. Eigentlich müssen wir erstmal kurz... Wir haben kein Holz, das ist Netherite Style. Wir haben kein Holz, das ist Netherite Style. Ey, yo, Candy, gib jetzt nochmal alles. Komm, nein, okay Leute, Live-Chat, wer errät's? Wer errät's im Live-Chat? Der es errät, den grüße ich auch nochmal. Was habe ich jetzt vorzumachen, bevor wir in Minecraft gehen? GTA? Nein, nicht ganz. Ich bin gespannt, die OGs werden es wissen, was jetzt kommt. Fortnite? Nein, nicht Fortnite. Ich habe es noch nicht im Chat gelesen. Slither! Wer ist der Erste hier? Frank war der Erste, der es geschrieben hat. Slither! Genau, Leute. Erstmal eine schöne, entspannte Runde Slither auf den Morgen. Schöne Zeiten, denken groß in Minecraft.
Wir nennen uns Papa Crymax. Papa Crymax, Leute. Versucht natürlich immer in meine Runde zu kommen. Game One, 250 Heimax, danke, dass du live bist. Ey, ich danke, dass du da bist. Zockerboy, dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. Gerade erst aufgewacht, ne? Also ich... Seid ehrlich. Seid ehrlich, Leute. Wer von euch liegt noch im Bett? Die meisten wahrscheinlich, ne? So, okay, komm, wir spielen jetzt eine Runde. Eine Runde, dann gehen wir Minecraft rein. Wir machen jetzt Rekordversuch. Rekord, Leute, Rekord hier. YouTuber-Insel. Warum lädt das so lange? Ich bin süchtig. Ich muss jetzt hier starten. Hallo. Warum lädt das so lang? Hallo. Slither. Slither. Bro. Ich bin Slither-süchtig. Lade die Seite jetzt. Ich dreh durch. Warte, wir müssen erstmal einen Skin nehmen. Wir brauchen hier wieder unseren Ninja-Skin, Leute. Auf Taktik. Wir machen wieder Taktik. Nehmen wir hier den Grauen. Nee, nicht den. Ha, da sind wir ein getarnter Wurm, Leute. Oder sowas Leuchtendes. Irgendwie auch cool. Na, das halt hier der Ninja-Wurm. Ich sage euch, wie es ist. Aufgewacht, nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark. Hä? Und dann kam Krieg auf meine Hallo? Und die warum lädt das so lange heute? Was ist denn los? Versuch mal in Google Chrome. Das geht doch nicht. Das kann doch hier nicht wahr sein, Leute. Man will einfach nur eine Runde Slither machen. Das waren die Paulberger Berge, ein wunderschöner Ort, aus dem könnte etwas werden. Hä? Ein Zoo, eine Mauer, ein Rathaus, eine ich glaube, Slither ist down, Leute. Ich glaube, Slither ist down. Kann das sein? Kann doch nicht sein. Ich habe noch nie erlebt, dass das hier so lange lädt. Ach Mann, ey. Ich will doch nur eine Runde Slither. Moin. Ey, wollen wir eine Runde Slither? Ja, Bro, ich versuche gerade. Das lädt bei mir nicht. Ah, Bro, das hatte ich letztes Mal auch gehabt. Digga, also ich bin auf der Seite, will starten, hab Namen und so eingegeben und dann lädt das nicht. Bro, über Chrome machst du, ne? Bei Chrome lädt bei mir die ganze Seite nicht. Ich bin jetzt schon in Opera drin. Ja, warte, ich probier mal Firefox. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch das Problem. Ey, Junge. Ey, so ein geiles Gamer. Die Slither, rein, Leute, also. Slither, beste. Danach geht's in Minecraft rein. Kommst auch YouTube-Insel, ne? Ich komm auch YouTube-Insel. Jawoll. Warte mal, ich guck mal, ob Dings geht. Geh auch mal kurz Firefox. Ja, Bro, komm Firefox. Komm lol, Firefox. Hä? Ja. Also Trick 17, Freunde. Aber zocken auch übelst, also, hä? Voll random. Also sind jetzt gar nicht so krasse Leute drin, ich sag dir ehrlich, ne? Slither also, Firefox geht. Boah, das wär so nice, wenn wir in die gleiche Lobby kommen, Digga. Ja, eigentlich könnte schon sein, dass wir in die gleiche Lobby kommen. Okay, warte. Ich bin ready. Oh, Leute, jetzt wird's ganz wild. Aber du wirst kein... Ey, letztes Mal hatte ich über 25.000 Punkte gemacht, ne? Was? Bro, ich hatte so einen dicken Wurm. Das wollte ich eigentlich noch hochladen, Leute. Was? Das war wirklich so ein dicker Wurm gewesen, das war so krank 25.000 gewesen. Punkte hattest du? Ich glaube ja, ne, Leute, 25.000 Punkte waren das gewesen. Ich glaube, mein All-Time-Rekord ist, glaube ich, 14.000 oder sowas. Nee, viel, viel mehr. Leute, wie viele Punkte hatte ich gehabt? Ich weiß auch nicht mehr. Ey, ja, Stani ist ja richtiger OG. Ja gut, also ich gehe jetzt mal hier eine Runde rein. Ich bin drin. Ich heiße Papa Crymax. Wer ist bei dir erster? XXX. Nee, warte mal. Ich crash mich einmal nochmal. Okay. Ey, wie lustig wäre das, wenn wir in die gleiche Lobby kommen. Mach ich schon mal. Aber ich sag ehrlich, am besten, das läuft ja manchmal auch so ein bisschen rucklig, das Game. Am besten läuft's wirklich in Opera, ist mir aufgefallen. Aber da startet es jetzt heute. Nee, stimmt, Firefox läuft auch eigentlich ganz zu. Okay, warte, gut. Ich glaube, ich komme nicht in die gleiche Lobby rein. Lass einfach machen. Wer mehr Punkte hat, okay, ich fange jetzt an. Oh mein Gott. Ey, Leute, kommt mal in unsere Lobby und helft uns mal. Supportet mal. Ey, das ist. Ey, Bro, die werden ja alles. Weil das Problem ist, die kommen alle mit ihren kleinen Würmchen an. Ja, die crashen einen manchmal. Und crashen einen rein, Alter. Okay, lass Challenge machen. Wir machen eine Challenge jetzt. Ja. Wie viel Uhr haben wir? 8.25 Uhr. Sollen wir sagen, wer in... In einer halben Stunde die höchste Anzahl an Punkten hat? Ja, halbe Stunde viel zu viel. 20 Minuten, um 45. Okay. Wer um 45 die meisten mehr Punkte hat, gewinnt das Ding. Oh mein Gott, Leute. Ja, das ist keine Chance, sagen, sag ich ehrlich. Aber ich spiele jetzt nicht auf safe. Okay. Ich spiele jetzt auf safe. Ja gut, ich auch. Also ich werde auch den Trick gehen... Ich werde gar nicht groß Risiko machen. Ich versuche mich jetzt auf lange Zeit aufzubauen. Ey, da ist er. Oh, Ehrenmann. Kuss, Digga. Kuss. Ja, sollen die ruhig kommen zu dir. Die werden nicht crashen.
Ja, das kann wirklich sein. Grab sein. Kann wirklich sein, dass ich hier mein eigenes Grab scheffel, Freunde. Aber na gut. So, ich wäre schon bei 50 Punkten. Na, nein! Hey, es war leck! Oh, ich bin gestorben. Wie viel hattest du? Hey, ja, 200 oder so war nix. Ich brauche Musik. Ich brauche Musik dafür, Leute. Wartet. So. Wenn du andere Lobby kommst, sag mal Bescheid. Obwohl, warte. Nee. Wir müssen uns konzentrieren. Doch keine Musik. Okay, warte. So. Bei mir ist... Wir müssen uns jetzt beeilen, Freunde. Wir müssen uns richtig beeilen. 1 oder so heißt der. Oder okay, 666 ist zweiter. Geh nochmal rein. Nein, ich bin wieder gleiche Lobby. Ich bin wieder... Okay. Bin wieder... Ist egal. Ist vielleicht besser. Ist vielleicht sogar besser, wenn wir nicht in der gleichen Lobby sind. Die Frage ist nur, was muss der Verlierer machen? Der Verlierer muss sich auf seinen Stuhl stellen und sich 10-mal drehen. Boah, der Verlierer muss sich auf seinen Stuhl stellen, sich drehen und sagen, der andere ist der Beste. Also dann sagen, keine Ahnung, Stani, iCrank ist der Beste. Und den anderen Meister nennen. Boah, nein, das ist zu viel, Bro. Das ist zu viel. Den ganzen Tag den anderen Meister. Alter, ey. Nein. Bro, die sind ja hier auf. Alter. Digga, habt ihr das gesehen? Das war ein richtiger kleiner Flitzerwurm war das. Flitzer war das. Oh, guck mal, da heißt noch einer Papa Crymax. Ey, ich bin der Papa Crymax. Stani grüßt mich, heißt ja einer. Ihr seid die Paulberger Söhne. So, Bro, ich gehe jetzt gleich auf die 1000 zu, ne? Oha, okay. Also du hast dich hier gegen den ganz, ganz Falschen angelegt. Hab ich mich hier mit dem falschen Wurm angelegt? Du hast dich hier mit dem falschen Wurm angelegt. Oh! Oh! Hey, oh also, mein Gott! Oh mein Gott! Nein, du hast Riesenwurm. Ich hab ihn hops genommen. 650. Ja, 650 ist aber strong, Bro. Comeback des Jahres, Leute. Oh, der ist ein Riesenwurm. So, muss los, Bruder. Ja, das Ding ist halt auch, man kann auch Glück haben. Wow! Nein. Ich hab noch einen hops genommen. Nein. Okay, das war knapp. Das Problem ist, wenn da einer hops genommen wird, dann rennen da ja immer alle hin auf gottloser Basis. Ja, da musst du halt dann gucken, ob man Risiko eingeht, ne? Aber oh mein Gott, Bro, ich hab gerade 3 auf einmal hops genommen. Okay, ich bin auf 1200 Punkte. Ey, das ist Jungs hier aus dem Chat, glaube ich. Ich bin auf 1200 wieder. Comeback. Wie viel hast du? Nein, was? Ey, nein, ich hab 1000 auch 1000. Ich glaube, hier ist einer aus deiner Community, der mich sabotieren will. Ey, Freunde, mach doch nicht diese. Der heißt iCramix und Stunny-Fan versucht mich aber zu crashen. Digga, ehrenlos. Ja, das ist, Bro, diese, die Fans im Namen haben, die sind immer am gemeinsten. Digga, die machen immer so, als würden die Punkte schenken und dann stecken die ein Messer in den Rücken. Aber was mir auch immer aufgefallen ist, Bro, wenn viele kaputt gehen, es leckt so, wenn viele auf dem Boden liegen, ne? Ey, Leute, ich bin gerade richtig high concentrated. Also ich habe 2000 Punkte jetzt, ne? Boah, 2 ist schon strong. 2200. Und die Bestliste ist hier nicht so. Der Erste hat immer 24.000. Boah, Bro, bei mir der Erste hat 35.000 Punkte. 35.000? Ja, Platz 1 bei mir, der ist komplett ehrenlos. Oh, okay. Ich bin auf 1600 Punkte. Ey, Leute, das ist so ein Wettrennen hier. Oh mein Gott. Bro, das sind hier alles Leute aus dem Chat, ich sag dir ehrlich. Ich muss hier ein bisschen locker machen. Ich bin hier gerade voll Mitte. Ich bin Tilted Towers gelandet. Tilted. Bist du down? Nein. Ja, Bro, das kostet halt auch immer viel Zeit. Besonders diese. Die Aufbauphase. Wenn du einmal ein bisschen groß bist, dann geht's ja. Weil dann kannst du dir alle. Bro, da will einer fighten gegen mich. Nein. Bro, die ganzen kleinen Würmchen haut doch mal ab. Muss sie weg, Leute. Ja, das, wenn man aber auch eine gewisse Größe hat, dann kommen Leute, die sich mit einem messen wollen. Weißt du? Ja, aber diese kleinen Würmchen, Bro, die nicht mal boosten können, vor denen muss ich erstmal weg. Da verbrauche ich jetzt lieber ein bisschen was. So, ich muss hier mal gleich mal versuchen, einen einzuturteln, Leute. Wir müssen die Turtle-Tactics machen. Eigentlich ist das Spiel schon, das hat schon Ähnlichkeit mit Fortnite. Ja, 1:1 Fortnite. Ja, das ist einfach, Fortnite ist eigentlich eine Nachmache von Slither gewesen. Mann, ich muss mal wieder einen Hops nehmen. Hier passiert gerade nichts, Leute. Oh, ich kann. Aber bei mir sind auch nur kleine. Ja, das hier passiert nichts. Das ist mir gerade alles zu risikoreich hier. Den grünen hier würde ich gerne turnen, aber der lässt sich nicht. Oh mein Gott, der rote, ey, würde ich den Hops nehmen, das wäre so schmackhaft jetzt, aber. Oh, Digga. Das ist Paulberger, hier ist Paulberger. Komm. Der wurde hochgenommen. Ehrenmann, Punkte. Was leckt hier? Ich bin auf wie viele Punkte bist du? Oh mein Gott, hier wurde einer gehopst. Ich bin grad nicht, warte.
Oh mein Gott, ich muss hier weg. Die greifen mich alle an. Bro, Bro, hier ist gerade, weißt du was, hier gerade? Alles leckt. Hier sind 200 Leute. Bei mir 2800 Punkte, Bro. 2-4. Ich bin auf 2-4er. Nein. Auf Streak. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, hab ich den Hops genommen! Oh mein Gott, ich hau hier ab. Ich hau hier ab, Leute. Ich bin auch auf 2-8. 2-8. Jetzt hab ich 3-1. Ich hab 3-1. Oh, ey, Leute, was ist das für ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit Stani? Es sind noch 14 Minuten. 14 Minuten bis zum Challenge-Ende. Ey, Digga, geh doch weg, Junge, mit deinen kleinen... Ja, wenn man jetzt down geht, dann... Ja. Also ich würde sagen, falls wir jetzt 20 Minuten vorbei sind, würde ich sagen, man, aber das Leben, was man hat, zählt noch. Weißt du? Digga, dann kann man ja aber gefühlt unlimited machen. Nee, Bro, man stirbt ja irgendwann. Also man kann ja nicht, man wird ja nicht unendlich groß. Ich muss hier mal... Oh. Bruder. Ich bin hier gerade full eingedingst. Ey, Digga, hör doch auf, bitte versuch mich hops zu nehmen. Der eine heißt Papa Crymax und versucht mich aber gerade die Ehre zu nehmen. Ja, ja. Der eine heißt Moinsen Max, Digga, ey, bitte. Leute. Nein. Ey, Digga, die versuchen mich hier gerade alle zu hopsen. Bro, bei mir sind ja auch so viele, ne? Ich hab Oh mein Gott, ich bin hier gerade nur am Abhauen, am Feuerlöschen. Bro, das bringt auch nichts, die zu fighten, weil es kommen immer, wenn du stehen bleibst, kommen immer mehr. Ja, ja. Das ist das Ding. Ich muss hier los, Bruder. Deine heißt Moin Max, ist riesengroß, versucht mir einfach die Ehre zu nehmen. Digga, danke für nix, Bro. Ich bin aber auch gerade wirklich so, man ist im Tunnel, man darf nicht weggucken. Leute, es tut mir leid, ich kann gerade nicht Chat gucken. Ich hab mich da so geschlängelt gerade. Ich bin im Tunnel. Ja, Bro. Ey, okay, das war's, Digga. Die heißen bei mir alle Moin Max und so. Digga, ich bin fast gestorben. Bro, wir müssen so viel. Ey, bitte, Leute, lasst mich doch hier ganz kurz in Ruhe. Bitte, eine Sekunde. Wenn ihr mich liebt, eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde. Weg. Bro, ich hatte 3600 Punkte gerade, jetzt bin ich hier auf 3200 runter, weil ich nur am Boosten bin. Ich bin hier gerade auch nur am Struggeln. Ich bin nur am Boosten gewesen. Ich muss weg hier, Leute. Bro, bitte. Ich muss erst mal weg. Nein! Oh mein Gott, wichtig. Max down. Wie viel hast du gehabt? Max, hallo. 3500. Oh, mehr wie ich gerade. Bro, das war einfach, ihr habt's gesehen, es war einfach zu viel, Freunde. Es war einfach zu viel, ich konnte nirgendwo mehr hin. Die waren überall. Ey, das Einzige, wie wir jetzt noch gerettet werden können... Mit der Challenge, wenn wirklich irgendein... Oh mein Gott, ich hab grad dick eingesaugt. 4000. 4000, Junge. Ich muss jetzt auf Risk gehen, weil sonst ist die Challenge ist eh verloren. Egal, wenn ich jetzt sterbe, ich werd's mit der Zeit her... Wie viele Minuten sind wir noch? 11 Minuten. Ich muss jetzt full Risk gehen. Du musst jetzt wirklich Risk Valentin gehen. Ja, und die Crymax. Valentin, danke für die Punkte, Bro. Ich hab, das war jetzt gerade ein Ehrenmann. Bro, da hat mir gerade ein Ehrenmann auch richtig viele Punkte geschenkt. Papa Crimes, Bro, gönn dir die Punkte, danke. Ehrenmann. Alter, ey. Ich bin bei 5000, das wird sehr, sehr schwierig für dich. Digga, okay, ich bin wieder auf 1000. Hier kam gerade. Das geht mal ja, schnell. Bro, hier waren gerade wirklich Ehrenmänner. Also Valentin, Crimex und alle, die mir gerade Punkte gegönnt haben hier. Digga, Ehre geht raus. Digga, also wenn wir das noch aufholen, dann, Bro. Dann ist das hier zu viel Ehre. Oh, Leute, was geht? Ich brauch Hilfe. Ja, Digga, hier Stream, Digga, ja, Stream-Sniper, Digga. Stream-Sniper, ich kann nichts machen. Bin doch wieder gestorben. Das ist knapp, Bro. Das war's. Also. Das war's, Digga. Er kommt, Max ist schlecht und Stream-Sniper mich. Digga. Nein, er hättest du hochnehmen müssen, Junge. Bro, die kommen doch von der Seite angerannt. Nein. Nein. Vor allem stehen manche so Fans, scheinbar Fans im Namen, aber gehen auf einen. Ja, Leute, Digga, wenn ihr wirklich Punkte gönnen wollt, dann müssen die sich einschlängeln, Bro, Dann macht einfach so einen kleinen Wurm, dann müsst ihr so einfach nur so Kreise machen, weil dann wissen wir, okay, wir dürfen euch aufessen, so. Aber ja, wenn ihr dann zu unserem Kopf hin, zum Kopfende hinfahrt, ihr seht, was da los ist, da nehmt ihr uns hops, weil da 200 Leute sind. Okay. Der eine schlängelt sich ein. Was geht, Stani, Ehrenmann? So, Freunde, komm, wir müssen jetzt hier wirklich das... Ehrenmann. Das muss jetzt hier Comeback des Jahres werden. Ich brauche jetzt hier Support.
Hä, der schlägt jetzt. Wow, wow. Falls hier wow, dicken Support. Ich bleib mich an Jusek hier, Jusek hier. Oh, nee, nicht der einzige King Crax, der ist King IMAX. Digga, ich sehe hier aber auch gerade wirklich keine. Ja. Meine Fans haben mich verlassen. Oh ne, da ist wieder einer iCramix-Fan. Ey, Bro, du mit dem Gelben? Du mit dem Gelben hier? Lässt du dich einschlawinern? Lässt du dich hier einschlawinern, oh mein Bro? Oh mein Gott. Naja, er lässt sich. Ah doch, er lässt sich. Er lässt sich. Ehrenmann, Digga. Wirklich absoluter Ehrenmann. Oh mein Gott, und noch ein Ehrenmann. Ich weiß nicht, was ich hier auch gerade mache. Ah, ich glaube, wir haben 4.800 runter. Ich verliere auch die ganze Zeit Punkte, ne? Okay, ich bin auf 800. Okay, Leute, also wir müssen 4.000 Punkte gut machen. Das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. In. Oh, das ist ein Riesenwurm, der Paulberger heißt. Ey, Digga, wenn du ein Paulberger bist. Nein, Digga. Nein! Nein. Hat er die gegönnt? Noch nie so einen Ehrenmann in meinem Leben gesehen. Oh nein. Mein Gott! Oh mein Gott, ich habe noch nie so Ehrenmänner in meinem Leben gesehen. Nein, ja, ich Dings. Hier gehen gerade oh alle nur auf mich. Oh mein Schade. Gott! Oh. Ey, Leute, wir sind wieder auf 2700 Punkte. Ehre, Bro, ich hatte ja aber auch gerade absoluten Ehrenmann. Also, Leute, ich habe wirklich, ihr habt mich gerade wirklich um 3000 Punkte geboostet. Ey, das ist krank, das ist, das also, ist das wirklich ist Liebe. Strong, ich das ist Liebe. 5700. Das ist wirklich Liebe. Ey, wo sind meine Supporter hier? Was geht hier aber ab? Ich muss hier weg, das ist hier gerade wieder ganz gefährlich, was hier Ehrenmann, abgeht, Freunde. Ihr seht's, schenkt mir mal kurz keine Punkte. Ah, er schenkt Punkte. Leute, kurz mal nichts schenken jetzt, ganz kurz. Ich sage euch gleich Bescheid. Ich muss hier erstmal kurz weg, das ist hier zu viel. Moin, Stani. Der eine ist Ehrenmann. Jetzt fahr rein in mir, fahr rein. Fahr rein in mich, fahr rein. Ehrenmann, Leute. Okay, jetzt ist wieder ruhig, jetzt könnt ihr wieder kommen. Ich bin hier gerade links oben, ihr seht's auf der Minimap unten rechts. Oh mein Gott, er ist der Kramix. Bro, wenn du mir deine Punkte gönnst, dann bin ich wieder... Ich bin jetzt bei... Du mit dem Regenbogenwurm hier. Wenn du jetzt gönnst, Digga, dann sind wir wieder im Rennen. Wenn du gönnst, sind wir im Rennen, Bro. Er gönnt. Oh mein Gott. Oh Digga, noch nie so ein Ehrenmann. Wir sind hier auch gerade so viele. Nein! Bro, du legst dich halt gegen den Wurmkönig an. Das ist dein Problem. Das war zu viel. Ja, das Bro, mich challenge ich gerade zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tut mir leid, Leute, das war zu viel. Digga, die waren überall. Ich fühl's. Ich konnte nichts machen. Den einen ausgeschaltet. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Oh, dann wirst du gleich hier. Willst du schon mal üben, Meister Stani oder so? Ey, ich meine. Willst du schon mal probieren, zu sagen? Sei mal ehrlich. Ey, meine Freundin schreibt mir schon, Schatz, es ist Sonntag, hast du die Fenster zu? Natürlich habe ich nicht die Fenster zu. Mann, ey, Leute, Nachbarschaft hasst mich auch noch perfekt, Digga. Ich bin jetzt bei 7600. Ach, Leute. Nein. 6 Minuten, wir haben noch sechs Minuten Zeit. Ja, okay, das war's auch, Bro. Also ich habe meine finale Zahl, ich glaube nicht, dass ich da nochmal rüberkommen werde. Bist du gestorben? 7750. Bist du gestorben? Ja, ich bin gestorben. Ja, aber Bro, es kommt doch drauf an, wie du am Ende bist. Hä? Wie du am Ende der Zeit bist, dachte ich. Nein, hä, wer die höchste Punktzahl in der Zeit erreicht. Ich dachte, wer am Ende der Zeit am meisten Punkte hat. Ach so, ja, dann hätte ich jetzt einfach die ganze Zeit wegfahren können. Nee, das ist ja weg. Ja, okay, dann ja, okay, Leute, dann gehen wir jetzt aber voll. Das heißt, wir können noch gewinnen, dann müssen wir jetzt einfach nur voll schnell Punkte sammeln. Ja, ihr müsst halt 7000. Oh mein Gott. Okay, halt Leute, Treffpunkt unten in der Mitte. Sieht's auf der Minimap. Kommt mal her. Komm, 7000 Punkte. Kurz einmal Subgift hier. Ach so, okay. Also dann war mein Rekord gerade 4500. Genau, das dachte ich. Okay, ja, gut, habe ich Challenge auch falsch verstanden. Perfekt. Schade. Guck mal hier, iCramix-Fan, Bro. Ja, die brauchen immer so lange, das ist das Problem. Die schlängeln sich dann 10 Minuten. Ihr müsst an mich dranfahren. Ihr müsst direkt, wenn ihr eingeschlängelt seid, direkt reinfahren. Okay, jetzt fahr mir mal hinten an den Karren dran. Ja, perfekt, Ehrenmann. mach mal einen schönen Auffahrunfall. Jetzt tipp mal einmal ran hier. Auffahrunfall jetzt hier bei mir hinten drauf und dann ist gut. So, okay, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell auf 7000. Es ist möglich. Es sind 5 Minuten, ne? Bro, safe, wenn du da einen dicken Ding. Also, ja, ist schwierig, sag ich ehrlich. Es ist schwierig, aber es ist möglich. In 5 Minuten 7000. Paulberger, komm. Digga, fast schon wieder in einen reingecrasht. Digga, hört doch auf, Digga, schlängelt. Digga, er heißt Paulberger und will mich hops nehmen. Was bist du für ein ehrenloser
Huhn, Junge. Also ich bin wieder bei 2000. Junge, er heißt Paul Berger. Ja, das sind die Fake-Fans. Schade. Ja, ihr seid, das war ein Fake-Fan. Das sind keine Supporter, Leute. Seid ihr auch Supporter in den schweren Zeiten? Das ist die Frage. Ja, perfekt, perfekt. Jemand, der Kramix heißt, hat ihn hops genommen. Danke, Digga, Ehrenmann. Ja, die Frage ist, die wahren Supporter sind auch da, wenn man nur 5 Punkte als Wurm hat. Die anderen sind Erfolgsfans. Die wahren Supporter sind, wenn man ein kleiner Wurm ist. Ja, wenn man als kleiner Wurm schon da ist. Das sind wenn man die als kleiner Wurm geboren wird, dann sind die wahren Supporter da. Ja, ich sag mal, wenn es gut läuft, da sein, das können viele. Oh mein Gott, Bro! Nein! Okay, Bro, es leckt hier gerade alles, ich bin wieder auf. Bro, das ist ein absoluter Irren. Nein, 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 er hat mich. Nein, er hat mich. Oh, Bro, ich hatte 2500. Nee, ey, was hier gerade passiert, ist rekordverdächtig. Es leckt einfach nur alles. Es leckt hier einfach nur alles, Digga. Aber wir sind auf 4500, Leute, wir können es schaffen. Was? Wir können es schaffen. Komm, wir holen jetzt Stani. Wer ist gerade bei die Erste? Wer ist gerade bei die Erste? Brettert jetzt rein, brettert jetzt rein. Der XXX mit 50.000 Punkte. Okay. Digga, die brettern hier gerade alle in mich rein. Hier sind gerade wirklich Ehrenfans am Start. Mann, ich glaube, was hier passiert, das kann schon in eine Compilation rein. Wir sind bei 6.000, Leute! Was? Stani, wir kommen. Ey. Drei Minuten, 6.000 Bro. Punkte. Nein, 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 nein. Es leckt alles. Hier sind überall Würmer. Das, oh mein Gott, ich sehe nichts. Leute, ich brauch Support. Ich bin ein kleiner Kackwurm. Mann. Nein, nein, nein. Ich komme hier aber nicht raus. Komm hin, es ist zu viel los. Es ist zu viel. Ja, du musst sprinten, Bro. Wir sind bei 6.300. Wie viel hattest du? Was war dein genaues Score? Ich hatte 7.760. Leute. 1500 Punkte und wir haben ihn. iCramix-Fan, gönn jetzt einfach Punkte und wir haben ihn. Challenge ist dann gewonnen. Komm, hier der Grüne, iCramix der Beste. Bro, der Grüne jetzt in mich reinbrettern. Jetzt ist hier gerade ruhig, Bro. Ey, Leute, es sind zwei Minuten. Komm. Nein! Bretter jetzt. Du musst Max stoppen! Bretter jetzt brettern. Du musst Max stoppen! Nein, 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 das war ein schlechter... Oh mein Gott. 7.800! Nein, aber du musst doch erst Dings haben, ne? 7.800. Bro, ich bin bei 8.700. Bro, das gibt's nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Was ist los? Was oh los? Oh mein Gott! Oh Gott, ich hab grad 2.000 Punkte gemacht. Oh mein Gott, Leute, wir gewinnen das Ding. Zwei Minuten noch. Ich bin bei 9.200. Oh mein Gott. 9.200. Bro, was passiert hier? iCramix-Fan? iCramix-Chan? Na, okay, ich bin hops genommen. Digga, warum lenkst du dich iCramix? Egal, Leute, einer Minute ist vorbei. Wir haben 9.192 Punkte gehabt. Ich hab gerade meine Lehne kaputt gehauen aus Versehen. Digga, er macht seine Lehne kaputt wegen Slip. Hey, ich hab nur ganz leicht draufgehauen. Was? Bro, er nimmt seinen Stuhl hops wegen Slither.io. Nein, ey, das gibt's doch nicht, Bro. Das ist ja Herbert Müller-Stuhl. Nein. Ja, hä? Leute, checkt ihr das? Er hat gerade einen 2.000-Euro-Stuhl kaputt gemacht wegen Slither. Ey, guck mal, wir gehen mal kurz bei Stanley ins Stream ein. Bro, mach mal Cam groß. Ich will sehen, wie du deinen Stuhl kaputt gemacht hast. Hä, Bro, hier ist einfach die Lehne abgefallen. Guck mal, hier checkt sich. Wie ist das? Hä, warum? Ey, ich hab wirklich leicht draufgehauen. Ich sag, ey, ich hab schon... Stani. Alter, Leute, ein Hermann-Miller-Stuhl, so einen habe ich auch, die sind so besonders gut für den Rücken. Die kosten aber so 2.000 Euro, die Stühle. Digga, sü. Muss einmal ranziehen. Leute, einmal alle sü in den Chat. Oh Mann, ey. Einmal alle sü in den Chat. 100.000, 10.000 Slither-Punkte. Wir haben 10, 100.000. Stani Performance zu einer YouTuber-Insel. Sie ist mein neues Zuhause, ich bin Candy. Mit dem Regenbogenhut, mit jedem anderen cool. Nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden Community. Alter, nice. Digga, Stani ist Stuhl einfach kaputt. Challenge gewonnen. Ey. Aber warte mal. Leute, Stani, Wettschulden sind Ehrenschulden. Wettschulden sind ihren Schulden. Stani muss sich jetzt auf den Kreis drehen und muss sagen, iCrimex ist der Beste.
Und das klippt ihr und ladet das auf TikTok hoch, damit es wirklich jeder sieht, okay, Freunde? Mann, ey, wo ist der denn jetzt? Sollen wir einen Slither-Song machen? Der Slither-Profi, Leute. Wir sind der Slither-Profi. Mit dem Regenbogenhut. Ah. Komm, Leute, wir gehen Minecraft rein. Wir gehen Minecraft rein. Solange Stani noch weg ist. Noch weil das alles nicht klappte, muss ich sie wieder verlassen. Machte mich ziellos auf den Weg. Es war nur Candy und sein Boot. Auf der Suche nach dem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Dieses Land. Bro, ich bin enttäuscht, sag dir ehrlich, ich bin enttäuscht. Warum? Ich bin enttäuscht. Die Lene ist komplett in Eimer, ey. Aber warte, Leute, wir schauen nochmal bei Stani rein. So. Was ich? Zeig mal bitte jetzt hier in dem Stream, wo dein Stuhl jetzt kaputt ist. Hier, ich hab deine Lede in der Hand. Ach du Scheiße, und das ist richtig rausgebrochen oder kann man das wieder dran schrauben? Nee, ist raus, hier sind zwei Teile noch abgefallen mit hier. Lol, wie schlecht. Ich hab Real Talk nicht doll raufgehauen, ne? Ey, checkst du das? Dass das aber eigentlich echt schlecht für so einen Stuhl, der so teuer ist. So, sag ich mal. Ey, Bro, checkst jetzt du eigentlich, dass du wegen Slither.io deinen Stuhl kaputt gemacht hast? Ey, ich hab da wirklich so raufgehauen, so. Also, Digga. So, was muss ich jetzt machen? Hier mich drehen oder was? Ey, Bro, was ist denn eigentlich bei dir im Hintergrund schon wieder alles? Ist das eine Amazon-Packstation oder was? Was soll ich jetzt hier machen? Mich drehen oder was? Ja, du musst dich auf deinen Stuhl stellen, dich drehen und dabei dreimal rufen, iCrimex ist der Beste. iCrimex ist der Beste. Aua, das geht aber nicht wie Ding. Ah. iCrimex ist der Beste. iCrimex ist der... Aber du musst in die Hocke gehen, damit man dich auch sieht. Alle, die stehen so, zack, zack, zack. Man muss dich sehen. iCrimex ist der Beste, iCrimex ist der Beste. Ja. Der Beste. Ja, Junge. Na gut, Wettschulden sind Ehrenschulden. Stani hat's dran gehalten, ne? Nice. Guck mal, da dreht der Bummi. Lad das auf TikTok hoch, Freunde. Oh Mann, ey. Ja? Cringe, dass du gewonnen hast, sagt er ehrlich. Cringe. Bro, was soll ich sagen? Ich bin halt am Ende wirklich auf All-In gegangen. Traurig. Also ich werde jetzt in Minecraft reingehen. Jetzt auch in Minecraft. Das war ein guter Start für den Stream. War doch schön. Werde ich jetzt angreifen in Minecraft. Wenn du willst, kannst du ja gerne nächste Woche nochmal den Slither.io OG rausfordern. Du bist Müll in Slither, dass du das nicht checkst, Alter. Man nennt dich nicht umsonst Slither-Noob. Aha, okay. Ja. Na gut, da hat der Punktestand heute aber was anderes gesagt. Na gut, okay, wir sehen uns in Minecraft, Bro. Ich bin weg. Tschüss. Hau rein. So, Leute. So, okay, Freunde. Ich bin in Minecraft drin. Aber bevor es hier richtig losgeht, warte. So, auf entspannt, Leute. Sollen wir mal noch zusammen einen Like-Hype machen? Komm, Leute, wir sind ja jetzt schon 12.000 Zuschauer. Absolut geiler Stream bis jetzt. Schon eine schöne Challenge gewonnen. Es wird Zeit. Bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, Freunde, bevor es hier erstmal richtig losgeht in unserem neuen Haus, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Hashtag Like-Hype. Ihr wisst, was zu tun ist, Leute. So, und zwar, Leute, alle Hashtag Like-Hype jetzt in den Chat rein spammen oder das Like-Hype-Emoji, wenn ihr Ehrenmann oder Paul Berger seid. Und natürlich ein Like da lassen in 3, 2, 1. Und jetzt alle liken, Leute. Push den Stream raus. Wir sind bei 3000 Likes, Freunde. Jetzt alle mal ein Like da lassen. Wir sind aber 12.000 Zuschauer. Also da geht auf jeden Fall noch was, Leute. Jetzt alle liken und supporten. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr das natürlich noch nicht gemacht habt, Freunde. Oh mein Gott. Kuss geht raus für den heftigen Like halt, Leute. Let's go. Dankeschön. Oh mein Gott. Was? 5000? Was? 4500 Likes? Wow. Okay, ihr dreht hier 50. Ihr dreht hier 50. Ich merke schon. So. Alter, das war doch direkt mal ein schöner, saftiger Like-Hype am Morgen. So, zack. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, wir sind... Oh, wir haben hier ein Schild bekommen. Wer schreibt mir denn hier ein Schild? Das hier ist ja gerade unser aktuelles Bauprojekt hier auf der YouTube-Insel, beziehungsweise auf unserer neuen Insel. Das ist ja unsere super mega Luxusvilla und die möchte ich heute gemeinsam mit euch im Stream weiterbauen. Aber bevor es losgeht, ich brauche hier erstmal ein bisschen Musik. Ich brauche hier erstmal ein bisschen schöne Musik, Leute. Okay, so. Musik ist an. Ein bisschen entspannte, schöne Musik, Freunde. Ah, das ist doch gut. Das ist doch gut, Freunde. So, dann einmal Inventar noch ordnen.
Oh, Leute, wir haben hier noch unsere Auftragskiller-Waffe haben wir hier noch am Start. Vielleicht müssen wir einmal noch mal kurz die wegbringen. Aber egal, wir können das ja mal kurz hier lassen. Es ist auf jeden Fall viel passiert. Ich habe noch ein bisschen weiter gebaut nach dem letzten Video, Leute, was ihr gesehen habt. Und zwar habe ich das Dach noch fertig gebaut. Ich würde euch das einfach mal zeigen, Leute, wie das Dach jetzt mittlerweile aussieht. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Sieht es ein bisschen leise, oder? So, ups. Okay. Und wir sind da. Oh, was, Ken? Was? Hä, was haben die anderen denn hier noch gebaut auf der Insel? Lol. Ey, Leute, die Insel ist ja voll. Hä? Ich war eine Woche im Urlaub und guckt euch das mal an. Yo, die Insel. Alter, wie schön die Insel jetzt schon aussieht. Ey, was hat Kenny und Flauschi? Was haben die denn hier noch alles gebaut? Warte mal, wir gucken uns das gleich mal an. Aber guckt jetzt erstmal, schaut euch mal an, wie krass unser Haus eigentlich wird. Ich habe nämlich das Dach noch fertig gebaut, aber innen drin ist natürlich noch komplett Rohbau. Also hier gibt es natürlich noch sehr, sehr viel zu tun hier innen. Aber seid mal ehrlich, von 1 bis 10, 1 bis 10, wie findet ihr das Haus bis jetzt? Das ist wirklich, glaube ich, die absolut fetteste Mega-Villa, die es überhaupt hier gibt, Leute. Das Auto, also das Haus ist für mich eine absolute 10 von 10. Guckt euch das hier mal an. Boah. Einfach diese Halle hier, ne? Das ist schon episch. Das ist schon episch, Leute. Aber warte mal, hier ist ein Schild, was sie noch geschrieben haben für mich. Hallo Max, ich habe die Insel umgebaut. Candy und Flauschi. Ja, ich habe gesehen, die haben hier schon was gebaut. Also das ja, ne, hier mein Haus. Dann, ich glaube, Candy meinte zu mir, dass das hier sein Haus ist. Wir können uns ja mal ganz kurz hier erstmal ein bisschen umgucken, Leute. Nicht 10, sondern 5. Das ist eine 5000. Also so ein Haus in Minecraft habe ich noch nie gebaut. Wirklich, seit ich Minecraft spiele, seit 10 Jahren, habe ich noch nie ein so mächtiges Haus gebaut. Das ist wirklich das Königshaus. Wer sonst, wenn nicht King Crymax persönlich, soll in so einer Villa wohnen? Wirklich, die anderen YouTuber-Häuser dagegen sehen ja aus wie... Das ist ja... Die anderen YouTuber-Häuser sind ein Gartenhaus dagegen. So ein Ding ist das. Wirklich auch nur aus edelsten Materialien, aus Quarz, aus gebranntem Sandstein, aus glattem Stein. Alles super, super edel, Leute. Erfuhr kinetische Energie. Hä? Stani OG erfuhr kinetische Energie. Hä? Warte mal, heißt das, dass man runtergefallen ist? F in den Chat. Ich glaube, er ist an Fallschaden gestorben. Okay, und das hier muss dann wohl das Haus von Candy sein. Und das sieht auch echt schön aus. Ein Briefkasten hat er schon hier. So eine Insel. Ein schönes kleines Inselhaus hier. Alter, richtig auf gemütlich eingerichtet. Eine Küche hat er schon hier. Wow. Ah, ich wusste, hier kommt ist ein Geheimgang. Wirklich ein sehr, sehr schönes Haus. Alter, Candy hat richtig gezaubert. Komplett eingerichtet sogar. Schon hier eine Couch. Boah, ey, der guckt aber auch wirklich da auf den Königspalast, Leute. Eieiei. Eieiei, Leute. Und dann hier oben sein Schlafzimmer. Ist schön. Ist ein schönes, kleines, gemütliches Haus. Ich freue mich auch so drauf, unsere Riesenvilla einzurichten, Leute. Alter. Ey, Leute, ich kack ab, ne? Ich kack ab, was ist das hier? Kennys Haus, sehr schön. Hat er wirklich schön eingerichtet. Aber Leute, Livechat, was haben wir hier gebaut? Was ist das? Ich komm selbst nicht drauf klar, wie groß das geworden ist. Ey, Mann. Das ist einfach viel zu groß, unser Haus. Man denkt einfach so, der König der Insel lebt hier so. Wisst ihr, wie ich meine? Man denkt einfach, der König der Insel lebt hier. Okay, so, komm, wir gehen mal weiter. Ist das hier dann das Haus von Flauschi? Das sieht eigentlich ein bisschen Schmalspur aus für Flauschis Haus. Ist das hier Flauschis Haus? Ist ein bisschen Schmalspur. Also im Vergleich jetzt zu meinem Haus. Aber die Frage ist, was ist im Vergleich zu meinem Haus nicht Schmalspur? Ist das Flauschis? Ja, ich habe eine Stufe auf dem Dach vergessen. Ich habe es auch gerade gesehen. Und das hier sind wohl so kleine Gästehütten. Die Frage ist nur, warum haben die denn hier so kleine Gästehütten hingebaut? Die wollen ja so eine Tropeninsel machen und ich wollte aber so eine Luxusinsel machen. Ich weiß nicht so ganz, ob wir nicht da ein bisschen das Thema verfehlt haben. Weil ich wollte ja eigentlich diese Riesen-Luxusvillen haben und die machen hier so ein Inselcamp hin. So Zelte, warum? Warum machen die denn hier so Zelte hin? Das sieht doch total Schmalspur aus.
Ich wollte hier wie so ein. Das sollte aussehen, als würde die Queen hier leben. Wisst ihr, wie ich meine so? Queen von England. Ist nicht so ganz mein Vibe hier. Vielleicht müssen wir das auch nochmal wegreißen. Das sieht ja hier nach Campingplatz aus. Und nicht nach Buckingham Palace. Aber gut, Leute. Wir können ja mit Candy reden. Das kann man ja noch ändern. Freunde, es gibt sehr, sehr viel zu tun hier bei unserer Hütte. Ihr seht's. Wir brauchen super viel Glas. Ey, wir müssen so viel Glas brennen lassen für die ganzen Glasscheiben. Also hier hinten kommt dann ein riesen Poolbereich und so weiter hin. Es ist sehr, sehr vieles geplant. Und der Boden, warte mal. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe hier den Boden gar nicht selbst gebaut. Ich glaube, Candy hat hier den Boden eingebaut. Stein? Ich wollte ja eigentlich auch Quarzboden drin haben. Ich wollte hier keinen Steinboden rein. Oder weißen Beton kann man ja machen. Na gut. Also das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Aber seid ehrlich, diese Riesenhalle ist schon Maximum. Gut, Leute, wir fangen jetzt aber an. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Sand, Leute. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Sand. Und wir müssen auch mal überlegen, wie wir die Einfahrt machen hier. Natürlich, unser Riesenhaus braucht auch eine gewaltige Einfahrt. Das heißt, da müssen wir am besten hier auch erstmal die ganzen Steine wieder weghauen. So. Freunde, nehmt mir das nicht übel. Ich mach mal aber hier jetzt den Mitglieder-Only-Chat an, weil es fällt mir hier sehr, sehr schwer, den Chat mitzulesen. Wir sind hier 13.500 Zuschauer um 9 Uhr morgens. Ihr seid echt zu krass. Ich mache jetzt aber mal hier den Mitglieder-Only-Chat an, damit ich einfach ein bisschen besser Durchblick habe. Ich lasse euch später wieder raus. Später werdet ihr wieder freigelassen. Jetzt muss ich euch aber erstmal hier kurz ein bisschen einsperren. Hä? So. Das holzen wir hier auch einmal weg. Das wird hier wie so eine super, super Luxusallee muss das hier werden. Das ist hier dann so der Entrance, Leute. Da ist dann jetzt natürlich nur die Frage, aus welchem Material sollen wir den Steinweg machen? Wisst ihr, was, glaube ich, krass wäre? Aus Diorit. Moin, so, jetzt habe ich den Chat hier besser im Überblick. Aus so hellem Diorit vielleicht hier so den... Oh mein Gott, ja. Ja, das sehe ich. Aus Diorit machen wir hier so Steinplatten, die dann hier so, wo der Weg hinführt. Oh, ja, 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 Leute. Das sehe ich, das sehe ich. Zockerboy. Also erstmal Reinhard Köhler, Ehrenmann. Chess, oh, Till, Ehrenmann. Kuss, Kuss, Kuss. Zockerboy, 10 Euro. Ich spiele heute noch... Fortnite, danach Minecraft mit Stream über Konsole. Okay, nice. Kuss, Digga, danke. Lukaboy, Ehrenmann. Okay, ich glaube, wir machen das wirklich aus Diorit, werde ich das machen. Ich glaube, das ist cool. Diesen weißen Diorit. Das heißt, wir müssen irgendwo Diorit herkriegen. Haben wir vielleicht noch in unserer Baukiste. Und wir brauchen, und wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Sand, was wir zu Glas brennen können. Für die Scheiben. Also heute sehr, sehr vieles geplant. Richtiger Baustream wird heute. Heute Baustellenstream. Bausteller. Aber ich glaube, ihr mögt die Baustreams auch. Ich glaube, ihr findet die auch gut, oder? Live-Chat? Ich glaube, ihr mögt die auch. Komm, dann flitzen wir jetzt mal los. Keine Zeit verlieren. Ah, ich muss aber sagen, das gefällt mir hier. Also ich weiß nicht, was Candy und so hier gemacht haben. Komm mal, Paul Bergels. Bin auf dem Weg. Was will denn Stani jetzt, Leute? Wir wollen doch hier bauen. Ich will doch hier entspannt bauen einfach. Vom Paulberger Dose. Ja, okay, wir treffen uns mit Stani bei der Paulberger Dose. Spiel mal bitte Roblox. Boah, Leute, ich habe gestern so einen nicen Roblox, so ein nices Roblox-Spiel gespielt. Das kommt die Tage. Das hat so Spaß gemacht. Das müsst ihr auf jeden Fall auch spielen. Das ist der Anime Catching Simulator oder so. Der ist über nice. Wir sollten lieber mal ein Totem in die Hand nehmen beim Fliegen. Wie lange bist du heute live? Ich kann es noch nicht sagen. Ich wollte ein bisschen länger streamen. So 4-5 Stunden. 4-5 Stunden Stream wollte ich heute machen. Bisschen länger, weil die letzten Male hatte ich leider nie wirklich viel Zeit gehabt. Heute wollte ich länger streamen. Weil heute habe ich Zeit, Leute. Heute auf entspannt. FC Bayern München ist Meister. Ich habe es gestern mitbekommen. Auf jeden Fall GG an die Bayern.
Dani! Max, Max, Max. Ja. Guck mal hier, Paulberger Dose. Okay. Weißt du noch, wo wir vor 3 Wochen hier gestanden haben? Ja, was war da? Und wir haben gesagt, Bro, lass mal Banks sein Jet wegspringen. Ja, und das Ding ist, weißt du noch, wo die Leute geschrieben haben, nein, der will ihn aufbauen! Er will ihn aufbauen! Er will ihn aufbauen! Ja. Bro, also er sieht echt krass aus, muss ich sagen. Sollen wir den wegsprengen? Bro, ich sag ehrlich, lass wegsprengen. Ja, okay, finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das sogar auch schon überlegt, weil da passiert ja nichts mehr. Das sieht ja aus wie... Ich sag mal so, hätte er wenigstens ein bisschen weitergebaut und so, hätte ich es ja verstanden. Aber ja, das ist halt 3 Wochen nichts passiert. Aber warte, Bro, für mein neues Ultra-Luxus-Mega-Haus brauche ich eh noch ein bisschen Quarz. Ich würde mir da noch ein bisschen Quarz wegbauen und den Rest können wir wegsprengen. Ja, same. Aber hast du TNT? Leute, voll gut, da kriegen wir direkt noch Quarz jetzt. Bro, ist ja alles Quarzstufen hier. Ja, ja, das ist richtig. Bro, weißt du, wie aufwendig das zum Farmen ist, Digga? Bro, das ist echt... Oh, ich falle hier unten durch. Ja, würde ich alles mitnehmen. Oh mein Gott. Sei ehrlich. Ja, dann lass, warte mal, ich baue hier mal ein paar Sachen noch weg. Ja, Bro, die ganzen Quarzstufen kann man auch mitnehmen. Und dann, und den Rest zersprengen wir. Bau erstmal oben ab, würde ich sagen, wenn du fällst mich. Ja, das Problem ist, das fällt, den Boden baue ich nicht weg, aber das Problem ist, das fällt hier teilweise durch. Ja, und dann gehen wir ganz runter gleich. Ja, okay. Das Quarz ist echt zu schade. Ja, Leute, ich sag mal so, wir können ja hier nicht, wenn wir alles, was nicht weitergebaut wird, auf der YouTuber-Insel lassen, Bro, dann ist die Insel in 3 Tagen voll und leckt überall. Das ist halt... Ja, und es sieht einfach schlecht aus. Und das sieht nicht gut aus, ja. Das finde ich, ist schade, dass er seinen Chat hier nie fertig gebaut hat, das stimmt. Ja, ich fand die eigentlich auch geile Idee, aber... Egal, Abrissunternehmen ist unterwegs, Leute. Bro, lass einfach Abrissunternehmen gründen. Lass mal aber wirklich so eine richtig kontrollierte Sprengung machen, dass davon nichts mehr übrig ist. Hey, das muss komplett weg, weil sonst haben wir ja nichts besser gemacht als vorher. Warte mal, ist das auch noch Diorit? Warte mal, ist das hier? Ja, das ist Diorit. Das ist Diorit, Bro, ja. Das brauche ich auch noch perfekt, Digga. Perfekt. Ey, das ist wirklich, Leute, vor 5 Minuten sage ich, ich brauche Diorit für den Weg zu machen und einfach alles, was ich brauche, ist hier. Geil. Geil, geil, geil. Das ist perfekt. Das ist echt perfekt, Leute. Trifft sich sehr gut. Au. Ja, Quarz, Leute, ich sag ehrlich, in meinem neuen Haus so viel Quarz verbaut an der Decke, das war so aufwendig zu farmen, also das kommt mir hier auch echt, ich denke, wir werden auf jeden Fall eh noch ein bisschen Quarz brauchen, das kommt mir hier echt sehr gelegen. Was macht denn Banks eigentlich gerade? Live-Chat, ist er, weil sein Haus an der Krümelküste ist er, glaube ich, auch nicht fertig. Oder? Sein Haus an der Krümelküste ist auch nicht fertig. Ich weiß, Leute... Ich wurde gehatet dafür, dass ich hier den Chat gesprengt habe und er hat den eh nie fertig gebaut. Ja, was macht der auf der YouTuber-Insel? Ich weiß auch nicht, was er gerade macht. Ey, Bro, weißt du noch, wie ich gehatet wurde, weil ich den Chat hier gesprengt habe? Ja. Digga, ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe richtig Hate bekommen, als ich den Chat gesprengt habe. Mich haben Leute, ich glaube, ich habe irgendwie 500 D-Abos oder so gemacht bei dem Video, weil Leute, die ganzen 5000 Kommentare, boah, du Ehrenloser, sein Chat, er hat den doch eh nie fertig gebaut, Leute. Ja, safe, Bro, der war auch nie fertig. Das war angefangenes Projekt und nie fertig gemacht. Ja. Seht ihr mal, wurde ich hier fertig gemacht von euch. Ja, du, guck mal, das Ding ist, hättest du dich schon vor 3 Wochen richtig weggesprengt, da hätten wir gar nicht das Problem gehabt. Ja, hätte ich lieber mal richtig durchgezogen. Oh, ich wollte eine neue Pickaxe, ich habe meine Pickaxe verloren. Nein. Ja, ja. Aber bei Amirs Ding gibt's ja alles, Villager-Ding. Ja, stimmt, muss ich meinen. Aber ja, Level brauchst du ja auch. Boah, ich habe gar keinen Platz mehr im Inventar schon wieder. Ey! Martin, Dankeschön für 10 Schweizer Franken. Kuss, 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 Digga. Er wollte es noch fertig bauen. Er hat so viel zu tun, keine Zeit. Na, glaube ich nicht. Leute. Aber dankeschön, Bro. Also bei mir schreiben die Leute gerade, er wollte ihn noch fertig bauen. Ja, Bro, das haben die Leute bei mir vor... Weißt du noch, wo wir vor 3 Wochen gestreamt haben? Ja. Da haben die Leute das auch schon gesagt. Ja, man kann ja... Das kann man ja bei allem sagen. Ja, ja, ja. Safe. Ja, die Yacht von Timmy wollte ich auch noch aufbauen. Ja. die Himmelskrieger wollen auch noch Area 52 bauen. Ja, ja. Die Jubelskier wollen noch Area 52 aufbauen. Safe. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr?
5000 Quarz, die wir jetzt Banks schulden. Ja, mach die Augen zu, Junge. Mach die Augen zu, dann siehst du, was wir Banks schulden. Es war schon bestimmt aufwendig, das Quarz zu farmen, aber es ist ja eh verschwendet. Der hätte es ja eh nicht, wenn es hier guck mal, hängt. In mein Haus habe ich 10-mal so viel Quarz verballert. Weißt du, was ich meine? Das war aber auch krank, Digga. Ja, aber Bro, du hattest auch noch deine Villager-Farm. Ja, gut, das stimmt. Das Problem ist, Digga, ich habe auch so Probleme, weil du deine Villager-Farm nicht mehr hast. An Quarz zu kommen. So, zack, 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 zack. Wir lassen es einfach mal runterfallen. Wir können das ja später auf dem Meer auch aufsammeln. Oh, nein. Oh. Der letzte Cash Cup vor der neuen Season. Boah, wie viel hier am Boden liegt, lol. Ja, ich kann dir auch noch mein Zeug geben. Boah, ich habe auch so viel, ne? Du hast so viel Quarz, sag ich ehrlich. Das ist echt heftig. Mein ganzes Inventar ist full, ey. So, einmal schön alles einsammeln, Freunde. Er ist ja eh nicht mehr hier, Paulberger Hills Banks, also von daher. Ja, wo ist der denn überhaupt? Von Banks kriege ich wirklich gar nichts mehr mit. Ich glaube, der ist mit Candy und die wollten eine Liebesinsel machen oder so, glaube ich. Liebesinsel, aha. Ja, ja. Ey, erstmal eine schöne Liebesinsel machen. So. Also wir lassen einfach alles runterfallen und sammeln es dann auf, oder wie? Ja, würde ich sagen. Ja. So, haben wir hier das da. Aber es kommt mir sehr, sehr gelegen, weil Leute, wie gesagt, ich brauche eh noch so viel Quarz für unsere Luxusvilla. Stani, hast du eigentlich schon meine Luxusvilla gesehen? Die eine Woche da, wo Timmy die angegriffen hat? Ja, aber da hat schon mal einiges getan jetzt. Naja, dann komm ich mal gleich. Wenn du willst, kannst du gleich mal mitkommen. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr krass schon. Ami hat die Himmelskrieger verlassen? Ja, warum ich das hab denn? Überlegt, ob ich heute ein bisschen was einnehme. Wie ein bisschen was einnehmen? Was ist denn eigentlich mit den Himmelsnoobs los? Ja, die bei haben mir. Die aufgelöst? Bei mir gerade im Jahr im Chat steht irgendwie, Ami hat die Himmelskrieger verlassen, habe ich hier gelesen gerade. Warum? Warum, Live-Chat? Warum hat Ami die Himmelskrieger ich verlassen? Ich denke mal, der wird mitbekommen, dass die nur Müll gebaut haben. Also. Ich habe ja gehört, Ami will jetzt zu den Höllenkriegern gehen. Was? Hä? Die Höllenkrieger? Ja. Zu Timmy? Ja, zu Timmy will er gehen. Also das ist ja wirklich, Digga, maximal lost. Ich sag ehrlich, diese ganze Kriegs, das ist für mich alles Müll, Digga. Ja, ich will einfach meine Luxusinsel bauen und meine Ruhe haben. Sag ich ehrlich, Digga. Den Krieg hat er keine Lust. Ja, aber Bro, ich sag mal so, Army war ja auch mit einer gewesen, der die haben alles weggesprengt und jetzt auf ich einmal weiß sagt, ja. Er hat keinen Bock mehr auf Krieg, so, weißt du? Bro, ich verstehe ja, was du meinst, weil ich bin ja auch so, wenn man bei mir was sprengt, dann wehre ich mich ja auch, dann sprenge ich ja zweimal zurück, so, ne, das ist ja, ich kann das ja verstehen, dass man sich rächt, aber an sich will ich eigentlich nur in Ruhe bauen. Ich sag dir ehrlich, eigentlich... Ich will eigentlich nur Frieden. Komplett wegsprengen müssen. Ja. Für die Aktion. Ja. Ich nehme hier vorne noch das Diorit mit, das brauche ich auch noch ziemlich viel. Ja, Bro, ich habe auch noch nicht viel Quarz. Das kann ich boah, Leute, das Diorit kommt mir so gelegen, weil ich wollte meine Einfahrt, die Terrasse und so daraus machen. Das ist wirklich perfekt. Das ist echt perfekt hier, Leute. So, zack, 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 zack. Ey, nein, ey, man fällt hier wirklich die ganze Zeit runter. Das gibt's ja wohl nicht. Bro. Rote Beton ab hier. Abrissunternehmen, Stani und Crimex GmbH. Ihr seid böse. Hier sieht man das ganz klar. Bro, es gibt Baugenehmigungen, Paulberger Hills. So wer sein Gebäude ja. 10 Wochen nicht fertig baut, hat Pech. Das wird abgerissen, fertig ist. Patzi88, Kuss. Grüße. Haben meinen Account verloren. OG Sachen. Oh, gut, das ist mies, Bro. Dankeschön. Und Zocker TS. Vive hat auch verlassen. Banks wollte beitreten. Hä? Das ist ja richtig. Stani? Ja. Jetzt schreiben Leute auch in den Chat, Wife hätte auch verlassen. Ja, dann gibt's die Himmelskrieger doch gar nicht mehr. Oh, Bro, dann nehme ich einfach die Festung ein dabei. Die sind zu zweit und haben beide verlassen, also gibt's die effektiv nicht mehr. Ja, aber wer wohnt denn da jetzt in der Himmelskrieger-Dings? Na,
Weiß nicht, vielleicht irgendwie ein, der obdachlose Seville oder so. Vielleicht der obdachlose Seville wohnt da. Weiß es nicht. Ich nicht mehr gesehen, aber ich glaube, der ist ja bei den Höllenkriegern. Verkauft wer Raketen? Nein. Braucht die selbst. Boah, ey Leute, das ist so perfekt, wie wir gleich unser Haus weiterbauen können. Let's go. Gleich können wir richtig unsere Baba-Küste bauen. Jetzt sieht das gleich hier eigentlich mal wieder ein bisschen besser aus, Paulberger Hills, Junge. Wir haben wieder für Ordnung... Ey! Jo! Hört auf, verdammt! Das muss ein Ende haben! Hä, was willst du, Kenny? Ihr könnt nicht einfach diesen Jet abbauen! Da... Jo. Ah! Richtig so. Weg mit dem Schmutz. Mega Candy. Scheiße, ich. Ey, Mann, Candy, ich wollte ihn ja nicht mal. Ich wollte ihn ja nicht mal killen gerade. Ich wollte ihn ja nicht mal killen, den Armen. Aber egal, sein Loot liegt hier auf dem im Wasser. Kann er sein Loot holen? Der Arme, ey. Mann, ey. Clip das. Ja, Leute, clip das. Macht daraus einen Short, macht daraus TikTok. Das muss echt geklippt werden, wie wir einfach Candy schon wieder Ehre genommen gerade. Oh Mann, ey. Candy, der Arme, ist wirklich aber auch die ganze Zeit nur am Kassieren, ey. Jessica, hi Max. Wie geht es dir so und wie war dein Urlaub? Dankeschön, Jessie, für die 5 Euro. Mir geht's sehr gut. Urlaub war auch schön. Ich bin aber auch froh, wieder hier zu sein. Ich hab's ja am Anfang vom Stream schon gesagt. Ich hab's vermisst. Das Ding ist, Leute, bei mir, wenn man ja Spaß hat an dem, was man tut, braucht man ja auch keinen Urlaub eigentlich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich war im Urlaub und hab mir gedacht, boah, jetzt wäre ich irgendwie gerne zu Hause. Hast du mich nicht mal gesehen, oder was? Alter, du bist ein Ninja. Ich hab dich echt nicht gesehen. Moin. Hat sich alles kaputt gemacht? Ey, da liegt eine Netherrack-Schaufel. Ja, warte, lass das von Candy, das Zeug. Wie kann man denn was kaputt machen, was schon kaputt war? Ja, true. Ach, der. Oh. Hey, habt ihr gerade irgendwas gesprengt? Nee, oder? Nee, wir reißen das ab hier. So, hä? Ah, Abriss. Wir sind ein Abrissunternehmen. Die Leute denken wieder hier, wir machen was weiß ich. Aber das Ding ist hier seit 3 Wochen kaputt. Irgendwann muss das abgerissen werden, fertig ist. So, ich kann euch helfen, wenn ihr wollt. Ja, helf mal. Ey, lasst mal die Sachen von, hat jemand noch Platz im Inventar? Nee. Nee. Warte, dann ich mal eine Kiste. Ja, dann lass hier alles abbauen, dass hier alles ordentlich ist und morgen gar nicht sprengen. Weil nicht das kennen die Sachen, die spawnen, weißt du? Aber warum hat Banks das denn nicht zu Ende gebaut? Check's auch nicht. Bro, keiner weiß. Die Leute meinten, er baut's zu Ende, aber hier ist 3 Wochen lang nichts passiert. Weil wir wollten es ja schon vor 3 Wochen. Guck mal, ich hab ja. Ey, wir haben ja sogar ein Limit gestellt gehabt, Max, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr, ob wir das wir gemacht haben. Wir haben sogar gesagt, glaube ich, wenn du 2 Wochen hier nichts gebaut hast, reißen wir es ab. Lieber baut er dann Hühnerpranks bei uns, stark. Hä? Ich hab, lieber baut er denn irgendwelche Hühnerpranks bei uns. Wie? Naja, er hat so einen Hühnerprank bei uns gebaut. Ja der, mal, Leute, also der wird das hier nie fertig bauen. Ja, wenn man Hühnerpranks bei anderen und baut das hier nicht fertig. Was will man wenn man sagen? Hühnerpranks macht, dann baut man das auch nicht fertig hier. Eine Olympiade hat er auch gemacht bei uns, irgendwie, da will ich ihn sowieso nochmal sprechen, weil er irgendwelche komischen Sachen bei uns gebaut hat. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich würde doch lieber das hier fertig bauen, wenn ihm das so wichtig wäre. Dann ist würde so. Er doch das als erstes verbauen. Ey, Jungs, könnt ihr mal hier in die Kiste, könnt ihr da mal so die ganzen Quarz- und Diorit-Sachen reinmachen, wenn ihr die nicht braucht? Das wäre super, weil ich brauche die für meinen Hausbau. Diorit. So, ich muss jetzt mal kurz gucken, dass wir hier Candys Sachen kurz retten, Leute. Der Arme. Ich wollte ihm einfach nur einen Schuss geben.
Ich mach Rai Crymax zu meinem Sidekick. Am Anfang waren wir Freunde, aber... sammelst du es jetzt erst auf? Ja, ich bin gerade... Ich hab schon Sachen in die Kiste gepackt. Ich bin gerade dabei. Bro, oh mein Gott, was war das? Digga, warum bist du denn One-Shot down, Alter? Ja, weil ich Noob bin! Ich bin Noob! Mann, ey, Candy. Nur eine einzige Sache fehlt. Ich hab alles, was ich da... Fehlt, dann crafte ich's dir wieder. Ich hab genug Material. Boah! So, wir gehen hier auf die Insel und dann gibst du mir meine Sachen mal schön wieder. Ja, ich hab Inventur gemacht. Ich weiß genau, was fehlt. Okay. Junge, one-hitted der mich einfach. Ey, wir müssen Guten Morgen auch an dich, Max. Guten Morgen. Mit dir habe ich aber noch ein Hühnchen zu rupfen. Hä? Was denn? Bro, was hast du denn für eine Scheiße auf unserer Insel gebaut? Wegen den Einbrechern auf der Insel, die Sachen gebaut haben? Ach so, ja. Digga. Das war ein Einbrecher. Ich hab gehört, du hast das gebaut. Das war ein Einbrecher. Digga, willst du da ein Campinglager machen oder soll das eine Luxusinsel werden? Ich dachte, hast du gedacht. Bro, ne? Du hast mir eine Axt gegeben, das war's? Das ist das, was ich gerade aufgesammelt habe hier unten. Du prankst mich, das kann ich ja jetzt. Meine ganze Bar unten war voll. Ich hab Schaufel, Axt, Schwert, alles dabei gehabt. Hast du noch Raketen? Wo soll ich die her haben? Ich hab gerade alles verloren. Ja, flieg mal kurz mit hoch. Oben in der Kiste ist ja auch noch was. Ja. Aua. Guten Morgen auch an euch, ey, wirklich. Ey! Warte. Da sehe ich mich jetzt nicht. Warte mal. Ich baue hier eine Plattform. Nee, brauchst du nicht. Ich kann drauf landen. Ich bin der Beste. Zack. Eine Schaufel? Ja. Bro, Max, das ist nicht dein Ernst. Wo ist meine Axt? Wo ist mein Schwert? Bro, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie? Warum? Ich habe leider nichts aufgehoben. Also ich bin auch gerade hierher gekommen. Aber... Ja, geil. Ich wollte, anstatt dass man Hallo sagt, habe ich einen Pfeil abbekommen erstmal. Ja, geil. Warte, das muss doch erstmal noch irgendwo da unten liegen. Jo, Leute, wir haben alles verloren. Wir sehen uns. Schau mit au. Warte, Es despawnt. Wie schnell despawnt das denn? 5 Minuten. Okay, was hast du jetzt verloren? Axt, Schwert, ein Stack Dia, ein Drachenei. Ja, okay. 5 Ursa-Skelettköpfe. Warte, ich hab Materialien, ich geb dir das wieder. Oh. Hä? Als ob das jetzt weg ist. Du hättest so einfach nur hier runterspringen müssen. Bro, das Problem war, weil hier so viel Zeug... Digga, ich dachte doch nicht, dass ich One-Shot kill. Ich wollte dir nur einen kleinen Schuss geben, weil du so rumgeheult hast. Hier, komm mit. Stani? Ja? Ich hab auch von Candy... Stani hat deine Sachen. Jawohl. Da ist mein Schwert schon zumindest schon mal sehr Jetzt gut. Bekommst du gar nichts Schuhe? Mehr von mir. Du schmeißt das hier alles auf den Boden. Hallo, ja, Bro, Stani, mehr ist das nicht wert. Mal auf die andere Seite. Digga, du hast nicht mal Netherite-Sachen? Mehr hab ich nicht, Bro. Oh nein, meine Axt ist schon wieder weg! Ich hab die mir erst neu gemacht! Die ist gestern schon weg gewesen! Candy, Junge, hast du dich alles verdient! Wisst ihr was? Ihr beide. Was? In 5 Minuten fordere ich euch zum YouTuber-Insel-Turnier raus. Bro, und dann erfahren wir, wer der Bessere ist. Halt, ich feier mit dir, du Mario Wiese, 5 Euro. Wieso sagt Stani immer Sachen, die nicht stimmen? Amir weiß es noch nicht. Er weiß noch gar nicht. Mario, danke für die 5 Euro. Kuss. Ja, genau. Max, du bist mein Halt. In schlechten Zeiten. Komm, steig in mein Auto, du bist mein Halt. Digga, er nimmt dich gerade voll, Hops Candy. Stani, wie geht denn dein Song? Einfach Candys Love Song. Das Update ist da. Es raubt mir den Spaß. Ohne Fortnite komme ich viel besser klar. Es ist mir egal, was ihr alle sagt. Deinstallier Fortnite und beginne den Tag. Deinstallier Fortnite. Hier kommt Candy aus dem Weg. Digga, du bist ja ein richtiger Hater, Candy. Ja, Bro. Alter, bist du ein Candy-Hater? Junge, wir machen jetzt das YouTuber. Gib mir mal eine. Ich bin gleich down. Gib mal eine Rakete. Ja, ich zeig's euch. Ich muss jetzt die Sachen sammeln gehen. So. Was machst du da, MBK? Ja, Bro, ich hab keine Raketen. Ihr habt meinen Lieferanten mit Raketen gekillt. Achso. Ich baue den Dirt. Warte, hier. Oh, ich danke dir. Ja, ich baue es ja eh ab, also. So, aber warte. Also kannst ein bisschen was hier lassen, weil dann kann ich hier besser landen. Ich muss hier die ganzen Materialien dann noch wegbringen. Ja, warte, ich mach da aber hier. Uiui. Alter, Leute, wir haben jetzt so Baumaterialien. Geil. Hast du nur Deep Slate gebraucht, oder was?
Nein, ich habe Diorit und Quarz. Also eigentlich der ganze Chat war das, was ich gebraucht habe. Es war echt perfekt. War echt eine gute Idee von Stani, das Ding abzureißen. Richtig gut. Der Himmel ist wieder gereinigt. Also, überflüssig war es Geistes. Also, es war nie zu Ende, ne? Ist ja nichts passiert hier. Es war einfach so ein totes Projekt, was in der Luft hing, ne? Ja. Na gut, Leute, jetzt nur die Frage. Jetzt brauchen wir eine Schalker-Kiste, um das ganze Zeug hier mitnehmen zu können. Okay. Ich bin weitermachen. Jojo, viel Spaß. So, okay, Leute. Es geht weiter. Der verrückte Albaner. 5 Schweizer Franken. Hallo Max, moin. Moin, crazy Albaner. Geiler Name. Feier ich. Oh. Wem gehört hier diese Schalker-Kiste mit übelst viel Beton drin? Hier ist ein Schild. Hä? Hey Max, hab deine Villa repariert. Hoffe, es gefällt dir. Hoffen wir können die Anspannungen zwischen uns ruhen. Amir hat meine Villa repariert. Oha. Ja, okay, Amir, ist vergeben und vergessen. Alles gut. Okay, das ist Ehrenaktion von Amir. Wohnt eigentlich Alphastein hier noch in unserer Garage? Keine Ahnung. Amir hat mein Haus heil gemacht. Okay, das ist cool. Finde ich cool. Hä? Bin ich gerade doof, Leute? Ach, die Tür hier ist zu, Mann. Wer hat das denn gemacht? So, jetzt können wir wieder hier in unseren Secret-Geheimgang rein. Wie kann man Mitglied werden? Jesse, genau, schick mal Mitglied werden. Den Krein hat sie aber auch gerade erst. Hä? Leute, nein, wo ist denn unsere Schalker? Hä? Die haben wir doch safe nicht mitgenommen. Wer klaut denn hier meine Schalker-Kisten? Hä? Ey, irgendjemand war bei mir, hat hier Schalker-Kisten geklaut. Gut, dann nehme ich mir die oben. Dann nehme ich mir oben die Orangene. Alter, was soll das? Wer klaut denn einfach meine Schalker-Kisten, Junge? Ehrenlos. Heute wird auf jeden Fall noch krass was gebaut bei uns. Wann kommt mein Getränk raus? Schon sehr bald. Paulberger. Das Paulberger Erfrischungsgetränk erscheint... In einem Monat circa. In einem Monat erscheint es circa. Aber genauere Infos kommen dazu noch. Keine Sorge. Werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Bald gibt's mehr Infos. Aber das wird's... Also da bin ich auch so stolz drauf, Leute. Das wird so nice. Das wird richtig gut. Aber wir wollten ja auch noch Sand holen gehen, um Glas zu brennen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Alle 100 Dias mitbringen. Hä? Warum? Wofür 100 Dias? Mach ein Turnier. Oh, ein Turnier? Mit Skillsachen, ohne Kämpfen. Okay. Ja, ich komme. Oh Mann, ich will die ganze Zeit einfach nur das Haus weiterbauen. Komm hier aber die ganze Zeit zu nichts, Leute. Hier ist auch noch sau viel Beton. So, unsere Schalker-Kisten sind ja immer weiß. Deswegen färben wir die jetzt einmal kurz weiß und dann ist gut. Dann ist es unsere Kiste. So, perfekt. Problem erledigt, Leute. Okay, 100 Dias soll ich mitbringen. Boah, das ist schon 100 Dias, schon viel. Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen soll, Leute. Wir haben gerade so viel Dias, weil ich meine ganzen Sachen verkauft habe. 100 ist schon saftig, knaftig. Lass 64 Dias sagen. So, nehmen wir 64, ein Stack mit. 100 ist so unnötig, so eine unnötige Zahl, Leute. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal kurz wissen, wo die alle anderen sind. Ich glaube, das Casino werde ich auch übernehmen. Hä? Stani? Das Casino werde ich übernehmen. Hallo? Ja? Das Casino, das habe ich an Amir verkauft. Nee, der Crystal Clan, glaube ich, würde das übernehmen.
Na gut, das könnt ihr machen. Sag ich ehrlich, Bro. Würdest du das gut finden oder eher nicht so gut? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht, Alter. Hier. Ja, ich fände das eigentlich gut. Also mir, Bro, mir ist das egal. Ich hab's verkauft. Was ihr damit macht, ist mir... Bro, du hast die Kristalle gesetzt. Bro, natürlich. Digga, du weißt, was passiert, wenn die berührt werden. Ja, die dürfen halt keiner berühren. Alter, der Kristallclan ist schon krass. Das heißt, ihr setzt einfach überall eure Sachen hin und dann ist es beschlagnahmt. Dann ist es beschlagnahmt und gehört es quasi mir. Digga, das ist eigentlich schon krass, weil das sagt ja im Prinzip aus, wenn es nicht mir gehört, wird es zerstört. Das ist halt das Ding. Das ist eigentlich schon krass, Digga, mit diesen Kristallen. Ich kann halt nichts machen, Bro. Man kann echt nichts mehr gegen diese Kristalle machen. Wenn man sie berührt, ist Ende. Bringt mal Bogen plus Pfeil mit. Der Pfeil, hast du Pfeile? Noch ein Pfeil für mich? Ja, aber wie machen wir jetzt ein Turnier mit unseren Sachen oder ohne? Also oder mit, dass jeder die gleichen hat? Ja, das ist so ein Turnier, so Challenges. Komm aber, mit. Aber dass jeder die gleichen hat, oder? Ich verstehe es jetzt nicht. Nein, das ist so ein, komm mit. Okay. Okay, Leute, irgendwie wollen die jetzt hier ein Turnier machen. Geht um ein Stack Dias, also wäre nicht schlecht, das Ganze zu gewinnen, sage ich euch so, wie es ist, Leute. Fliegen einfach mal hinterher. Oh, ich habe auch gar nicht mehr so arg viel Raketen. So. Okay. Herzlich willkommen bei dem YouTuber-Insel-Turnier. Yo. In vier Disziplinen werden wir... 64 Diamanten muss jeder mitnehmen. Ja, habe ich. In vier Disziplinen werden wir rausfinden, wer der Bessere ist. Das ist Eigentum des Crystal Clans. Das ist denn der Crystal Clan, Der Crystal Clan ist von Stalli, der Clan. Was? Crystal Clan? Ja. Der Crystal Clan. Okay. Direkt. Bro, da vorne hat jetzt Crystals hingestellt. Alter, mach die weg, die platzen doch. Die kann man nicht mehr wegmachen, wenn die einmal sind. Wenn man die berührt, explodiert's. Aber links berühr oder rechtsklick? Die mal, Candy, berühr die mal. Links oder rechtsklick? Bro, wenn einfach so normal linksklick rauf. Wenn du linksklick rauf machst, Bro, kriegst du 10 Diamanten. Echt? Automatisch oder von dir? Von mir auch. Ja, automatisch auch. Ach du Scheiße. Candy, zieh deine Rüstung an, du wirst wieder sterben. Hab ich mich erschrocken. Digga, ich hab dir noch gesagt, du wirst wieder sterben, ey. Hier, ein Diamant. Guck mal, deine Lytra liegt noch hier. Ah, na, schnell, ich hab's gar nicht ausgezogen. Oh mein Gott. Ich hab fast meine Lytra verloren. Digga, du bist echt ein Junge, Bummi, ey. Ich bin echt so ein richtiger Noob, ey. Ich find's selber auch nicht gut, ich find's selber doof. Ja, dann aber erzähl mal, was jetzt hier die Challenge ist. Wie finden wir raus, wer hier der beste YouTuber ist? Herzlich willkommen. Okay, also, es gibt vier Disziplinen. Ja. Und die erste Disziplin ist das Turmspringen. Okay. Alle Teilnehmer werden nacheinander runterspringen. Aha. Und wenn man es reingeschafft hat... Können wir bitte eine Kiste machen, wo jeder schon mal 64 Diamanten... Ja, warte, ich weiß noch nicht, ob ich mitmachen will. Ich will mir das erstmal wir gehen angucken. Einmal alle durch. So. Und zwar danach jeder... Ja, Bro, ich habe das hier noch nie gemacht. Ihr habt das doch schon fünfmal gemacht hier alle. Pfeffer. Ich hab's auch noch nie gemacht. Also nach jeder geschafften Runde muss jeder einen Block platzieren. Das heißt, es wird immer kleiner und schwerer demnach auch. Okay. Gut, dann die nächste Disziplin ist dasselbe, aber vertikal mit Elytra. Das heißt, man fliegt da durch. Wenn man es geschafft hat, dann wird es immer kleiner. Okay, finde ich cool. Das ist dann die zweite Disziplin. Ja. Die dritte Disziplin ist das Bogenschießen. Und zwar fangen wir hier vorne an. Ja. Treffen. Oh. Hä, du bist cool, ey, Bro. Ist der voll rein. Ist dein Bogen rein. Ey, bitte. Es reicht doch irgendwann, ne? Boah, guck mal, direkt in die Mitte rein. Ey, hallo. Wow, halbes Herz. Leute, was ist denn los mit euch? Warum killt ihr mich die ganze Zeit? Ist lustig. Hallo. Hä, das ist ja voll einfach, hier raufschießen. Ja, okay, aber lass noch nicht üben. Nicht üben. Okay, ja. Die Bahn ist noch nicht frei. Okay, und dann? Das war die dritte Disziplin. Und jetzt kommt die Königsdisziplin, nämlich der Kaktusparcours. Aha. Man muss hier durchlaufen, ohne etwas zu berühren. Ja, warte, lass noch nicht üben. Boah, das ist krass. Und das ist eine krass. Sache, Stani, komm, also Max, stell ich mir kurz, aber Stani, komm mal kurz, du hattest ja mit einer Diamantmaschine, richtig? Ja. Und zwar, wenn du jetzt hier hochgehst, Max, warte kurz. Okay. Und zwar, hier ist halt echt eine originale Diamantmaschine, wenn du da reingehst einmal. Wirklich? Eine Diamantmaschine? Hä?
Ey, Max, Max, Max. Siehst du nicht, was das ist? So. Ja! Ah. Yeah! Alter! Ja! Yeah! Stani ist baden gegangen. Jawohl! Ja, nee, finde ich cool. Finde ich cool, die Challenge. Finde ich cool. Also, das heißt, wir spielen insgesamt um 180 Diamanten. Ey, das ist ja übel krass. Oh mein Gott. Das ist ja echt übel krass. Vielleicht wollen andere mitmachen. Ja, ich würde mal nachfragen. Würde sagen, lass zu dritt machen. Ja, lass zu dritt machen. Und wir gucken jetzt, wer der bessere Minecrafter ist. Der beste Minecrafter. Aber Sachen reinlegen. Genau, Sachen reinlegen. Also die Dias erstmal. Und Loot muss man ja auch abgeben, ne? Oder ausziehen. Nee, brauchen wir nicht. Nee, musst du nicht. Achso, kann okay. Kann man. Okay. Ja, gut. Halt gleich, aber ich pack meinen Loot hier rein, glaube ich. Ich pack meinen auch da rein, also ich pack meinen in die oder unterste Reihe. Haben wir noch eine andere Chest? Warte, ich mache hier gerade neue Kisten. Ich mach meinen Loot hier dann rein. Hat jeder eine aber Elytra braucht ihr noch, weil zum Hof liegen. Ja. Okay. Das große also 180 hier. Dias, das ist natürlich schon nicht wenig. Das ist ganz und gar... Warte mal, was brauchen wir denn nicht dafür jetzt? Rüstung. Lass einfach alle Rüstung ausziehen. Ja, ich habe auch keine Rüstung. Ja, hab ich. Dann cooler, wenn man stirbt. Boah, wenn ich die Dias hier kriege, ne? Was kaufst dann du dreh ich dann durch. Dann mache ich Party, Alter. Was? Es gibt dann mache ich richtig Power Party. Dann lass mal Party machen ja, danach. Ja, Party. Egal. Ey, wir sind faire Verlierer. Egal, wer gewinnt, wir gehen danach nach Paulberger Hills und machen richtig eine Party in der Disco. Bro, ich sag ehrlich, wenn ich gewinne, ne? Ja? Dann werde ich irgendwas sprengen. Was, hä? Nee, was? Wenn ich irgendwas sprengen, sag ich ja, aber warum? Habt ihr Totem in der Hand oder ohne Totem? Nee, ohne Totem. Ich hab keins. Ah, kannst auch mitmachen. Aber nein, nee. Ja, ist lustiger, wenn man stirbt, wenn man fällt. Man muss sterben. Wie viele sterben. Level habt ihr? Ich hab 0. Ey, ich sag euch, wenn ich gewinne, werde ich mein eigenes Haus abreißen. Geil. Vor Freude, wisst ihr, ich mein? Ja, vor Freude halt. Find ich Bro, gut. Wenn ich gewinne, werde ich Krümelkiste sprengen. Oh, Alter, Stani. Wenn ich gewinne, mache ich meinen Livestream aus. Ey, wenn ich gewinne, lösche ich meinen Kanal. Boah, Stani, komm, wir geben auf, Digga. Oh, ey, Bro, ich geb auf. Hast gewonnen. Hast gewonnen. Endlich sind wir denn los. Wenn ich gewinne, werde ich meine Secret. Nee, ey, lass mir noch was sagen, wenn jemand verliert, was er auch noch machen muss. Ja. Okay. Erzähl. Also, Stani, wenn du nicht gewinnst, was muss er dann machen, Max? Ja, ihr könnt ja, jeder kann seine Secret gehen. Base zeigen, weil das hat er gerade schon angeteasert. Also, ich hab. Bro, jeder gibt jeden eine Aufgabe, okay? Ja, okay. Wenn ich gewinne, muss Max. Ja. Oh. Bei den Himmelskriegern sprengen. Oh. Okay. Alter. Was soll denn das? Was? Ja, willst du was okay. nicht? Okay, und dann. Und wenn ich und Candy muss, wenn ich gewinne, in der Krümelkiste sprengen. Was? Das kann ich nicht machen. Okay, Stani. Jetzt will ich was sagen. Wird eh nicht. Ja. Wenn ich gewinne, muss Candy. Unsere neue Insel wieder schön bauen und nicht so einen Dreck dahin bauen. Ey, Bro, ich hab Malediven-Inseln dahin gebaut. Er ist total Müll. Ich will da eine Luxus-Villa-Insel machen. Und du baust da so kleine Holzhütten wie so Gartenhäuser. Ja, dann spreng das nachher. Dann wenn ich gewinne, baust du das alles wieder weg. und wenn ich gewinne, Stani, musst du die Höllenkrieger angreifen. Oha. Juhu. okay. Candy? Wenn ich gewinne und ich der bessere Minecrafter bin, bist du dann nicht. Müsst ihr beide sagen, dass ich der Beste bin. Okay. Und ihr müsst ein peinliches Lied zusammen singen. Also und ihr müsst so, Candy ist der Beste. Und ihr müsst euch zum Affen machen. Okay. Wie machen wir das denn aber hier? Wenn man gewinnt, bekommt man einen Punkt. Also wenn man die Challenge schafft, bekommt man einen Punkt. Genau. Wenn man nicht schafft, bekommt man keinen Punkt. Oder wie ist das? Ja. Okay, warte. Ich muss einfach noch kurz Cap aufziehen. So, jetzt Konzentrationsmodus, Leute. Hilft das, eine Cap aufzuziehen? Jetzt geht's hier um alles. Warte kurz. Okay, los, komm! Na, eine Sekunde noch. Ja. Warte. Wir müssen das Ding gewinnen. Ich brauch Musik. Auch spannende Leute, ihr müsst mich anfeuern im Chat, Junge. Ja, jetzt hier anfeuern. I cry was, next. Macht mal eine Umfrage. Was denkt ihr, wer gewinnt? Olympia-Skill. Genau, warte, Umfrage. Das ist eine gute Idee. Ich mache auch im Chat jetzt hier mal eine Umfrage. Was die Leute denken, wer gewinnt.
Das ist eine sehr, sehr exzellente Idee. Aber ich wette, guck mal, die Leute bei, wo kann man das bei denn Max hier im machen? Chat wird Max gewinnen. Ja, ist ja immer so. Meinst du? Ich denke, die Leute checken, dass ich der Beste bin. Warte, Umfrage. Ich muss hier eine Umfrage machen, Leute. Habt ihr das Bett hier rechts geklickt schon? Ja, wo macht man denn nochmal eine Umfrage? Bin ich lost? Achso, Chat Bro, du bist voll der Anfänger-Streamer. Umfrage starten. Bro, du wer gewinnt? Ey, Max, ich will leider doch nicht mehr mit dir das Turnier machen. Du kennst dich ja gar nicht aus. Ey, Leute, ihr sollt ehrlich abstimmen, was ihr denkt, wer der Beste ist. Jetzt wirklich ehrlich. Ihr müsst auch nicht für den, weil ihr mir gerade ins Stream schaut. Candy und Max wird es für mich, Leute. Alter. Boah, Leute, ihr hört spannende Musik. So, jetzt abstimmen. Stani, ich hab gerade was. Let's go. Oh. Also, 68% für Stani. Ja, alle was? Für Stani voten. So, gucken alle wir mal bei mir im Stream. Max, wie sieht's bei dir aus? Bei mir 76% für euch, Crymax! Hä? Die wollen einfach nur. Die wenn ich eine Umfrage mache, voten die bei mir auch für mich! 76% okay. Haben keine Ahnung, krank. Aber gut, Leute, dann Umfrage beendet. Komm, wir fangen jetzt an. Bro, schade, dass dein Chat so unwissend ist. Ja, wir werden sehen. Leute, meine das Damen wir uns und nicht Herren, sagen. Ich werde das Ding heimholen für uns. Aufmerksamkeit nach oben, denn jetzt beginnt. Das Turmspringduell. Ja. Sag doch mal, um was es geht. Es geht um sehr krasse Sachen. Viele Diamanten 180 und natürlich Dias. Sprengungen. Um 180 Dias. Hä, wo sind die Dias, Alter? Da. Okay. Hä, hallo. Hallo, Kenny, ey. Lass meine OP-Geheimwaffe. Oh mein Alter. Gott! Was Digga, war das denn? Bist du lebensmüde, Alter? Bist du lebensmüde? Ey, sorry! Mann, alle verlassen, der hat auch voll Rückstoß, ich bin voll so wupp nach hinten. Du kannst los, damit nicht umgehen. So geht's. Ja, okay. Ja, so okay, dann fangen wir jetzt an. Was war das für eine Waffe? Was hat die... So. Das macht doch keinen Schaden, eine Rakete. Das ist nur schön. Alter. Ja, wir werden so, sehen. Erst springen. Oh. Ich. Nicht springen, ihr müsst runter. Springen werdet ihr gekickt. Das ist so doof. Oh. Au! Junge, Mann, ich hatte deine Sachen. Ey, man hört auch raus. Man hört auch nur einmal, so. Oh! Einmal jetzt. Einmal jetzt schon. Peinlich. Max ist raus. Ey, warte, meine Raketen noch. Und die Leute. Waren da nicht? Warte mal. Bro, irgendwo müssen die liegen. Sechs Raketen hatte ich. Nein. Ey, okay, Leute, das die Raketen war los. Sind weg. Hä? Die können nicht weg sein. Ihr habt die bestimmt aufgesammelt und mit euren gestackt. Ey, Bro. Was ist denn los? Hör auf zu üben. Ey, Leute. Das wird ja viel zu einfach. Kann ich nochmal ändern, was ihr machen müsst, wenn ich gewinne? Nein, jetzt gibt doch mal Raketen genommen. Wieder. Bro. Ja, hier, nimm. Hä, wie ist jetzt on-stack weg? Was ist das denn? Ja, Bro, weil, Digga, jemand muss die. Kenny hat die aufgesammelt oder so. Nein, nicht aus meinem Ding rausnehmen. Hier sind auch noch Raketen, Bro. Hier sind auch noch Raketen, Bro. Egal. Okay, komm, wir gehen jetzt hoch. Minecraft. Ey, ich hole auch einen Referee dazu gleich, ne? So, gleich, ich kann hier nicht landen. Ich kann da nicht landen, Leute. Es reicht irgendwann. Leute! Was macht ihr denn? Ey, Bro, das ist ohne Ding. Weißt du, wie schwer das ist, da oben zu landen, Alter? Bro, nein, weiß ich nicht. Ich hab nur geprankt. Ja. Gib mir mein Fleisch, das ist mein Fleisch. Ey, Leute, es ist so peinlich. Na, was ich hab nur einen Prank gemacht. Ja, warte, meine Ding, wo ist meine Raketen schon wieder? Ja, hier hast du nochmal. Leute, Max, kriegt ihr es hin, solchen Fahrstuhl zu bauen? Digga, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich zieh jetzt einmal meine Rüstung kurz wieder an. So, ich flieg jetzt hier hoch. Ey, Leute, was ist das denn? Snoop-Turnier hier, Max. Ich will es ändern, was ihr machen müsst. Ich gewinne ja easy. Bro, ich bin das nicht gewohnt. Max kann nicht mal hier oben landen und will gewinnen. Jetzt guck hin. Achtung, Achtung. Ja. Vorsicht! Ah! Max, du bist der schlechteste Spieler, den ich kenne. Alter, was? Ey, ich platziere dir Wasser hier. Oh! Ey, Bro! Ey, ich bin echt schlecht hier im Laden. Weg. Ja! Ey, Digga, das. Aber stark, Kenny, nur weil Max, du immer ohne Rüstung fliegst. Ich bin das nicht gewohnt, ohne Rüstung zu fliegen. Max, du bist peinlich. Das hey, du bist selbst gerade zweimal gestorben. Was machst du überhaupt den Mund auf? Passt auf! Ihr seid jetzt beide schon mehrmals draufgegangen. Ich will meinen Wetteinsatz ändern. Ihr müsst was anderes machen, weil ich gewinne ja easy. Aha. Was denn? So. Ich dachte nicht, dass ihr ja sagt. Jetzt fällt mir noch nichts ein. Ich werde es euch noch sagen. Ja, okay. Ja, okay. Dann los, das Spiel runter. So, Abfahrt.
Ja, easy, okay. Dankeschön, Marina, Nico, Kian und Julia, neue Mitglieder, Kuss. Ist ja kein Ding, hä? Bitte gib dir Mühe. Oh, ey. Ey, Max, Stani ist so knapp reingekommen, doch. Jeder dürfte jetzt einen Block blazen. Jeder einen. So knapp. Ja. Ja, ich mache hier mal ein bisschen Holz. Ist ja egal, welche Farbe, Bro. Jeder kann. Ja. Okay. Okay. Stani ist nur ganz, ganz, ganz knapp hier reingekommen. Das ist richtig knapp. Krass. Oh Mann, ey. Einfach absolut nur. Soll ich jetzt springen? Ja, kannst du. Warte, ich muss erstmal wieder hochkommen. Stani ist schon. Mann, ey. Max? Warte, kannst du hier gegenfliegen? So, alles gut. Ja, gut. Ey, ich hab nichts zum Abbauen. Bau das mal ab. Ja, ich hab auch nichts zum Abbauen. Egal. Geil. Dann lassen wir es da. Lass uns da. Dann kannst du besser dagegen fliegen. So. Ja. Bauschi, kannst du Schiedsrichter machen? Ich will auch springen. Ich will auch mitmachen. Nee, wir machen zu dritt gerade ein Turnier. Kannst du Schiedsrichter sein? Ich hab schon einen Block geplaced. Kannst du Schiedsrichter Stani sein, Bauschi? Ja, mach ich. Stani, du darfst auch noch einen Block placen. Alter, ja. Okay. Okay. Hab ich ja. Wir gehen wir hoch wieder, ja? Wird ja schon schwerer. So. Ey. Ja, easy. War doch gar nicht so schwer. Oh, okay, ich bin. Ja. So, easy, easy, easy. Candy hat das aber auch schon. Digga. Candy hat das aber auch schon 300 Mal geübt hier. Das muss man auch dazu sagen. Primax. Wow. Oh, kein okay. Ding. Kein Ding für den was? King. Wow, okay, Max. Jetzt wird's schon schwerer. Guck mal, ich mach richtig schwer. Ja, ja. Wow. Oh. Mal Wasser hin. Alter. Okay. Okay, let's go. Das wird jetzt echt schon hart, Leute. So, wir gehen wieder hoch. Der beste YouTuber. Es geht um 180 Dias, Leute. Und es geht um den Titel, der beste YouTuber. Okay, ich fang an. Ja, okay, Stani. Guten Flug. Ja! Pass auf, Stani! Er wird's nicht schaffen, er wird's nicht. Oh. Strong, die Ecke da. Man muss echt die Ecke, die ist echt noch die beste. Ja, 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 ja. Du oder ich? Mach du zuerst. Ich glaube, ich muss hier so. Ich glaube, der Trick ist hier so reingehen. Nee, der schafft er nicht, schafft er, schafft er nicht. Nein! Nein! Okay, Stani. Jetzt ist das nur noch eine Sache zwischen uns. Ey, wer hat denn schon wieder mein Zeug aufgesammelt, Leute? Keiner. Das ist niemand, Bro. Niemand. Warte kurz. Ein irgendjemand muss mein Zeug aufgesammelt haben. Aber was denn? Was genau? Klar, das Max Bro, meine Elytra, mein Digga, mein Helm. Ich hab nichts aufgesammelt. Ich hab gar nichts. Oh, das muss doch hier sein. Hey, guck mal dein Inventar, Max. Nein, ich hab's doch nicht. Ja, Bro, es liegt hier unter, Bro. Achso, warte. So. Warte, ich kann hier rein. Alles gut, hab's. Okay, ich hab auch noch Nein, den Helm. Ey, Leute, das war. Mann, schade. Ja, ärgerlich. Du hast die falsche Taktik gehabt, Max. Ja, aber Bro, schon gesehen. Digga, Candy hat das ja auch hier gebaut. Der wusste ja schon, wo er runterspringen muss und so. Digga, ich bin, als ich runtergegangen bin, hat er schon gesagt, na, er ist falsch gesprungen und so. Ja. Ja, weil er es gebaut hat, dann weiß er ja. Ach. Ja, komm, egal. Lass den reden. Ey, ja, du kannst gar nicht mitreden, du bist raus, Max, ey. So, egal, wir gucken mal, Leute. Okay, wir bewerten das von hier. Ja, leider, bei der Challenge kein Punkt, aber egal, wir können trotzdem noch gewinnen, Leute. Stani kommt. Oh mein Gott, strong, okay. Oh. Nee, das wird nichts. Oh. So, hier mache ich. Jetzt wird's schwer, gemacht. Weil jetzt könnt ihr euch nicht mehr okay. orientieren hier oh, dran. Oh, du einzelne Leuchter! Alter, das wird jetzt schwierig. Okay. Ich hoffe, ich werde gewinnen. Ich hoffe, bei den anderen Challenges kann ich besser abschneiden. Okay, Stani und Candy wieder hier. Oh! Alter! Bro, wie strong! Bro, wie strong. Okay, komm, den Punkt hole ich mir. Den Punkt hole ich mir. Ich glaube nicht, dass Stani das macht, Leute. Ich glaube nicht. Den Punkt hole ich mir. Oh. Let's go.
Krass, krass. Alter. Okay, GG ist ein Candy. Dickes GG. Boah, können wir hier drunter mal die Monster killen? Das ist übelst nervig, die Geräusche hier die ganze Zeit. Mach dir doch, du kannst sie leiser machen. Einzeln feindliche Kreaturen. Ah ja, leise. Warte. Genau. Musik, feindliche Kreaturen. Bro, einfach 10%. Zack. Okay. Mann! Dann weiter geht's. Nächste Challenge, okay. Jungs. Was ist die nächste Challenge? Alter, die nächste Challenge ist das gleiche, nur mit Elytra. Genau, mit Elytra da durchfliegen. Und sobald es alle geschafft haben, wir warten auf Max noch. Okay. Hier, von hier oben, ne? Ich bin ready. Ja, warte, ne? Da ich sicher gewinnen werde, habe ich sogar meine Rüstung jetzt ausgezogen. Okay, los. Erste Runde. Rain HD, dankeschön für 24 Monate. Yo. Okay. Erste Runde. Bleib direkt hinten stehen. Ja, stimmt. Oh, ja, alle haben es geschafft, Max. Bro. Ey, ihr dürft doch Level 1er Raketen nehmen. Ihr müsst jetzt nicht die heftigsten nehmen, ne? Bro, bei Max war richtig knapp. Ich hab Level 1er Raketen, genau. Bei Max war richtig knapp. Das sah irgendwie aus, als hätte er Level 3er genommen. Bro, ich bin übelst losgeflitzt. Okay. Leute, danke für eure Glückwünsche. Ich werde das Ding nach Hause holen. Ich werde euch glücklich Alter, machen. Alter, Leute, das wird doch hier schon wieder gar nichts. Hast du merkt das doch, Candy? Nee, aber ich hab gerade die letzte Runde gewonnen. Boah. Ey! Ja, stark, Candy, stark. So. Alter. Okay, ja, ist jetzt schon schwerer. Ja, ja. Ich sag Max schon jetzt rein. Leute, was sollen die beiden machen? Ich zieh doch mal besser meine Rüstung an. Bisher sollen die einfach nur sagen, dass ich der Beste bin. Nein, wir schaffen das jetzt. Candy war knapp, Candy war knapp. Wir schaffen das jetzt, Leute. Max, du das reinschonken? Oh. Easy! Kann ich nochmal platzieren? Ihr habt mich unterschätzt! Guck mal! Oh. Es sind nur noch diese kleinen Löcher da! Oh, ey, so Alter, holy moly Macaroni! Jetzt nicht zuerst. Hä? Ich flieg zuerst. Leute, ihr macht einfach einen Like-Hype auf Ehre! Okay. Ja! Ah, Candy raus! Candy raus! Leute, wenn wir das Ding gewinnen, machen wir einen Like-Hype! Raus, so, Max, Candy, raus! Nein. Okay. Oh, ich muss mich konzentrieren. Hast du geschafft, Stani? Ich hab noch nicht gemacht, du bist jetzt dran. Ich war ja gerade. Warte, ich muss mich gerade fokussieren. Ich will jetzt hier. Muss fokussiert sein. Wow! Oh, stark! Let's go! Jetzt kommt Stani. Let's go, Focus. Jetzt kommt Stani. Ja! Max gewinnt! Nein! Das Max, ey, was? Real Rap bei mir jetzt. Ja, bei mir auch vorhin. Ja, ja, jetzt sind's die Legs. ihr habt den kleinen Ruckler gesehen gerade, Leute. Ich guck mal hier, jetzt ohne Lag direkt durch. Ich hätte First Round. Wieder Ruckler, hä? Das ist voll real. Ich glaube, das liegt. Ja, ja, das ist immer ein Ruckler. Let's go, Leute. Da hinten. Wir haben Punkt gemacht. Das okay, das heißt, 1 Candy, 1 ich und Stani 0. Okay. Ja, ich hab 0. Aber, Leute, jetzt kommt die nächste Disziplin. Die Bogen-Challenge. Und die lautet die Bogen-Challenge. Wichtig. Die Bogen-Challenge. Und wir fangen ganz vorne an, auf ganz entspannt. Okay. Erst die Blöcke hier weg. Und was heißt einfach nur das Ziel da treffen, oder ey, was? Ey, könnt ihr aber ohne Flamme schießen? Geht nicht, ne? Nee, ich hab... Ne. Helft mir mal beim Abbau, Männer! Anpacken! Anpacken! Ja, wir sind drauf. Fleiß, so sehen fleißige Handwerker aus. Handwerker aus. So. So. Ey, Leute, einfach nur Like hier im Chat. Genau, was geht ab, Freunde? Bis der Ton kommt. Genau so, ja. Dann bin ich der Nächste. Hey, das war voll einfach. Ja, warte ab. Ey, sollen wir vielleicht mit Candys Bogen nur schießen wegen dem Flammending? Weil man sieht halt nicht viel. Ja, ist egal, ob so der Ton kommt. So, ja, ob der Ton kommt. Aber das wird schwerer, weil so sieht man nichts. Warte, Flauschi! Jetzt ist sie weg. Deswegen. Warte mal. Komm, nochmal. Weil die kann die einfach immer aufsammeln, die Pfeile. Guck mal, dann ist wieder... Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Egal, weiter. Ja, ist halt warte, okay, mir ist egal, mir ist egal. Warte, ich frage, ob sie. Kannst du zwei Bögen mitbringen? Ich habe nur einen. Wenn wir nochmal zwei hätten, wäre eigentlich gut. Das wäre, glaube ich, besser, weil dann sieht man nicht mehr. Dann warten wir ganz kurz. Wir können derzeit eine Runde Achterbahn fahren, Leute. Okay, damit. Komm, eine Achterbahnfahrt. Achterbahn! Es geht immer nur einzeln. Okay, du musst mich hier rauf platzieren, hier vorne sogar. Juhu, es geht los! Ah, nee, ich habe ja Sachen hier abgebaut für die Strecke gestern.
Ja, tolle Achterbahn. Bro, Digga, warte, sieht richtig spaßig aus. Das ist die krasseste Achterbahn, die ich jemals erlebt habe. Chill. Alter, Max, das macht so viel Spaß, das glaubst du gar nicht. Es sieht richtig. Noch einen Bogen. Ich hab noch einen. Kenny hat wieder was richtig Geiles gebaut für uns. Danke. Ey, ich hab noch einen Bogen hier einmal. Ja, Florini, moin. Kann ich einen Bogen was ist, Kenny? Beitreten kennst hast du dich noch einen Bogen? Damals. Florini, ja, zu Hause bei mir. Danke für die 5 Schweizer Franken, aber ich kenne dich nicht, Digga. Kannst du mich grüßen und bist du ich bin nicht im Crystal-Clan und Gruß geht raus an Fabio. Deine Mutter ist eine Schiene. Ja, warum heißt denn dein Clan eigentlich Crystal-Clan? Hä, voll geil oder nicht? Okay. Weil wir Kristalle platzieren, Junge. Ist das ein Chunky-Clan? Bro, das ist der Ender-Crystal-Clan. Okay. Dann war das missverständlich. Ich hab die repariert wieder. Flauschi. Wie? Ja. Die Achterbahn geht nicht. Flauschi. Ja, da fehlt einer, aber ich habe kein Eisen mehr. Flauschi. Okay, Flauschi. Es geht weiter, Leute. Okay, weiter geht's. Let's go. Ja, und zwar, ich fange an. Oh mein Gott, ey. Genau in die Mitte aber sogar. Oh, das knapp. War knapp. Das war überhaupt nicht knapp. Oh, Leute, okay. Wir gehen direkt hier hin. Wir wollen es nur spannend machen. LOL! Aber ey, kommt mal her, guck doch mal. Raus. Ja, aber der Ton, guck doch mal hin. Der Ton ist nicht gekommen. Der Ton kann nicht, Bro. Ton ist nicht gekommen. Wir haben gesagt, Ton okay, wenn jetzt keiner trifft, ey, was ist das? Das hast du gerade selbst gesagt, Bro. So ein Minecraft-Noob. Easy. Okay, guck mal, Max, easy. So ein Noob. Ah, ich hab keinen Pfeil mehr, Jungs. Warte. Ja, warte, ich hab hier... Ey, ich bin so ein Noob, ich verstehe das gar nicht. Wie kann das denn sein? Ich mache immer so schnell. Oh! Ja, ey. Max, zweiter Punkt. 2-1-0. Leute, wir haben die Bogen-Challenge gewonnen. Oh nein, ey. Digga, ihr habt so große Töne am Anfang gespuckt, ey. Nein. Ihr habt so Bro, große Töne. Bro, ich treffe auch von hier, wenn ich will. Ja, perfekt. Ey, Shani, aus dem Weg. Ja, richtig geil getroffen, Jungs. Ey, gestern war alles anders, Leute. Schade. Okay, aber 2-1-0. Okay, jetzt nächste Challenge. Also, hier wäre das Ganze so, man läuft ohne zu bremsen, stehend durch. Okay. Und wer am weitesten kommt, ohne getroffen zu werden. Ohne zu bremsen, also man darf nicht einmal so stehen bleiben. Okay, aber drei Rounds, machen wir drei Rounds? Ja, könnte man machen. Warte, ganz kurz, aber zum Verständnis. Also man muss die ganze Zeit W gedrückt halten, man darf nicht stoppen. Ja, so gedrückt halten wie ich jetzt gerade. Wir können auch mal, dass man da einen Block hin platzieren muss, wo man hingekommen ist. Nee, das kann man sich ja merken. Man sieht das ja, wie weit Leute kommen. Ja, okay. Und ohne Rüstung natürlich und so, ja. Kenny fängt an. Ja gut, Kenny, dann starte mal. Okay. Aber jetzt drei Versuche und der weiteste zählt? Ja, genau, der weiteste stirbt zählt, man da denn so schnell bei der Challenge? Nee, aber du gar kriegst Schaden, Bro, du kriegst Schaden. Wenn du Schaden aber ganz bekommst, wenig. Bro. Was? Du hast aber Schaden gerade bekommen. Du hast aber Schaden bekommen. Doch, nein, das war Stani. Hab ich nicht. Achso, okay, dann krass. Ich bin einmal ganz durch. Dann krass. Muss doch jemand von euch durchkommen. Warte, wenn ich gewinne, hab ich auch zwei Punkte. Dann lass mal, dass in der Zeit keiner Schaden macht, damit man das hört, wenn jemand Schaden bekommt. Ja, sorry, ich war aus Versehen, Max, du bist? Warte, laufen oder rennen? Laufen. Ganz normal, einfach gedrückt halten. Okay. Du hast jetzt drei Versuche durchzukommen. Ach du Heilige. Das ist sehr schwer, deswegen hab ich mich gewundert. Boah, guck mal. Okay. Das ist echt schwer. Wir choken schon am Anfang direkt rein. Ey, Jungs, das wartet mal. Stopp. Ihr habt nur noch einen Versuch. Und wenn ihr nicht durchkommt, dann hab ich gewonnen. Warte mal, Kenny, mach bitte nochmal. Mach nochmal. Ja, warte. Einmal so und dann... Schnell rum. Oh, okay, das hat er auch schon. Muss halt richtig so zacken so rum. Ah, Digga, Stani kriegt in jeder Kurve. Hä? Ich weiß nicht, wie Kenny das gerade so gemacht schwer? Hat. Ich check's auch nicht, Bro. Ja? In der zweiten Kurve habe ich auch Schaden. Dann Kenny hat das Ding gewonnen. Dann haben wir jetzt 2 Punkte ab ich, Max 2 und warte mal, Stani, wie viele Punkte hast du? 0, hey, Stani 0. Ja, jetzt die Frage, Mann, was machen wir jetzt unter uns den Gewinn aufteilen oder? Nee, eigentlich müsstet ihr... Ein Deathmatch. Man könnte eine Kampf Challenge machen. Eine Runde Achterbahn fahren und wer Angst hat, hat verloren. Digga, wie schlecht. Bro, von mir aus können wir Fight machen. Ja, aber Fight, was ist das denn? Mit einem Holzschwert. Kämpfen, Ami schreibt auch kämpfen.
Mit gleichem Loot. Wir haben gleichen Loot. Vielleicht ja, nur Stahlsachen oder so ein Kämpfer können einfach drum. Können wir machen. Ich hab so reingechoked, Leute. Ärgerlich, ne? Wo war denn mein Zeug hier? Da. Ja, warte, hat jemand Eisen oder so? Dann können wir einfach Sachen machen. Lass einfach nur ohne Rüstung mit Holzschwert. Okay, ohne Rüstung, Holzschwert. Das ist simpel. Ich hol mal irgendwo Holz. Und ohne Tränke, ohne Äpfel, ohne alles. Einfach nur ohne alles. Einfach plain. Ich hol mal eben Holz. Oh mein Gott, okay, Leute, jetzt wird's krank. Jetzt wird's krank, Freunde. Jetzt wird's sehr, sehr crazy. Ich hab ja noch Holz. Hätte doch noch Holz gehabt, Candy. Okay, Leute, wenn wir jetzt gewinnen, es geht um 180 Diamanten. Wir müssen den Kampf gewinnen. Wo ist der denn jetzt, der Bummi? Es kommt ja jetzt drauf an, dass man gut hittet und so. Okay, machen wir, darf man was essen oder wie ist da jetzt die Regelung? Die ja, genau? So hallo. Mit vollem Magen können wir machen. Hallo. Guten Morgen. Moin, aber mit vollem Magen, aber dabei nichts essen. Währenddessen nichts. Nö. Okay, warte, dann hier ein Schwert. Oh Mann, Leute, das ist gerade das Finale. Und lass auch ohne Elytras. Lass auch ohne Elytras. Hattest du das gebaut, was wir gestern gesagt haben, oder war für nächstes Wochenende? Nächstes Wochenende, Samstag hatten wir ja gesagt. Ja, okay. So, Max, wo findet das Ganze statt? Ja, einfach hier, hätte ich jetzt gesagt. Wollt ihr jetzt fighten? Ja, müssen wir. Warte, also wenn... Alter, wenn... Alter. Darf ich kommentieren? Es geht um 180 Dias. Nein. Ja, moderier das bitte, Stu. Okay, wollt ihr Musik, Action-Musik haben? Nein. Action-Musik. Oder sollen wir Essius Musik? Ja, Action Musik. Essius, Alter, wo ist mein Helm? Ey, Stein, darüber reden wir auch gleich, mein Freund. Du wirst wahrscheinlich verlieren, leider, ja, aber du hast gut gekämpft. Ja, ich weiß nicht, ich bin kein PvP-Skiller, ich bin nicht krass im PvP. Ich auch nicht, aber ich glaube, das bisschen, was ich habe, ist ein bisschen besser als du. Das kann sein, weil ich habe wirklich, bei mir ist einfach nur draufhauen. Ich mach das mit. Bro, ich mach Springen, Ducken. Ich verfolge keine Technik. 20 Diamanten auf Candy. Boah, Alter, jetzt werden hier Wetten abgeschlossen. 30 Diamanten auf Candy. Wann nicht? Ich muss dagegen. Hä, macht gar keinen Sinn. Ja, okay. 30 Diamanten auf Max. Ich setze. Ich moderiere das jetzt. Obwohl nicht, ich muss auch 20 dann setzen. Ich setze 100 Diamanten auf Max. Was? Ich mach 100 Diamanten auf Candy. Ey, aber lass noch sagen, Candy, ohne irgendwie wegrennen oder so. Wir bleiben hier in dem Bereich. 100 Diamanten. Lytras aus. Bro, aber es macht gar keinen Sinn, wenn wir unterschiedliche Dings haben. Ja, doch. Max. Also, ja, wenn die Doppelspace drücken, dann fliegt einer, ne? Im Nachteil. Ihr seid aber schnell down. Ich würde sagen, ihr bekommt noch jeweils ein Goldapfel, was ihr am Anfang direkt wegen, benutzen müsst, damit das regeneriert. Schneller bei Max dann, Chat. Was ist das? Alter, Candy! Was ist das? Dein Ernst? Max, Alter! Schreib doch Message! Hab vergessen. Ey, Candy, du bist so ein Ehrenloser. Scheiße, Max, ey, wirklich! Ey, tut mir leid, Leute. Ey, Max, Candy ist echt. Ich setz 150 Diamanten auf Max! Okay. Ja, warte, also man jetzt mit Goldapfel benutzen. Sonst wir essen und dann geht's los. Ich würde sagen, direkt erst essen und danach fightet ihr. Ja. Aber sonst es wird eh ein schneller 2 Sekunden oder so. Das wird eh leider viel zu schnell. Ich würde sogar sagen, ein Helm oder so anziehen, damit es nicht zu schnell ist. Also noch alles, nein. Max, Candy, ich wünsche dir viel Glück, los, wenn das Pfeil landet. Candy, wenn du gewinnst, machen wir 50-50. Moderation oder ohne Moderation, wie wollt ihr es? Mit. Ich die Show. Oh, aber spannende Musik auf jeden Fall. Ja, okay, dann macht euch jetzt bereit, meine Damen und Herren. Und geht bitte alle weg. Wir haben hier zwei starke Gegner, die sich gleich fighten werden. Auf der rechten Seite haben wir iCrimex. Und auf der linken Seite haben wir seinen Gegner, der es auch bis ins Finale geschafft hat. Candy. Ich mach dich platt, Mann! Critical Hit, Candy. Er startet in 3 Critical Sekunden. Hits. Es geht los in 3, 2, 1. Hallo, zeig, was du kannst. Okay, die alles easy, alles easy. Alles easy. Alles easy. Boom! So schlecht. Ey, habt ihr es nicht gesehen, dass ich am Anfang Probleme hatte?
Warte, ich will noch kurz Pressekonferenz machen. Pressekonferenz. Ich bin der Manager. Candy. Sprechen Sie ins Mikrofon. Warte. Mikrofon, okay, wollt Mikrofon? Hier. Ich hab belief. So, Candy. Nicht mal drei Herzen hast du mir gezogen. Ja? Nicht mal drei Herzen. So, und hiermit als Manager werde ich jetzt verkünden, dass Max offiziell in der WBC des Schwergewichts aufgenommen worden ist. Wow. GG, Max. Schwergewicht. Digga, Candy. Hier, deine komische Hacke. MDK, 100 Diamanten. Ja, zack, ja, ja, komm. Wo ist, hey, ey, das ist meine? Wo sind die Dias? 180 Dias gewonnen. Digga, nice. Mein Manager hat auch noch gut verdient. Ich 180 Dias. Ich hab 100 Dias, du hast 180 Dias. Die haben die so abgezogen, Julian. Ey, wir haben maximal Plus gemacht, Digga. Ich hab das geändert an meinem Stream. Alter, wollen wir nochmal ein Turnier machen mit allen? Und dann stand Max schon vor mir. Candy, warte, hier, deine Lüte habe ich aufgesammelt. Ah ja. Ja, Bro, das ist halt, du warst halt nicht, weißt du was, man sagt ja auch, den Kampf gewinnt man schon im Kopf und du hast im Kopf schon verloren gehabt. Was redest du? Halt, ich hatte keine Hand in der Hand. Er ist dumm. Hast du was gesagt, er ist dumm? Warum geht Max auf seine Mutter? Hä? Bro, das Ding ist, Bro, man gewinnt den Kampf schon im Bauch seiner Mutter. Hey, warte, stimmt, Leute, wir haben ja gesagt, ich bin gleich da, Leute. So, okay. Stimmt, Freunde, wir haben ja gesagt, wir machen einen Like-Hype, wenn ich gewinne. Und Digga, keiner hat an mich geglaubt und wir haben das Ding einfach gewonnen. Deswegen würde ich sagen, ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Und zwar, es wird wieder Zeit für einen Hashtag Like-Hype. Jetzt alle den Like-Hype über in den Chat reinmachen und ein Like da lassen, Leute. Und abonnieren und Glocke aktivieren in 3, 2, 1, Leute. Let's go. Lasst uns einen Like-Hype machen. Push den Stream raus, Leute. Push den Stream raus. Nimmt den Stream auseinander. 18.400 Zuschauer. Hier um 10 Uhr morgens, Leute. Wer hat das? Wer hat das, Freunde? Paul Berger Army. Ihr wisst Bescheid. Paul Berger Army, Freunde. So, dreht durch. Wir drehen hier komplett durch. Yeah, ich bin aber auch gerade voll gepusht. Leute. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das Ding gewinnen, aber wir haben auseinandergenommen. Wir haben komplett auseinandergenommen. Heftig, Freunde. Oh mein Gott, Leute. Ey, das war wirklich. Ey, ich bin gehypt. Ich bin absolut gehypt. Heftig, Leute. Kuss geht raus an der Stelle. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal weiter. Boah, das, Leute, was war das? Was war das hier gerade? Was war das? So. Ich mach gleich mein Hermann Miller kaputt. Stani, dein Erzfeind ist online. Was? Alberstein? Schmerz mir. Ach, Schmutz mir. Ach, Bro, nehme ich gleich mit. Oh. Oh, oh. Wie bitte? Nicht, dass es heute zu Beef kommt. Ey, Leute. Digga, Stani. Ey, Candy. Digga, können wir doch mal Bro. Mit checkst du das eigentlich? Sani? Was denn? Niemand hat an mich beliebt. Ihr habt mich ausgelacht, weil ich nicht mal auf die Plattform gekommen bin. Sio, wir brauchen eigentlich noch Diamanten, ne? wofür? Ey, ja, Bro, ich hatte... Das wollte ich nur sagen. Damit Max, deine Wette bezahlen habe ich gar nicht auf den Bildschirm geguckt, da stand sie schon vor mir. Ich hatte nicht mal eine Waffe in der Hand. Ja, aber Bro, die haben doch runtergezählt und du hast dein Gold abgegessen. Ja, ich weiß, aber ich habe noch schnell ein böses Gesicht gemacht. Okay, ist Supi jetzt eigentlich... Ja, das wäre cool, wenn ich ein böses Gesicht noch anmache. Ist natürlich unlucky, das tut mir auch dann leid für dich, aber Bro, das ist dann halt deine eigene Dummheit so. Lauschi, mach mal hier Linksklick drauf. Nee, danke. Hallo? Ja, hast du deine Lytra? Oh, der Champion. Sag hier. Champion, der gerade der Candy besiegt hat. Hier, eine kleine Belohnung. Dankeschön, danke, Amir. Danke auch fürs Haus reparieren, habe ich gesehen, das Schild. Ey, Amir, ich war ja Zweiter gewesen. Ja, Junge, du sagst die ganze Zeit zu mir, Sju, ich bin Verlierer. Endlich. Ich sag die ganze Zeit zu mir. Das Ding ist ja auch, man sagt ja, der Zweite ist der erste Verlierer. Ja, so. Ja, Stani, also, ich hab gerade meinen Helm verloren. Alter, Max. Lauschi, komm mit. Ja, also, wir haben den gerade nicht. Was machen wir jetzt? So komisch. Ah, Himmel, Snoop. Wenn alle da sind, lass uns aber mit allen was machen. Oh. Sag mal, Stani, willst du auch einen Fight? Bro, ich will einen Fight gegen Gegner, nicht gegen Loser. Digga, du hast null Punkte gerade im Turnier. Du kannst mal als Minecraft spielen. Alter. Schieß, Max. Schieß auf Armin. Nein. Ja, komm, nochmal Turnier mit allen. Jeder dürfte einen Stack Diamanten machen. Nochmal ein Stack. Ich hab keine Dias. Vive hat mir alle abgezogen. Digga, ich bin so reich mittlerweile in Dias. Ja.
Also ich bin so reich, Jungs, by the way, also die es nicht mitbekommen, ich habe einen Saunaclub aufgemacht im Lotus Clan. Perfekt, Digga, hä? Ja, da, für, kostet $10, 10 Diamanten und für $5 kriegt man noch ein Fernrohr dazu. Was? Davon distanziere ich mich, Digga. Davon distanziere ich mich, Alter. Hä, Sio, das war doch deine Marketing-Idee. So unangenehm. Das war Sios. Was hast du denn für Mann, was soll das der falsche bleiben? Okay, Sio, zeig dein Fernrohr. Du meinst heiße Quellen, nicht das, was du meinst. Ach so, ja, die heißen Quellen. Nicht so, nein. Wir haben heiße Quellen, Jungs. Das ist doch genau was, damit. Das war doch auch falsch. Also, hi, wir haben heiße also, Quellen. Machen wir, also, egal. Lasst mal MBK zur Seite. Wollt ihr ein Turnier nochmal machen? Ja, aber wir brauchen also ich würde euch zuschauen bei dem Turnier. Hat irgendjemand meine Dings aufgehoben? Weil ich wollte eigentlich gleich meine Hütte weiterbauen. Was denn? Aber ihr könnt ohne mich machen. Ich hätte noch ein Turnier dabei. 64 Dias, wer mitmachen will. Komm. Wieso entscheidet denn Stani den Ding? Ich pack rein, 64 Dias, erstes, ich mach mit. Wer macht noch mit? Ja, aber ich bin raus, Leute. Ey, Flauschi. Flauschi, bezahlt für dich die 64 Dias. Nee, danke. Was, warte mal kurz, Flauschi, komm mal kurz. Ich hab's nicht, aber ich hab keine Änderung. Dings, baust du gleich bei der Insel weiter? Mache ich nachher. Achso, was machst du denn jetzt? Ey, was geht denn? Weiß ich nicht, ich muss ja erstmal Candy suchen. Achso, okay, alles aber gut. Aber ich kann dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Nee, ach Quatsch, alles gut. Ich wollte nur auch gleich hingehen, da weiterbauen. Aber ich kann ein bisschen Gras machen. Ja, ja, das mache ich, wie du Bock hast. Aber ich habe da gesehen, ihr habt da ein bisschen weitergebaut. So irgendwie so komische Campinghütten und sowas. Das sollte ja, eigentlich, das eher so eine, das soll ja eigentlich eher so ein super Luxus-Ding werden und nicht ein Campingplatz. Ja, musst du mit Candy reden. Hey Leute, Bro, bereit, das war ein Einbrecher. Ja, das also ein Einbrecher ist auf die Insel eingebrochen und hat da Sachen gebaut. Ja, ich denke schon, Max, ja. Ja, kennt ist, man. Er ist morgen aber wieder weg, ja, ist morgen weg. Alles gut, alles gut. Ja, bist du traurig? Also der hatte... Also nein, natürlich nicht. Okay, wärst ein bisschen traurig. Nee, ja, hast du Diamantenprobleme? Dann kann ich dir wieder was geben. Ja, ich sag mal so, ich hab schon wenig Dias. Steckst du finanziell im Casino oder was? Was denn? Nee. War er schon wieder im Casino? Ich weiß es nicht, aber ich hab auch keine Dias mehr. Mir geht's gut, Leute. Mir geht's gut. Okay, na gut, dann. Was ist denn los, Candy? Was passiert jetzt? Okay. Machen wir jetzt. Marina, sorgenfrei. 10 Euro. Nice. In den Top rein. Ich spiel darum. Nein. Oh, ein Beacon oder was? Ich schmeiß ein Beacon rein. Boah, aber ein Beacon ist aber nicht 64 Dias wert, Bro. Naja, da glaube ich auch nicht. Doch, eigentlich was schon. Was laberst du, Max? Wann hast du einen eigenen Beacon gemacht? Bro, schon öfter. Bro, Beacon dauert schon eine Stunde, sag ich dir ehrlich. Okay, ne? Wo? Sag mal bitte. Digga, hier auf der ersten Insel noch, Lazytown, hatten wir schon Beacons. Die haben wir damals in Essios komischer Burg da gezündet. Ja, aber wir, aber dann nicht, wenn man nur alleine fahrst. Warum komische Burg? Bro, jeder hat mittlerweile Plünderungen, man macht einen Widder und dann Abfahrt mit dem Ding. Du brauchst ja nur den Widder-Stern. Eine Stunde, sag ich ehrlich, ne? Ja, also fahr mal in einer Stunde drei Wither-Skelette, ich gebe dir 300 Diamanten. Bro, in ist schon, Stunde ich sag ja nicht, dass es nicht viel wert ist, aber für mich sind 64 Dias, glaube ich, aber entscheidet ihr das? Ich mach eh nicht mit. Ich mach eh nicht mit. Ja, ich hab auch einen gemacht. Okay, das Ding ist mit einem Beacon, jeder hat ja mittlerweile Beacon, man braucht ja keinen mehr. Mitmachen, aber wir haben nicht so viele Sachen drin am Start. Also wir haben nicht so viele Diamanten. So, wisst ihr, was ich jetzt nämlich mache, Leute? Ich beobachte mal kurz das Turnier und dann bauen wir nämlich das Haus weiter und in der Zeit snacken wir kurz was. Mir sind Diamanten immer egal gewesen, ich habe nie gefarmt. Ja, aber dann müsst ihr später zahlen, dann müsst ihr danach, wenn ihr verliert, müsst ihr danach direkt farmen gehen. Okay? Wo ist Ryan überhaupt? Was machst du da drin? Ja, du packst dein Beacon rein, komm. Pack mal ein Beacon rein, So. Wie, du brauchst Hilfe. Subi macht eh nicht mit, der spielt jeden Tag 7. Warte mal, wer macht alles mit jetzt? Wer macht alles mit? Also Subi auf jeden Fall nicht, weil der spielt jeden Tag 7 Stunden PvP. Wer von den Leuten, die mitmachen, haben keinen Einsatz für Dias? Also haben das Geld nicht. Ich hab nicht für Rhiny und MBK das. Nein, ich hab den Beacon. Stani war einfach schon mit dem Beacon. Wo ist Rhiny? Rhiny holt jetzt seine Dias. In SU hätte ich investiert, Rhiny, aber. Du hast 64, wo muss ich die reintun? Was soll das denn hier heißen, Max? Für MBK. Nein. Was soll das denn hier heißen? In SU hätte ich investiert. Ja, in dich hätte ich auch investiert. Wie? Schmalsport. Ich hätte ja deswegen, du hast ja alles gut. Ich mach nicht mit.
Der macht für Stu, der packt für Stu. Marina Sonnenfrei Nummer 2, oh, Dankeschön. Niklas ja, GG 250 für den Win habe ich an dich geglaubt. Kuss. Ja, ich guck mir das also an. Leute, ja, wer nicht an mich geglaubt hat, ist selbst schuld. Katharina Brentler, oh, Ehrenbruder. Was ist denn hier für Kindergartenclan? Oh, so, ab lange. Geht's. Wir legen, mach Digga, mit, wir legen halt nicht Wert auf Materielles, Digga. So, okay. Chill mal ein bisschen. Stani-Performance. 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 Okay, lass uns hochfliegen. So, wir gucken uns das mal an, was die Bummis hier machen. Das ist Turmspringen, ne? Okay, Leute, wir gucken uns das jetzt hier mal an. Mal schauen, wer das Ding hier gewinnt. Oh! Ja, easy. Also bis jetzt ja noch easy. Sue natürlich ganz einfach geschafft. Ey, aber Leute, mal ganz kurz, bevor ich hier reinsnack, was eigentlich meine Freundin schon wieder für eine Ehrenfrau hier. Und zwar, guck mal, einfach hier mir was zu essen gebracht. Hier ein bisschen, sieht jetzt irgendwie komisch aus, wegen dem Greenscreen, nicht wundern. Das hier ist mit Käse, Käsebrot und Joghurt auf Ehre. Dankeschön dafür. Ehrenfreundin. Hashtag Ehrenfreundin in den Chat. Ich snack jetzt hier kurz was und dann schauen wir uns an, wie das Turnier hier läuft bei denen. Paul Burchies. Oh. Mm. Okay. Mm-mm-mm. Mhm. Das Ding ist, das wird ja auch. Richtig. Schön. Das wird ja nach einer Runde schon so schwer. Machst du nicht mit, Ryan, oder was? Weil die hier alle mal die Blöcke hin platzieren können. Oh, auch. Nee, ich mach nicht mit. Army raus. Ja. Wie, was für Army raus? Digga. Sehr gut. Jetzt wird's schwer, wenn jetzt jeder einen platziert. Oh mein Gott. Oh, jetzt wird's hart. Jeder einen Block. Oh. Nein, das war sogar die Stelle, wo ich eigentlich raufjumpen wollte. Oh, jetzt sehr schwer. Jetzt schon sehr schwer. Jetzt wird's eklig. Jetzt ist schon nicht einfach. Mhm. Wow! Schön. Sehr, sehr schön. Stark, Stani. Der war stark. Der ich glaube an Stani. Oh, MBK. Oh, alle gehen ins selbe. Alle gehen da rein. Ja, war das der eins? War das der ja, Block, das ist wirklich ne? Der einfachste. Ja. Yeah, den müsst ihr zumachen. SU. SU verkackt. SU. SU raus. Ey, ganz kurz, hier ist kein Wasser, Bro. Ah, doch. Ja aber selbst dann. Bro, was machst du denn da? Da war kein Wasser, also da war wenig. Ja, okay. Was jetzt, Stani? Das ist ja also jetzt wird es schon sehr, sehr schwierig. Ja, also jetzt sind nur noch einzelne Löcher. Jetzt ist wirklich krass. Hat MBK was platziert? Nee. Ich weiß nicht. MBK, ich glaube, hier links hat er gemacht. Platziert. Also ich sag ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt alle rausfliegen. Nee. Echt nicht? Ich glaube, Stani wird schaffen. Was sagst du, Hulz? Ich glaube, Stani ja, wird schaffen. Ja, Stani? Okay. Ich setze auf MBK. MBK! Oh, Junge! Oh, Digga. Alles auf dich ganz, gesetzt. Ganz. Stani wird jetzt verkackt. Oh, habt ihr auch gewettet, oder was? Sehr krass. Nee, wir haben einfach nur gesagt. Ja! Ey, strong. Sehr, sehr strong. Jetzt muss Stani nachziehen. Nein, jetzt komm. Ich glaube, Stani verkackt. Ich glaube, Stani verkackt. Und? Ich glaube, Stani verkackt. Ne? Nein! Oh mein Gott! Wir müssen jetzt nur noch Army und MBK Blöcke machen. Wie heftig. In dasselbe wie du. Ein Block fehlt noch. Reingefallen. Ich hab den gemacht. Ich hab gemacht. Also ich glaube, beide schaffen es jetzt nicht. Okay. Okay, nur noch drei Blöcke, oh die mit Wasser befüllt sind. Krass. Das ist schon heftig. Ich hätte das Ding locker gewonnen. Ja, ist. Digga, Snoopy, du kannst nicht mal gerade auslaufen. Ja, er fliegt vor. Ganz, ganz. MBK! Ja, aber Army wird den gleich. Army wird den ausschaffen, weil es derselbe ist. Nein! MBK! MBK, der Dropperdon. Der Dropperdon. MBK! MBK, ein Punkt bei der ersten Challenge. Stark. Nix, ich mach da vorne mal auf. Hinten abbauen. Sehr, sehr stark. Oh nein, ich war nicht so stark. Ich war noch nie so stolz. Ja, Elytra-Flug bin ich letztes Mal in der zweiten Runde rausgeflogen. Bro, also ich steh am Tor und korrigiere. Ich schlag dich so rein, okay, jedes Mal. Hey. Ich bin Geodreieck, sagst du? Okay, wo starten wir? Welche Stufe Raketen? Einser, normale. Normale Einser. Einser rein. Okay, Stani, erster Punkt. So, ich hab's geschafft, erste Runde.
Danke. Okay. Die Leute dann. Okay. Boah, ja. Knapp, Bro. Knapp, das war knapp. Ja, ja. Alter, Alter, das knapp, ist knapp, knapp, knapp. Digga. Okay, was jetzt? Ach, jeder darf jetzt ein Dings blazen? Ja. Ja. Blazen, oh, wie frech, wie frech. Aber fehlt Leute, wir haben aber Ryan's Nase einer. Dahin gebaut. Ja, ich check nicht, wer sein Block ist. Ne? Ist ah, jetzt schon frech. Okay, let's go. Hä, hey, warte mal. Ah, vier oh. Stück. Hey, jetzt eigentlich auch noch einfach. Wenn man jetzt noch rechts zumacht, wird schwierig schon. Ich wollte gerade sagen, guck mal, ich bin... Leute, bei der Challenge habe ich ja auch gerade einen Punkt geholt. Habe ich auch gewonnen. Ab jetzt ist schon eklig. Jetzt, ja, jetzt ist... Ja, okay. Ja. Nee, Leute, ich mache kurz gerade Snackpause. So, let's go. Okay. Haut rein. Also, wer jetzt trifft, ist krass. Wer jetzt trifft, ist direkt krass. Oh! Ja, heftig. Ist sehr stark. Das war strong. Auch strong. Oh, hä? Ich sag nie wieder was. Ist einfach einfach. Wieder durchfliegen. Hä, ist free. Ich dachte, das ist... An sich ist das ja auch einfach. An sich ist das einfach. Also, ist... Hä? Das war knapp, Bro. Ja, Stani, jetzt ist Druck. Man muss ja nur da hingucken. Oh, stark. Man muss ja nur da hingucken, wo ja, man hinfliegen will. Jetzt wird aber unmöglich. Jetzt wird unmöglich. Wenn vier Leute placen, vier ich Leute so, placen. Ich mach oben auch zu. Guck mal. Hä? Geil. Stani hat gerade zwei zugemacht. Nein, nein, ich hab eins. Nein, nein. Man muss ja nur gucken, wo man hinfliegen will. So eigentlich total easy. Ja, okay. Nee, nein, nein, nein. Also, wenn man weiter oben... Oh, ich hab doch gerade... Oh, oh, okay, okay. Das ist wirklich schwierig. Komm schon. Stark. Ja! Stark. Let's go! Der untere ist einfacher, der untere ist einfacher. Su! Nein! Damage. Er hat Schaden bekommen, zählt er hat nicht, oder? Bekommen, ja, ja. Zählt ja. Nicht, ich hab Damage nicht. Bekommen, okay. Zählt er nicht, okay. Ja, okay. Also! Stark. Oh mein Gott. Hä? Arm hier auch raus. Oh, MBK gegen Stani jetzt. Hä? Ja, da ist nur ein Block übrig. Digga, ich ja, muss ja gar nicht. Sie nur macht. Ja. Oh, ja, oh genau. Mein Gott! Alter! Ey, das... Wenn das einer von euch schafft, wenn das einer von euch schafft, direkt 30 Dias. Stani, du fängst an. Du fängst an. Wer das von euch schafft, 30 Dias direkt. Auf drei Schere, schnell Papier und Chat. Okay. Warte. Okay, eins. Im Chat, ihr müsst vorbereiten. Ihr müsst vorbereiten im Chat. Drei. Nein! Nein! Weiter geht's, weiter geht's. Okay. Was? Eins, zwei, drei. Hä? Schere, Papier! Let's go! Du bist ein Schwert einfach. Okay, okay. Schwere. Okay, Schwere. Boah, das ist ein hart, Bro. Digga, ey, Bro, das ist sehr eklig. Ne? MBK, ich glaub an dich. MBK, MBK. Nein. MBK, MBK, 30 Dias direkt auf die Hand, 30 Dias. Du bist so lange machen, bis MBK, du bist der Beste. Nein. Schade. Ich stand nie wieder. Alter, warum tut die Wand so weh? Hat jemand einen Goldapfel gehabt? Stani hat's geschafft. Stani hat's geschafft. Oh mein Gott. MBK. 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 Er hat Schaden bekommen. Ja, er ist durch. Wie spannend. Stani. Junge. Ja, wir bauen jetzt gleich die Villa weiter, Leute. Ich snack hier noch kurz mein Müsli, dann machen wir weiter. Ey, kleiner Hundi. So, nächste Challenge: Bogenschießen. Erstmal von hier und wir müssen immer das Ziel da. Let's go. Aber haben wir normale Bögen, weil ich habe nur Verzauber und dann ist so Feuer und so. Oh, ja, guter Call. Am besten normale Bögen. Ja, mach mit normalen Bögen nur. Ich hab keinen normalen. Ich hab einen normalen von sogar. Von der ersten Kiste liegt auch noch hier einer. Ist ein normaler. Ja, dann droppen wir den immer, oder? Ja, ja, safe. Ich hab auch normale Bögen. Okay. Easy. Hey, die Musik Drang. Muss läuten. Ja, ja, genau. Wenn die Musik nicht da ist, wenn die Musik nicht da ist, zählt's nicht. Ich bin Schiedsrichter. Guck mal, dann jobb mal bitte den Schiri. Ich bin Pfeilrausnehmer. Danke. Ich bin Pfeiljunge. Ich pack den nächsten Pfeiljunge. Danke. Ich schon nicht. Ein ehrenvoller Job als Pfeiljunge. Ist das nicht viel zu einfach? Ja, das wird schwer. Wird schwer. Oh mein Gott. Das war knapp, Digga. Bro, das war unnormal knapp. Ich angegangen. Nur der Sound. Mhm. Ich brauch einen Bogen. Oh, ich hab den Lag. Bestätigt. Ah, du brauchst den Bogen, Sekunde. Yeah. Bestätigt. Oh, das war auch knapp. Das war auch knapp. War knapp? Ja, war knapp. Hab ich den Bogen, ja. Mhm. Schön. Das war in die Mitte. Ja. Bestätigt. Ich werd reich. Ja. Unendlich Pfeile gleich. Ja! Yeah. Oh, stark, sehr, sehr stark. Stark, Alter. Guter Treffer. Ich bin dran. Ja. Ziel auf meine Nase. Auf deine Nase?
Oh mein Gott, das war nicht meine Nase. Digga, Essu, das war ja total schlecht. Nach rechts gegangen ist, als du geschossen hast. Ich brauch einen Bogen, Zu, du hast den. Warum ist der so übelst runtergegangen? Ja, normal, das ist die Flugkurve. Oh. Okay, Armin. Ey, wie gestern einfach. Und wo hast du mich wegschießen? Wir machen von hier, hinter hier, okay? Oh mein Gott. Okay. Boah, das ist echt weit, Bro. Das ist echt weit. Boah, das ist krass. Okay. Das ist echt krass. Oh. Nein! Hast du das einen Bogen? Ich hab. Armin! Okay, Armin macht's. Strong! Let's go! Hey. Ich bin der Bogenmeister! Strong an Armin! Okay, ganz kurz, das heißt MBK, Stani und Armin. Als Belohnung kriegst du 7 Pfeile. Ja. So, und jetzt machen wir... Was ist das für eine Belohnung, Reini? Dings, der hier weiterkommt mit Laufen. Ja. Parcours. Ah, da hat man 3 Versuche, habe ich eben gesehen, ne? Ja, genau, 3 Versuche. Okay. Wer hier weiterkommt mit Laufen? Wie geht's nur generell? Ohne Schaden muss ich durchlaufen? Oder kann ich auch links, rechts laufen? Nein, pass auf. So hier den Weg laufen, warte, ich erkläre die Regel. Ja. Pass auf. Einfach langsam laufen. Warte, Armin, stopp. Nee, nein. Weh. Man muss normal weh die ganze Zeit durchdrücken. Man darf nicht absetzen. Also man muss die ganze Zeit durchlaufen. Mhm. Und wer Schaden bekommt, ist raus. Man hat 3 Versuche. Und wer am weitesten kommt, gewinnt das Ding. Also hat Stein jetzt ersten Versuch weg. Ich habe ja nur getestet. Ich markiere immer den Spot, wer am weitesten gekommen ist. Ich merke mir das immer. Was? Okay. Boah, okay. Das war schon echt guter Schlag. Nein, das war gerade nur Testing. So wie Stein ja mal rein, ne? Nein! Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht. Aber trotzdem. Okay, ab jetzt machen wir. Ab jetzt, komm, jetzt. Okay, jetzt Armin, du nutzt auch einmal. Jetzt, go. Aber lass doch Sue auch. Ah, ne, was mit Sue? Schaden. Ich hab grad nicht zugehört, ich war gerade beschäftigt. Was? Ja, ich stehe hier immer. Okay. Ich markiere das immer, Leute. Immer den weitesten musst du ja nur markieren. Was? Oh, Sue, bist du hier? Sehr, sehr stark. Ja, der hier hat mich auseinandergenommen. Also, wir dürfen uns nicht. Ach, MBK. Nein, SU, nochmal ganz kurz für dich. Normal W die ganze Zeit durchdrücken. Nicht rennen und auch nicht absetzen. Du musst die ganze Zeit W durchdrücken. Okay. Wenn du rennst, bist du krass. Oh mein Gott. Was? Boah, strong. Oh mein Gott, du bist ein bisschen weiter. SU strong. SU strong. Ich stehe doch hier auf der anderen Seite. Ich markiere das schon. Ach, du markierst alles? Okay. Ja, ich markiere immer den besten Run. Arm hier raus. Egal. Okay, nächste Runde. Das war auch meine schlechteste Disziplin. Geh da weg, geh da weg, Stu. Sonst blockierst du die Arme. War ich so schlecht hier? Oh. Alter! Oh mein Gott, bist du hier stark! Bro, sehr, sehr stark. Digga, Stani, was hast du gerade gemacht, ey? Das war richtig gut. Nein! Oh, schade. Mann. Tschüss, Stu. Raus. Er geht weiter. Nein! Armin raus. So, letzte Runde, Jungs. Letzte Runde, Leute. Ich denke, Stani, das gewinnt. Jeder eine ist Challenge geworden. Nee, ich hab 2 dann. Oh! Stani hat dann 2, ja. Stani hat dann das ganze Ding gewonnen. Besser? Stani hat dieses Flugding gewonnen, ne? Ja. Ja. Stani! Raus! Oh mein Gott. GG's. Ja, das stimmt. Stani hat gewonnen, so oder so. Stani hat so oder so gewonnen. Oh? Ja, mach mal hier. Armin! Ja. Hä? Stark. No way! Let's go! No way! Als ob Armin das jetzt noch rausgeholt hat. Armin, Junge! Ja, raus. Das heißt GG! Oh mein Gott, Armin hat gewonnen! Durch. Das war krass. Ich dachte gerade, er rennt durch. Das war echt krass. Himmelskrieger auf die Hand. GG's, Armin, GG's. Dankeschön, Mann. Okay, jetzt gehen wir rüber und machen die Lotus-Disziplin. Wer ist dabei? Die sind hier kein Billigkram hier. Wer hat denn gewonnen jetzt? Niemand noch. Armin. Ich hab gewonnen. Armin hat doch gerade gewonnen. Hast du 2? Ja, ich hab gewonnen. Ach, stimmt, Bogen. Du hast einfach doppelt. Oh, krank. Danke für den Krieg. Der Küste kam mal wieder, hat schon wieder verloren. 2 miteinander, seid die schlechtesten. Na gut, Freunde, ich werde mal meine Villa weiterbauen gehen. Ich wünsche euch was. Tschüss. Macht's gut. So, okay, Leute, wir bauen jetzt weiter. Schön aufgegessen. Abfahrt zu unserer neuen Insel, Freunde. So. Oh Gott, ey, jetzt bin ich echt voll gefuttert hier. So. Ah. Let's go. Jetzt habe ich richtig Bock. Wir haben ja eigentlich, ey Freunde, eigentlich wollte ich ja schon die ganze Zeit einfach nur bauen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur bauen und wir haben wirklich bis jetzt nichts wirklich gemacht, außer Materialien geholt und eine Challenge gewonnen. Was, wir sind schon 2 Stunden live und ich habe noch nicht einen Block weitergebaut bei unserer Hütte.
Oh Gott, okay, wir müssen uns jetzt mal wirklich hier ein bisschen ranhalten. So. Okay, jetzt, wir müssen hier mal Meter machen. Ich wollte die Villa heute gefühlt fertig. Warte mal, nein! Wir brauchen ja Sand. Sand, wir brauchen Sand für die Scheiben. Wir müssen jetzt hier mal ein paar Meter machen, Leute. Ich glaube, ich habe noch Sand hier bei uns in der Bude drin. Bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal. Ich will hier eine Baufirma leiten oder ein Bauvorhaben und bis jetzt hier noch nicht wirklich geregelt bekommen. Ey, nein, ich habe gar keinen Sand mehr. Ey, nee, Leute, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Scheiben, schwarzes Glas. Sollen wir schwarze Glasscheiben in die Villa reinbauen? Da, also schwarzes Glas haben wir halt noch. Ja, komm, bauen wir schwarzes Glas in die Villa ein. Ich wollte eigentlich normales, aber... Ja, da haben wir noch genug davon. Wir machen ja Glasscheiben. Da haben wir noch genug davon. Ah, okay. Gut, let's go, Freunde. Wann kommt King Crimex Video? King Crimex kommt aktuell jeden zweiten Tag nur ein Video. Wer wird deutscher Meister? Nur der FCB, ja? Sieht so aus. Ich muss auch sagen, ich bin nicht wirklich im Fußballgame. Also ich kann da kaum mitreden. Ja, ich hätte die ganze Kiste mitnehmen können, das stimmt. Aber egal jetzt. Das Problem ist bei den Schalker-Kisten, wenn ich die irgendwo hinstelle, Ehrenmann, wer die Villa repariert hat. Ja, stimmt. Ist eine Ehrenaktion gewesen. Ich will die Schalker-Kisten erst alle rüberholen, wenn das Haus fertig ist, Leute. Weil sonst werden mir da noch 300 Schalker-Kisten geklaut in der Zwischenzeit. Hallo. Ey, was machst du denn hier? Candy kommt da hinten auch gerade, wir holen neue Glasblöcke. Ah, nice, ich baue jetzt auch die Villa weiter. Wer hat das Turnier gewonnen? Das zweite jetzt hat Stani gewonnen. Nee, Amir. Ah, Amir hat das gewonnen. Ah, okay. Ja? Okay, Max. Aber es zählt ja nur, wer beim ersten Mal gewonnen hat. Das stimmt, ich muss sagen, GG. Und Max, ich mache einen Song für die neue Insel dann. Boah. Aber wir brauchen noch einen Namen. Ich komme jetzt gleich, dann überlegen wir einen Namen. Weil wir überlegen einen Namen und wir müssen noch mal das Konzept besprechen. Weil ich habe das Gefühl, ihr habt noch nicht so ganz verstanden, welche Richtung das gehen soll. Ich habe gar nichts gemacht. Ist das eine Haus nicht von dir? Ein Einbrecher. Nein, ich habe nichts gebaut. Hä, wem gehört denn das zweite große Haus da? Das eine ist ein Gästehaus. Lass uns das mal nicht so zeigen jetzt, bitte, Max. Ja, ich zeig das jetzt nicht, aber es ist, egal. Okay. Ja, wir besprechen das noch. Ich komme euch. So... Jetzt wird die Villa weitergebaut. Let's go. Oh, man kriegt hier echt immer fetten Schaden. Woo. Ich muss echt aufpassen. Muss hier echt aufpassen, dass man nicht stirbt, Leute. Oh, au, au, au. So. Da wurde was gesprengt, aber wir haben das ja schon wieder repariert hier. So, haben wir hier noch irgendwas an... Ach so, wir hätten hier sogar noch Glas gehabt. Also wir können normales Glas oder schwarzes Glas nehmen. Das ist halt jetzt die Frage, was wir eigentlich besser finden. Ich finde eigentlich fast bei der Villa... Ich weiß nicht, ich glaube, da ist fast normales, so helles Glas eigentlich schöner. Das Schwarze, ja, also macht an sich macht jetzt keinen großen Unterschied... Aber das Normale ist halt so ein bisschen heller, das ist ein bisschen getönter. Ist jetzt die Frage, Leute. Was für ein Fensterscheiben sollen wir hier nehmen? Wir können natürlich hingehen. Ich glaube, es gefällt mir mehr normale Glasblöcke zu nehmen als schwarz getönte. Ich glaube, ich werde mit normalen gehen, Leute. Werden auf normale gehen. So, okay. Gut, Leute. Wir fangen jetzt aber wirklich mal an zu bauen. Ich muss nur ganz kurz eine Pipi-Pause machen. Einmal kurz Toilette. Okay. Geht gleich weiter. Es ist unglaublich.
Wir sind 100.000, das sind 24-7 Minecraft ganz ohne Pausen. Vom Azubi-Job bei Stani Performance zu einer YouTuber-Insel. Sie ist mein neues Zuhause, ich bin Candy mit dem Regenbogenhut. Mit jedem anderen cool, nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden. Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben. Jetzt wird weiter richtig Welle gemacht, danke an Stani und Max. Nur dank euch hab ich es so weit gebracht. Auf die nächsten 100k und das unter einem Jahr mach ich weiter jeden Tag, denn nur daran hab ich Spaß. Daily Upload, jeden Tag wie die Tagesschau. 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hoffentlich gibt meine Mucke eines Tages Gold, nur dank euch. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Ein Dank an jeden, Community forever. Ich bin Andy, mit dem Regenbogen. Auf einer Insel aufgewacht, nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark, doch dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite Guard. Wir haben die Insel geteilt, um endlich Frieden zu schaffen. Doch weil das alles nicht klappte, muss ich sie wieder verlassen. Machte mich ziellos auf den Weg, es war nur Candy und sein Boot. Auf der Suche nach einem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Da ließ ich Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge. Ein wunderschöner Ort, aus dem könnte etwas werden. Baut ein Zoo, eine Mauer, ein Rathaus, eine Yacht. Einen Präsident gewählt und endlich Frieden in der Stadt. Und genau so begann meine Geschichte mit einem Traum, einer Vision und dem Glauben an die Clique. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Und das alles ist unglaublich. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Ein Danke an jeden, Community forever. Ich bin Candy mit dem Regenbogen. Bei Paulberger Hills, du bleibst in meinem Herz und ich seh dich durch mein Teleskop. Ich komm vorbei, wenn ich will, die Zeit steht für mich still, doch die Insel bleibt mein Rettungsboot. Ich muss hier weit weggehen, denn meine Zeit bleibt stehen, hab hier so einiges gesehen auf meinem Stein. Freunde. Ich bin Präsident in meiner Residenz, doch vergess nicht, wo ich herkomm, komm aus Candyland. Ich war ein Netherite Guard, hab eine Skybase gebaut, auf der ich nächtelang schlaf. Ich dachte, das bleibt nur ein Traum. Okay, Leute, ich bin wieder da. Hab mich bald. Aber Hände waschen ist wichtig. So, okay, gut, Freunde. Also, wir werden jetzt endlich anfangen, unsere Luxusvilla weiterzubauen. Wer hat hier gerade die 5 Schweizer Franken rausgehauen? Habe ich gar nicht gesehen. Swiss Gamers, 5 Schweizer Franken. Hey Max, habt ihr schon einen 12-jährigen Schweizer auf der YouTuber-Insel? Sonst würde ich mich gerne bewerben. Bro, Dankeschön für die 5 Schweizer Franken. Kuss. Aktuell nehmen wir keine neuen Leute auf, weil wir haben ja so viele neue Paulberger erst vor kurzem jetzt auf die Insel gelassen. Und wir müssen das ja immer Stück für Stück machen, ne? Damit da auch die Leute durchsehen. Weil ich glaube, aktuell sind da wirklich so viele auf der Insel. Aber wenn wir nochmal eine Bewerbungsphase machen, dann werdet ihr es erfahren. Dann sagen wir das auch wieder. Meine Idee für die Insel wäre ein Luxushotel wie in Paulberger Hills. Das Ding ist, Chessy, ja, ist keine schlechte Idee, so ein Luxushotel. Aber wir wollen ja hier gar keine Touristen haben. Die anderen YouTuber sollen wirklich am besten gar nicht hier sein, dass man, weil dann ist auch kein Krieg hier, wisst ihr? Und dann ist nämlich auch kein Krieg und dann haben wir hier unsere Ruhe. Oh nein! Ey Leute, ich bin so doof. Ich habe ja noch gar nicht die Sachen aus dem Banks-Chat da reingelegt. Oh, ich bin doof. Ich dachte mir gerade, wo sind die Sachen? Egal, wir machen jetzt hier erstmal mit den Glasscheiben weiter. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin wirklich manchmal, es tut mir leid, ich bin manchmal echt verloren. So, egal.
Jetzt wird hier endlich gebaut. Bob der Baumeister. Wie schön. Das Haus, ey Leute, vertraut mir, das Haus wird wirklich, das wird das schönste Minecraft-Haus, was ihr jemals gesehen habt. Das ist ja noch der Rohbau. Checkt ihr das? Das ist ja wirklich noch der Rohbau. Wenn das hier mal alles eingerichtet ist, die Außenanlage, hier so schöne Wege und alles, wenn das mal alles angelegt ist, ey, das wird so gut aussehen. So, jetzt kommen hier die Fensterscheiben rein. Zack. Boah. Wird das eine Luxusvilla, ey. Habe ich noch Sandstein? Ich weiß nicht, mache ich hier so eine große Fensterfront? Ich glaube, das hier ein bisschen zu groß, oder? So ein Riesenfenster. Weiß ich noch nicht so ganz. Müssen wir uns mal überlegen. Aber hier auf jeden Fall kommen Fenster rein. Zumindest machen wir es schon mal so, dass hier keine Monster mehr reingelaufen können. Dann wirkst du der komplette Rohbau. Oh Gott. Ja, hier sind mir überall noch so die Baumaterialien ausgegangen. Also ein bisschen Materialien werden wir auf jeden Fall noch farmen müssen. Guck mal, ey Leute, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, wie viele Fenster wir haben. Wie viele Stacks wir an Fensterscheiben brauchen. Kannst du ein Kino in dein Haus bauen? Ey Nick, das ist echt eine sehr gute Idee. Also ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, was sollen wir eurer Meinung nach alles in unser Haus reinbauen? Ein Kino, natürlich. Also wir an sich, ey Leute, das Haus, ich glaube, ihr checkt gar nicht, wie Max übertreibt, absolut. Ich glaube, ihr versteht noch gar nicht, wie groß das Haus hier eigentlich wird, weil hier kommen ja auch nochmal Räume rein. Hier kommen Räume rein, also das wird komplett geisteskrank. Das wird komplett geisteskrank, wie groß dieses Haus wird. So, dann machen wir weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel von diesem glatten Sandstein. Und das bedeutet, wir müssen normalen Sandstein im Ofen nochmal brennen lassen. Guck mal, ihr seht jetzt die ganze Decke hier mit Quarz und so gemacht. Deswegen war das echt wichtig, dass wir den Chat von Bankster abgebaut haben. Weil wir brauchen allein so viel Quarz hier für die ganze Decke und so. Das sieht, Alter. Leute, guckt euch das mal an, wie edel das aussieht. Wie schön kann ein Haus aussehen. Ist echt nicht mehr normal. So, dann habe ich mir auch überlegt, hier den Eingang. Den Eingang, Leute, habe ich mir überlegt, machen wir aus Glas. Also es wird ganz, ganz heftig werden. Hier so Glas hin. Hier ist ja so die Eingang. Oh Gott. Hier kommt ja so die Eingangstür rein. Und hier so eine riesen Glasfront quasi. Dass man da so reinkommt. Oh. Oder meint ihr, das ist cool? Meint ihr, das ist cool mit so einem Glasding? Oder sagt ihr, das ist zu viel? Sagt ihr, das ist nicht so gut, wenn man da so reingucken kann? Hm, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Live-Chat, was sagt ihr? Ich brauche mal eure Meinung. Bau auf der neuen Insel ein Fitnessstudio. Ich baue in mein Haus vielleicht ein Fitnessstudio rein. Wer in so einer Villa lebt, der hat ein eigenes Fitnessstudio zu Hause, Jesse. Max, das ist zu viel. Na, also nicht so, sollen wir nicht so eine ganze Glasfront machen neben der Tür? Ich weiß es nicht, Leute. Zu viel, also lieber so aus normalem Sandstein. Sagt ihr, lieber aus normalem Sandstein machen oder aus Quarz, wird natürlich auch gehen. Es ist schon sehr, es ist schon, na, ich weiß schon, was ihr meint, Leute. Vielleicht für die Hintertür hier zum Garten raus, dass man hier in den Garten schön rausgucken kann, das könnte man sich überlegen. Ja, ich glaube auch, das ist zu viel, habt ihr recht. Ich glaube auch. Ich glaube, ihr habt recht, Freunde. Ich glaube, ihr habt recht. Und allein den ganzen Boden. Aber den Boden werde ich, glaube ich, einfach aus weißem Beton machen. Den Boden werde ich, glaube ich, einfach aus weißem Beton machen. Das heißt, da müssen wir das einmal rausreißen. Weißen Beton haben wir ja sowieso noch ziemlich viel. Ich finde, Boden, den müssen wir nicht aus Quarz machen. Da ist Quarz ist zu teuer, das Baumaterial. Machen wir aus weißem Beton, das sieht dann eigentlich ziemlich gleich aus.
Moritz Eni, mach glatten Quarz, vertrau mir. Ja, Quarz, Amir, hast du recht. Quarz ist natürlich wild, aber... Wobei, wir haben relativ viel jetzt von Bangster im Chat bekommen. Ich muss mal gucken, ob das reicht. Wir gehen gleich mal noch die Materialien holen. Also entweder Beton, aber entweder weißer Beton oder Quarz. Das Geile bei Quarz ist halt, weil das so schimmert. Quarz reflektiert halt die Lichter dann so. Das, also Quarz ist schon geil, aber ist natürlich auch sehr teuer in der Anschaffung. Sehr aufwendig zu farmen. Bau ein McDonald's. Bro, ich baue hier keine Luxusinsel, um da einen McDonald's drauf zu klatschen. Jotobe, was ist denn los mit dir? Warum sollte ich das tun? Wow, edel, sehr, sehr edel. Moritz Ernie, 5 Schweizer Franken, ein Weinkeller. Weinkeller ist natürlich eine sehr, sehr edle Idee. Sehe ich mich auch. So aus diesem, aus diesem Backstein, so, ne? Oder vielleicht so aus Sandstein, aber nicht der glatte, sondern so griffelter. Dann geht's da in so einen Keller rein, in so einen alten Weinkeller. Boah, ja, gute Idee, finde ich sehr gut. Gute Idee. Ey, Mann, was baut Candy mir denn hier mit seinen komischen Steinen? Das muss ich jetzt alles wieder wegreißen, das wollte ich doch gar nicht. Warum, Candy? Ich will das doch gar nicht haben. Er wollte mir helfen, aber es sieht total... gefällt mir nicht. Ich wollte jetzt nicht sagen, es sieht schlecht aus, aber schön finde ich es auch nicht. Wir haben ja... obwohl, wir haben ja noch glatte... okay, ich glaube, wir können den Boden aus Quarz machen. Ich glaube, wir können ihn aus Quarz machen. Allein, wir haben da noch 4 Stacks drin. Dann haben wir ja von Banks noch die Sachen geholt. Und ich glaube, ich werde das aus halben Stufen machen, weil das sieht man ja dann später eh nicht. Ja, wenn wir das dann noch aus halben Stufen machen, müsste das auf jeden Fall klar gehen. Schreib mal noch Candy. Candy, kannst du mir Sand... 2 Stacks und 2 Stacks Sandstein mitbringen, bitte. Okay. Alles für die Villa. Bau Chicken Wings, wahrscheinlich. Partyraum. Bau eine 9999 Millionen Euro Villa. Das ist hier die 999 Millionen Euro Villa. Teurer geht's doch gar nicht. Teurer als das geht doch hier gar nicht, was wir hier bauen, Leute. Ich hoffe, langsam habt ihr so ein bisschen die Vision, die ich auch habe. Ich habe hier echt eine krasse Vision dafür. So, jetzt nehmen wir mal hier die Quarzdinger und wir machen Trick 17. Trick 17, Leute, weil so machen wir aus einem Stack, machen wir, keine Ahnung, 3 Stacks oder so. Oh. Oh mein Gott, guck mal, Candy baut hier so komischen Steinboden rein. Aber guck mal, wenn das hier so dieser weiße, wenn hier Quarzboden drin ist. Oh mein Gott, Leute. Oh. Oh, so muss das aussehen. Holy moly Macaroni. Das ist eine Villa, wie sie uns Paulbergern würdig ist, Leute. Die Villa Crimex. Max. Ey, was geht? Was geht, Bros? Ey, ich hab dich eigentlich nur gewarnt. Pass auf, du hast unten voll die Löcher, da drin können Monster spawnen. Dann nerven die dich immer mit den Geräuschen. Sehr, sehr guter Call hier von Amir. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Fackeln gleich mal reinmachen. Ja, ja, Fackeln oder mach mit Erde zu oder so. Zumindest darf nicht 2 hoch sein. Ja, true. Okay. Irgendwo müssen wir noch Kohle haben. Was geht bei dir? Bist du schon wieder weg von Minecraft? Ja. Streamst du heute gar nicht? Nee, heute nicht. Heute ruhig, sagst du. Heute mal ein bisschen ruhiger. Heute. Ah, gut. Sei dir gegönnt, Bratan. Dankeschön, Bratan. Und, warte mal. Oh, wieso, dir ist was runtergefallen, Max. Warte, ich hilf mal ganz kurz auf. Hier steht drauf. Lasst ein Like und ein Abo da! Die Nachricht ist selber vorgelesen. Cool. Macht's gut, viel Spaß euch. Ja, danke, ciao. Ciao. Das war Amir, Leute. So, Dorina Weber, Ehrenmann, Jan Plex, 5 Schweizer Franken. Ey, es sind so, eigentlich, ich glaube, 90% aller
Superchats sind Schweizer Franken. Ey, wie viele Schweizer Zuschauer habe ich? Krass. Mr. Cartoon Cat, Ehrenmann, Kuss. Ja. Also großer Teil meiner Zuschauer sind, glaube ich, Schweizer. Aber vielen Dank. Ah, hier ist auch noch Sand. War dann nur normalen Sandstein. Hab noch Sand gefunden. Dann nur Sandstein, 2 Stacks. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, dass wir jetzt hier noch Sand gefunden haben. Lass ich das direkt mal brennen. Gut, dass wir geschaut haben, Leute. Oh, hier ist auch noch Glatte. Das habe ich auch noch brennen lassen. Oh mein Gott, Leute. Nice, das war, als ich hier noch weitergebaut habe. Habe ich hier noch... Alter, ich habe hier noch richtig... Okay, nice. Und das ist aber nicht gebrannt. Ey, das war echt gut, dass ich hier noch ein bisschen vorgearbeitet habe. Okay, das heißt, wir können mit Sand auch weitermachen. Richtig und wichtig. Ah, warte, aber Glas wollte ich noch brennen. So, dann kriegen wir jetzt hier noch schön ein bisschen Glas raus. Kohle haben wir auch eingesammelt, für Fackeln zu machen. Sehr gut, geht doch gut voran. Geht doch sehr gut voran hier. Bin auch Schweizer Zuschauer, ja. Nice. Kuss. Ah, Schweiz ist auch schon... Schweiz ist schon schmackhaft, Freunde. Also. Wenn ich in ein Land auswandern würde, es wäre die Schweiz, sag ich ehrlich. Feier die Schweiz. Yo! Yo! Na? Wie viel Sandstein brauchst du nochmal? 2 Stacks. Hab ich dabei. Ehrenmann, Ehrenmann. Glatter Sandstein oder Sandstein? Glatter. Aber ich habe auch gerade sogar nochmal was gefunden im Lager, aber egal, pack's einfach da rein. Oder, nee, warte, ich brauch den als normalen. Ich brauch den, ja, sehr gut, als normaler. Auch gut. Ich hab auch normalen. Ja, sehr gut, den brauch ich für den Weinkeller, aber gut. Weinkeller? Ja, das, Bro, das wird das luxuriöseste Haus, was es jemals gegeben also, hat. Also... Max, lass uns jetzt nochmal drüber reden. Was genau ist diese Insel? Und vor allen Dingen müssen wir jetzt gleich einmal einen Namen uns überlegen. Okay. Mit dem Chat zusammen. Genau, warte, ganz kurz. Ich zeig dir jetzt kurz, wenn du willst, ja. Geh mal kurz auf meinen Stream mit deinem Stream. Warte, ja, warte. iCrimex. Ich zeig dir jetzt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, es lädt. So, ja, zeig mal. So. Ja. Okay, du siehst jetzt hier meinen Internetbrowser. Ja, ist ein bisschen verzögert, aber ja. Okay, ist ein bisschen verzögert, aber und zwar Long Island, kennst du ja vielleicht. Außerhalb von New York, das ist so die teuerste Wohngegend überhaupt. Die ganzen Villen da kosten so 200 Millionen. Ja, aber mal ganz kurz, du hast doch da sogar ein Haus, oder nicht? Leider nicht, Bro. Aber guck mal, das sind nur so alte, wie so Old Mansions hier. Weißt du, du siehst, vielleicht siehst du gerade meine Bilder. Guck mal, so in diese Richtung soll das hier gehen. Und sowas wollte ich hier bauen, wirklich nur alles grün, Gärten, riesen alte Luxusvillen, alles aus Stein. Dann hier so aus diese ich weiß nicht, wie man das nennt, diese französische Villa-Bauweise, so mit diesen kleinen Dachfenstern hier so drin, so Kamine, Lager. Also das soll so ultra luxury sein. So ultra, als würde da so keine Ahnung, der König von England wohnen, mit so, weißt du? Ja, okay. Guck mal, hier so riesen Einfahrten und Garagenhäuser und also... Ja. Ich wollte bei mir auch noch so Schornsteine hier oben drauf bauen. So in diese Richtung soll das Ganze gehen. Also die ganze Insel, wenn man hier ankommt, überall grün bepflanzt, so fette Villen. Man muss denken so, Digga, wo bin ich hier? Weißt du so? Ja, verstehe. Dann brauchen wir dann eigentlich noch Namen. Ich habe nämlich aufgerufen die letzten paar Tage zu Vorschlägen. Ich kann ja mal schauen, was da so kam. Okay. Ich schau mal eben, was so für Vorschläge kamen. Da kamen nämlich sehr, sehr viele sogar. Wir können ja abstimmen. Aber du weißt ja... Ja, genau. Ich kann mal ein paar in den Raum werfen. So. Ich bin natürlich auch immer gerne bereit, Kompromisse einzugehen. Ja. Und zwar so Paulberger Insel oder nix. Wie wär's denn mit Candy-Insel? Candy-Insel. Max? Nee, hör auf, mein Bett ist ganz verdeckt, nicht abschießen. Okay. Ich claim erstmal ein Bett hier im Zelt. So, ja, bevor du mir die anderen Namen sagst, claim erstmal den. So. Ja. Also, Candy Insel, Candy Island, könnte man noch sagen. Candy Island, feier ich. Solange. Das hat irgendwie was. Solange deine Häuser hier wie Zelte neben meinem Haus aussehen, wird das Ding auf jeden Fall nicht Candy Island heißen. Ja, okay. Wie wär's denn mit Candy Insel? Das wäre vielleicht besser. Abgelehnt. Ja, verstehe. Ich gucke jetzt mal nach Vorschlägen, was jetzt so kam. Okay.
Ich finde, wir sollten auf Correctness, weil wir hier alle zu dritt leben, sollte von keinem von uns der Name im, also in dem ich Namen sein. Ich wäre dafür, machen demokratisch, wir stimmen ab zu dritt. Ja, aber du müsst ja da mit Flauschi am Techtelmechtel machen. Ja, Wo bist du denn? Ich, hier unter meinem Boden gerade. Ich muss das hier ausleuchten, damit hier keine Monster... Ey, hier ist eine riesen Höhle unter meinem Haus. Wo bist du? Max! Hier unten. Oha. Ich bin das hier gerade am Ausleuchten. Was ist das denn hier? Ja, ist total krass. Eine Fackel. Alter, wir können hier richtig looten. Nein, das Max, wird weißt hier was zugeschüttet. Das hier ist? Weißt du, was das hier ist? Das ist eine Höhle. Vorsicht! Ja. Alter, Max, das war richtig gefährlich. Alter, hier ist eine riesen Höhle unter meinem Haus, ey. Ich glaube, hier wird der Weinkeller angebaut, Leute. Jo. Aber wir machen das hier erstmal zu. Komm mal wieder hoch, Candy. Einfach eine private Höhle. Leute, schreibt mal Namensvorschläge in den Chat rein, damit wir die vorlesen können. Ey, Leute, das ist wie bei Batman. Unter dem Haus von Batman, beim ersten Teil, ist ja auch so eine Höhle unterm Haus, wo er dann seine Batman-Höhle reinbaut. Der erste Teil, wie alt bist du? Der erste Teil. Okay, kennst du nicht Batman Begins? Wenn du nicht Batman Begins kennst, dann lösch dich jetzt bitte. Hä? Was ist das? Mein Fortnite, Minecraft deinstalliert sich gerade. Ja, sehr gut. Also Leute, wer nicht Batman Begins kennt. Paulberger City? Nee. Nein, nein, nein. Das Big muss, City. Der Name muss ausdrücken. Short Island. Short Island. Statt Long Island. King Island. Hä? Bro, lass uns Short Island nennen. Short Island. Das ist lustig eigentlich. Das ist eigentlich echt eine lustige Idee. Wie wäre es aber irgendwie so ein Begriff so aus unserem Kosmos so? Ja. Halt irgendwie, das müsste so das Gegenteil von Schmalspur sein, weil der Name muss ausdrücken, dass es einfach so ultra rich hier ist. Gegenteil von Schmalspur. Was ist denn das Gegenteil von der Schmalspur? Ich weiß nicht, wir haben dafür kein Wort. Wir brauchen da erstmal ein Wort für. Breitreifen. Breitreifen. Was? Nee, keine Long Ahnung. Long Island. Boah, Long Island, stark. Long Island, ey, krass, krass. Danke für deinen Vorschlag, Bro. Live-Chat, was sagt ihr? Habt ihr eine gute Idee? Ich lese ja auch gerade vor der Villa, kommt in die Einfahrt auf jeden Fall. Ich helfe dir hier. Wenn ich ein Zimmer abbekomme, helfe ich dir hierbei. Ist ja eigentlich schon lustig, wenn du hier ein Zimmer in meiner Hütte hättest. Ja, klar. Ein eigenes kannst du selber. Reichspur. Was? Reichspur. Schnellspur. Was? Ey, Leute. Rich Kid Island. Rich Kid Island. Ist irgendwie schon wieder lustig. Was hat Moritz geschrieben? Oh, ich sehe es gar nicht im Chat. Ah, hier, Touren, das Gegenteil von... Ah ja, stimmt, Touren. Also, Ich weiß es nicht, Bro. Das Dollarzeichen Land. Moneyland. Moneyland. Money Island. Money Island... Ja, das geht in die richtige Richtung. Ja, also irgendwas mit Island finde ich prinzipiell nicht schlimm oder schlecht. Also Island oder Insel. Money City. Irgendwas mit Money. Yeah. Was? Geldinsel. King Island. King Island ist auch... King Island ist eigentlich cool. King Island, das geht irgendwie auch locker von den Lippen. Finde ich gar nicht schlecht. Ja. Zuckerboy, guter Vorschlag. Das Problem ist aber, du hast deine Villa hier so in den Weg gestellt... Da passt ja nur die eine rauf, weißt du? Nein, Bro, guck mal, weißt du, was ich mir überlegt habe, wie wir das machen? Ja. Warte, flieg mir mal kurz nach. Nicht zu weit da! Ah! Max, ey! Was? Flieg doch da jetzt nicht hin! Oh, Mann, ey. Bro, ich bin vorhin in meinem Stream schon durch deine Häuser... Ich lösch das Video einfach. Digga, jetzt heul nicht rum, Alter. Ich bin vorhin am Anfang vom Stream, habe ich mich gefragt, was ist und bin durch alles hier durchgelaufen. Ey, korrekt, Max. Ich habe mir alles angeschaut. Danke. Ich hab sogar schon bewertet, deine Sachen. Ich lösch das einfach. Bro, jetzt heul nicht rum. Komm jetzt her. Money Island, Rich Island. Candy, jetzt komm her. Diamond Insel. Was willst du, Max? Lass mich in Ruhe. Ey, jetzt heul mal nicht rum. Heul du nicht rum, ey. Bro, komm her, wenn du... Achso, über Spaß. Bevor mein Villa-Video kam, sind auch alle hier rumgelaufen, haben hier gefightet. Jetzt mach dir jetzt... Bro, das ist was anderes. Mach dir jetzt mal nicht ins Hemd, Junge. Jedenfalls, was ich dir eigentlich sagen wollte, wir bauen hier so eine schöne Brücke hier an meinem Haus vorbei. So eine richtig geile Brücke, weil dann hat man ja voll die Grundstücke hier noch, weißt du? Ja, okay. Also ich würde sagen, sowas wie meine Villa würde hier auf jeden Fall viermal draufpassen. Viermal? Ja.
Alter, Max. Ja, Bro, wenn du da... Es muss ja auch nicht so groß wie meine sein, aber... Aber was sagst du denn zu meinem Gästehaus da hinten? Bro, mir gefällt der Style nicht. Ich wollte diese Old Mansions haben, weißt du? Ja, okay, das wusste ich. Du machst hier so einen Tropenparadies. Strandinsel. Na, ja, Bro, ich habe 5-mal gesagt, dass ich hier so eine Rich-Kid-Insel machen will. Rich-Kid-Insel. Rich-City. Rich. Wieso ist das denn so schwer, einen Namen zu finden? Das ist echt irgendwie schwierig. Ja. Da ein Video auf Zweitkanal, ja. Es ist so Amir. Money Island. Was sagt Amir? Amir hat gesagt, ich lade Video auf Zweitkanal Sachen aus dem Stream hoch, Dicker 1 von 10. Hallo Flauschi. Hallo. Ja, wir sind hier gerade, Flauschi, du kommst zu einem sehr guten Zeitpunkt, denn wir sind hier gerade dabei. Flauschi Island. Rich Island. Rich Island. Ein Name. Rich Flauschi. Island. Flauschi. Ich wäre für Money Island, das ist irgendwie cooler. Money Island, ja, auch gut. Das, aber wirkt es nicht zu protzig? Das muss protzig sein. Ich bin Max auch, ist ja protzig. Ich bin auch dafür, wir bauen hier ein riesiges Dollarzeichen hin noch. Wollen wir einen Kalinen bauen? Auch geil. Naja, aber Flauschi, also ich habe auch gerade schon, Candy soll dir das gleich mal zeigen, was ihm, ich habe ihm so Häuser gezeigt vom Style her, also wie so Long Island Mansions, weißt du, will ich hier nur haben? Ja. Und, das, was er da schon einmal gebaut hat. Also es muss ja nicht alle so groß sein, aber so Altbau, weißt du, so vom Ding her, so riesenalte Villen, alles grün, alles schön. Ja, ja, ja. So ja, richtig auf edel, so richtig aber so aber Pink, was ist mit Pink? Es sollten schon eher so diese Steinmaterialien sein bei den Villen, würde ich sagen. Ach, Mann, ich habe ja jetzt auch nicht mit Beton gebaut, weißt du? Die sind ja, haben ja immer so eine Steinfassade. Was ist mit rosaner Keramik? Die ist nicht so doll pink. Von mir aus, kannst du machen. Okay. Wenn es gut aussieht. Krass. Da wird es gut aussehen. Und es soll so einfach so eine nette Nachbarschaft ausdrücken. Also ich habe jetzt hier 2 Vorschläge Wealthy bekommen. Winner. Die erste wäre, Wealth anstatt Island. Ein Dollarzeichen, Bro, eine Candy-Statue und die Insel Candy Island halt. Nee, danke. Okay. So, sehr gut. Haben wir uns geeinigt. Es ist halt abgelehnt. Moneyland. Moneyland. Wie wär's mit statt ein Dollarzeichen eine Flauschi-Statue? Wir machen Ice eine Krümelküste 2.0. Ice Out Island. Big Moneyland. Rich Kid Island. Nein, ich bin für... Longberger Island. Was? Longberger Island. Alter. Ey, das müsst ihr eigentlich nehmen. Longberger Island. Okay, das ist eigentlich krass. Longberger Island. Das ist eigentlich krass. Longberger Island. Warte, eine Forscherkarte. Aaron. Longberger Island. Ich bin für Longberger Island. Ich eigentlich auch. Das ist echt cool. Der Name ist so passend. Longberger Island. Okay. Doppelname ist korrekt. Dabei. Perfekt. Okay, wir Aaron. Wir bauen trotzdem ein riesiges Dollarzeichen noch. Ja, na klar. Ja. Longberger. Schreibt mal den Namen irgendwo auf. Nicht, dass wir ihn vergessen. Longberger Island. Hat jemand ein Schild? Die Frage ist nur, wie schreibt... Warte mal. Longberger Island. Ich würde sagen, so geschrieben. Longberger Island, das ist auch cool, ja. Okay, pass. Sehr weiter gut. An die Longberger Arbeit, Leute. Island. Weiter, wir haben viel, es gibt viel zu tun. Ey, und Flauschi. Ja? Ich habe mir überlegt, hier an der Seite, hier machen wir so eine richtig so eine schöne Steinbrücke hier an meinem Haus vorbei. Weil mein Haus ist halt hier so einmal komplett durch die Insel gezogen. Wir machen einfach hier so eine Steinbrücke hier an der Seite und dann kann man nämlich da hinten auch noch Häuser hinbauen. Okay, ja. Okay. Super, passt. Top. Regina, Bierwirt, Dankeschön für 20 Euros. Ja, Dankeschön. Sand an den Rand. Ich habe auch Sand mitgebracht. Achso, das Bild. Ist auch Leute, die Geburt von Longberger Island. Finde ich geil. Finde ich wirklich gut, die Idee. Schau mal, so Paulberger Hills, das war ja dann so Anspielung auf L.A., Hollywood Hills. Und das jetzt hier halt so eine Anspielung auf Long Island. Ist irgendwie cool. Ist wirklich eine coole Idee. Feier ich. Alter, wie edel soll das Haus aussehen? Ja. iCrimex, ja. Das ist super, super edel. Ich muss nur einmal noch, bevor wir jetzt hier richtig starten können, muss ich leider die ganzen Materialien noch holen gehen. So, Schalker-Kiste nicht vergessen. Zack, wir müssen die Sachen noch von Banks Chat holen. Wie lang geht das Video? Das ist ja heute ein Stream, Bro, das ist doch gar kein Video. Ey, Digga, ich sag ehrlich, ich mach das ganz spontan. Ich habe eigentlich Zeit bis 14 Uhr habe ich Zeit und dann, ich mache einfach spontan. Wir sind ja jetzt schon, wir sind schon fast 3 Stunden live. Also heute ist echt richtig, aber ist auch viel zu tun. Bin aber motiviert. Ich habe einfach Lust, ein schönes Haus jetzt zu bauen und ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht sagen, oh Gott, ich brauche unbedingt Totem. Ne? Ich kann nicht sagen, wie lange wir noch machen. Ganz spontan, wie wir Bock haben. Eine Yacht, da wird es safe, einen Yachthafen wird es auch noch geben. Einen Yachthafen wird es zu 100% auch noch geben. Das wird das neue Projekt, Leute. Ihr habt ja gesehen, was wir aus Paulberger Hills gemacht haben.
Und das wird dreimal so krass wie Paul Berger Hills. Leute dachten, es geht nicht krasser als Paul Berger Hills. Ha, ihr habt noch nicht Longberger Island gesehen. Man ist echt jedes Mal fast tot vom Elytra fliegen. Bin seit Anfang des Streams dabei. Ja, Cartoon Cat, ich weiß, hab's gesehen. Ehre. Wer ist schon seit Anfang an des Streams dabei? Jetzt in den Chat. Ja, hier ist halt leider echt zu viel Krieg gewesen. Wird Zeit für was Neues. So. Aber wir wollten hier gerade die Materialien noch holen gehen. Banks, der Arme, wird sich auf jeden Fall wundern, wo sein Chat hin ist. Digga, Regina Bier wird nochmal 50 Euro. Alter, krank. Danke, Regina. Ehre. Ehre dem Ehre gebührt. Weil hier eigentlich dieses Bruchsteinzeug brauche ich eigentlich nicht. Das ist unnötig, Leute. So, okay, sehr gut. Haben wir alle Materialien kurz eingesammelt? Auf Schnack. Paul Berger Hills war gestern, Leute. Wird Zeit für was Neues. Boah, Jessie, das glaube ich dir, dass du bis zum Ende da bist. Jessie ist aber auch immer da. Absolute Ehrenfrau. Ich mache ja immer ganz kurz Klimaanlage an. Hier wird es langsam echt wieder warm in meinem Raum. Wie wird man Mitglied? Jessie, kannst du mal einen Mitgliederlink kurz reinschicken hier? Opa. Danke, Jessie. So, jetzt werden hier Meter gemacht, Leute. Jetzt werden hier Meter gemacht. Also ich möchte auf jeden Fall heute im Stream noch das Grundgerüst von meinem Haus fertig. Also wirklich, dass mal so richtig der Rohbau jetzt mal fertig ist. Wir müssen ja noch das Obergeschoss einbauen, die Garagen. Also wir haben echt noch richtig viel vor uns. So, wir nehmen jetzt erstmal hier diese halben Platten. Da haben wir relativ viele davon. Machen jetzt hier erstmal den Boden fertig. So. Und dann möchte ich hier coole Musik hören zum Bauen. Leute, yeah! 100.000 Woo! Baby! Es ist unglaublich. Wir sind 100.000. Pega, Marlon Rudolf, Melita Vogel, Dennis Fese, RDW Jonas, moin, moin, moin. Neue Mitglieder hier. Nee, warte. Nein, das sind andere. Okay, warte, da müssen wir aufpassen. Das ist ein anderer Boden. Warte mal. Das ist nicht gut. Das ist irgendwie ein Unterschied. Hä? Davor war da irgendwie keine, nicht so dieses Muster.
immer dir gefreut sind. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Ein Dank an jeden Community forever. Ich bin Andy mit dem Regenbogen auf einer Insel. Glatte, das sind Glatte. Okay, das heißt, wir müssen das aus den Blöcken machen, damit das gleich aussieht. Und unsere Männer waren stark. Egal. Und Krieg auf meine Insel und die Netherite Guards. Wir haben die Insel geteilt, um endlich Frieden zu schaffen. Doch weil das alles nicht klappte, muss ich sie wieder verlassen. Machte mich ziellos auf den Weg. Es war nur Candy und sein Boot. Auf der Suche nach dem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Da dieses Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge. Ein wunderschöner Ort, aus dem könnte etwas werden. Baut mein Zoo, eine Mauer. Longburger Island. Präsident gewählt und endlich Frieden in der Stadt. Und genau so begann meine Geschichte mit einem Traum, einer Vision und dem Glauben an die Clique. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Und das alles ist unglaublich. Jetzt sind 100.000 Menschen, die knackst du die 4 Mio? Boah, das dauert noch. Das dauert noch. Wir sind ja jetzt gerade bei 3,2 Millionen. Ich habe ja erst, glaube ich, war es noch letztes Jahr? Im Dezember oder Januar? Dies Jahr. Also entweder ganz am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres habe ich ja erst die 3 Millionen Abos geknackt. Also, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich mach so im Schnitt mache ich so. Ja, sagen wir mal 350.000 Abos im Jahr. Mache ich so im Schnitt. Das heißt, bis wir bei den 4 Millionen sind, wird es noch. Wird es noch 2-3 Jahre dauern. Das ist lang. Sind jetzt wieder vereint. Bei VD und Amir mit dem Team. Stani, iCrimex, die Gegner, sie fliehen. Gemeinsam gehen sie Verbrecher jagen. Mit Netherwaffen an dunklen Tagen. Ist die Insel nicht sicher, sind sie für dich da. Wir schützen ein Leben, die Netherite Guards. Oh, boy. Netherite. Hey, wie krank das einfach aussieht. Ich bin wieder Paulberger Minecraft, ja. Das Problem war, wir hatten ja, wir hatten ja ein paar technische Probleme die letzten Monate gehabt. Deswegen konnte ich da nicht so viel machen, aber wenn alles wieder gut funktioniert, die Server, Leute, dann mache ich natürlich auch wieder Paulberger Minecraft. Wir sind gerade dabei, alles da ein bisschen neu zu machen. Das Problem ist bei sowas immer, wir hatten bei Minecraft viele Probleme gehabt, weil immer Leute uns hacken wollten, DDoSen wollten und deswegen mussten wir das alles nochmal ein bisschen neu machen. Aber die Leute, die natürlich sich da Ränge oder Sachen gekauft haben, die Geld gekostet haben, die werden natürlich alle behalten. Also der Server an sich wird wahrscheinlich bald nur einmal zurückgesetzt. Aber... natürlich behalten die Leute alles, was sie sich gekauft haben. So. Timo, warum nimmst du von Banks die Sachen nicht klauen? Ja, Bro, weil er hat's. Das war ja von seinem Chat. Den haben wir vorhin abgebaut, weil er den eh nicht weitergebaut hat. Ja, wir haben ja eigentlich nur den Chat von ihm abgerissen und ich verwende seine Materialien halt wieder. Ey, Mario Tuso, dankeschön für 20 Euro. Kuss. Ehrenmann. Faruk Dabab, 20 Euro. 20 Euro, sag ich schon. Faruk Dabab, 99 Cent. Oh, Leute, ich bin langsam irgendwie. Bin ich schon wieder lost, ey. Präsidentschaftswahl um. Oh, Mann, ey. Wisst ihr noch die letzte Präsidentschaftswahl, wo Candy gesprengt wurde? Das war echt lustig. Imagine, Stani macht wieder so einen Anschlag auf Candy bei der Präsidentschaftswahl. Wie lustig wäre das? Ich
Crymax, Stani. Crymax, Stani. Netherite Guards. Boah, mit dem weißen Boden jetzt, Leute. Jetzt sieht das hier langsam richtig... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das hier für eine Villa, Leute? Haha. Was haben wir hier gemacht, ey? Leute, 100.000. Dankeschön. Es ist unglaublich. Wir sind 100.000. Das sind 24/7 Minecraft ganz ohne Pausen. Format Job bei Stani Performance. Krank. Ey, Mariatu, so. Dankeschön nochmal für 10 Euro. Ja, du bist ja richtig durch hier. Oh, ey. Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben. Jetzt wird weiter richtig Welle gemacht. Danke an Stani und Max. Nur dank euch hab ich es so weit gebracht. Auf die nächsten 100.000 und das unter einem Jahr mach ich weiter jeden Tag, denn nur daran hab ich Spaß. Daily Upload, jeden Tag wie die Tagesschau. Ist aber irgendwie wieder schön, in Minecraft so ein Projekt zu haben, wo man so richtig gerne wieder einfach baut. Ich freue mich so richtig jetzt hier die Villa weiter zu bauen. Ich bin richtig motiviert, hier was Krasses zu bauen. Ey, Gaming Leon, Ehrenmann, Mathis Eckers, Ehrenbruder, danke, danke, danke. Dani hat dir geantwortet. Die heulen doch dann wieder. Egal. Geht auf meine Kappe. Die Lust, ey, also ich hatte letztes Mal, Leute, ich hatte so ein Lachblech, als Stani einfach den Ey, das war wirklich das Beste. Das war einer der lustigsten Stream-Momente. Wer soll das nochmal machen? Ey, oh, Leute, ey. Oh. Verzeiht mir, falls meine Haare ein bisschen broke aussehen, aber ey, mit dem Headset, das drückt mir so auf den Kopf hier, ich muss Cap kurz ausziehen. So, ein Teleskop. Wo ist der Präsidentensong? Oh. Das ist ein bosshafter Beat. King Candy, oh, wir haben noch glatte Sandstufen. Boah, wie edel das aussieht. Ich mach Urlaub mit Flauschi an der Krümelküste. Guckt euch mal an, wenn man hier steht und ganz durchs Haus schaut. Wie groß ist das Haus, wenn man hier ganz durchschaut? So, jetzt ist hier uns der glatte Quarz ausgegangen, leider. Ich wusste gar nicht, dass da so Unterschiede gibt. Hier haben wir auch aus dem anderen Quarz gebaut. Braun glatten. Können wir das nicht irgendwie mit so einem Steinschneidegerät? Kann man das da nicht irgendwie... Quarzblock. Ah ne, wir haben hier noch ganze Quarz. Das ist aber kein Klatter. Wie kriegt man glatten Quarz? Quarzziegel. Alter, was es alles gibt. Wie macht man glatten Quarz? Boah, brennen nochmal, Alter. Okay, eh. Zum Paul Berger Limo. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erst glatte. Das heißt, aus den normalen Quarzstufen können wir an sich gar nichts anfangen. Shit. Es war dumm, dass ich die Quarzstufen davor gemacht habe. War ein bisschen dumm, Leute. Ein Reeves? Was? Ein Reeves hasst dich und du sagst, kannst nicht rappen. Was meinst du? Was meinst du, Junge?
Ich wusste gar nicht, dass man Quarz brennen kann. Wie krass. Leute, ja, es gibt einen Ort. Genau. 12 YouTuber. 12. Alle mit Mauern getrennt. Alle. Und einer von ihnen ist der Beste. Und das bin ich. Ein neues Mike. Candy denkt, er ist der Beste. So, gut, dann lassen wir das mal schnell brennen hier. Guck mal, was Candy für ein Schmalspurhaus gebaut hat. Sowas, so muss das hier aussehen. Hallo. Moin. Max, ja, wir müssen reden. Was ist los? Ah, Max. Warte, ich höre gerade deine Lieder. Ich muss kurz ausmachen. So, was? Ich auch. Ja, genau, da sind wir schon beim Thema. Wo, Max, ist denn eigentlich der Diss-Track? Hä? Hast du Angst bekommen? Nein, der Diss-Track wird noch kommen, aber ich war im Urlaub. Leute, Max hat Angst. Er traut sich nicht, gegen den Endboss einen Diss-Track zu machen. Ja, ich werde dich weil zerfetzen. Er mit der Antwort nicht klarkommen wird. Bro, die Antwort, du denkst, ich habe schon alles gesagt. Ich habe so viel nicht erzählt, Max. Was ist denn mit den Diamanten, die du uns schuldest? Uns allen, jedem von uns. Was ist denn mit den Wither-Skelett-Köpfen, die du geklaut hast von deinen Freunden? Ich habe so vieles nicht erzählt, Max. Ja. Okay. Es gibt der so Diss-Track, vieles, was ich noch nicht erzählt habe. Ja, der Diss-Track kommt auf jeden Fall, Candy. Und da wird einiges noch erzählt. Es wird an der Zeit, sich zu der Sache hier zu äußern. Die Lügen, die du über uns verbreitest in ganz Deutschland. Paulberger Hills. Longberger Island. Aber schön, ihr habt mittlerweile echt fast alles hier bedeckt. Ich habe hier geterraformt, hier ist nichts drunter. Ne? Also, hier, oh, okay, das war relativ schwer. Okay, das Problem ist halt... Ja, musst du sein halt. Wie willst du das denn haben? Willst du alles eben haben? Ich kann dir das auch alles hier in einer Ebene machen. Ne? Also, weil das Ding ist, an sich ist das ja schön, wenn das ein bisschen versetzt ist, aber hier kommt ja noch mein Garten hier hinten hin. Also das müsste eigentlich alles auf einer Ebene sein. Guck mal, auf der Ebene... Ja, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Auf der Ebene, wie ich das jetzt hier gesetzt habe. Und das dann halt alles glatt, sage ich mal, bis... Bis wohin denn? Ja, bis hier so. Okay. Ich lade den Turbo-Modus. Ehre. Ehrenmann, Candy, Junge. Ja, Candy ist ein Ehrenmann, das stimmt. Die besten Materialien und Bauwerkzeuge. Oh. Ey, weißt du was, Candy? Weil du hier auch so viel mithilfst, ich will dir wirklich in meiner Villa ein Zimmer geben. Was? Ein Zimmer. Oha, ey, wird was deines für ein Blick, dies, das. Ich stehe morgens auf, die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich kann richtig krass essen gehen. Es wird richtig cool. Es wird quasi kostenlos an dich vermietet auf Lebenszeit. Kostenlos vermietet auf Lebenszeit. Ja, okay, das können wir machen. Okay, cool. Feier ich. Dann kriegst du dein eigenes Zimmer bei mir. Jawohl. Leute, wir haben eh hier so viel Platz, da können wir Candy ein Zimmer bei uns abgeben. Oh, stimmt, hier haben wir auch eine Stufe vergessen, das müssen wir auch noch reparieren. Unser Haus, Leute, das ist so riesengroß. Also, da können wir ruhig ein Zimmer mal abgeben. Alles gut. Dann kommt ja noch der Weinkeller. Das wird auch gut, der Weinkeller. Freue ich mich auch drauf. So, wir nehmen jetzt hier schon mal ein paar Quarzblöcke. So, jetzt haben wir glatte Quarzblöcke und die können wir dann jetzt verbauen. Zu dem Boden. So, weiter geht's. Also ihr merkt, das ist hier wirklich nur feinste Materialien. Also alles an unserem Haus musste gebrannt werden bis jetzt. Also wirklich, bis auf diese Säulenblöcke, aber alles andere sind so glatte Dinger. Glatter Stein, glatter Sandstein, glatter Quarz. Alles wurde nochmal extra gebrannt. Also sehr, sehr edel. Ein Revas sagt, du kannst nicht rappen. Wer ist denn ein Revas? Hä, was ist Revas? Er hat recht, wer auch immer es ist, er hat recht. Kann mir jemand erklären, was Mariatu in seiner Donation sagen will? Ich check's nicht. Ja, Mann, ich check's nicht, Alter. Ja, scheiße, ich check's nicht. Oh Mann, ey. So, der Boden ist jetzt hier schon mal drin, Leute. So, dann machen wir das hier mal weg. Dann machen wir kurz mal hier mit glatten Sandstein weiter. Max baut den Boden. Keiner wird ihn loben. Mein Diss-Track macht ihn so fertig. Er wird direkt weinen. Yeah.
Das hat sich gar nicht gereimt. Yeah. Ich überlege schon für meine Antwort, Max. Ah, mach das. Ich brauche noch einen guten Reim auf iCrimex, was nicht Minecraft ist. Frag doch im Internet. Geh doch im Internet auf die Reimmaschine. Ich bin eine Reimmaschine. Nein, es gibt so eine Website, die heißt Reimemaschine. Da kannst du nach Reimen suchen. Das ist doch voll schlecht. Ja, da haben 90% der Deutschrapper ihre Texte gemacht. Was, Alter? Max macht Ansagen an ganz Rap-Deutschland. Ich verteile Ansagen. So. Hä, also was will er mir sagen, Leute? Ein YouTuber. Ist das ein YouTuber? Ist Revas ein YouTuber, der sagt, ich könnte nicht rappen? Oder warte mal. Ich google, ich gucke jetzt auf YouTube. Revas. Es gibt wirklich... Ey, lol! Die Wahrheit über iCrimex, Candy und Revas. Oh, wer ist der Typ? Wer ist der Typ? 5 Minuten geht. Sollen wir da... Wisst ihr was? Wir schauen da gleich mal rein. Wir werden da gleich mal reinschauen. Max noch mal fragen. Ich werde da gleich mal reinschauen. Das ist wirklich... Max! Ey, da hat jemand eine Ansage, glaube ich, gegen uns gemacht. Candy? Komm noch mal wegen dem Begradigen jetzt. Ja, Candy. Lil Light, dankeschön für 5 Shreds erfangen. Soll das begradigt werden jetzt hier gerade? Ich kann den ganzen Berg hier weg. Nein. Passt. So ist eigentlich cool. Also den Berg an sich kannst du da so lassen. Viel mehr Platz brauche ich hier hinten nicht. Lass den Berg ruhig, damit da so... Ja, okay. Genau. Und aber sowas hier dann zumachen? Das dann zu. Das ist dann einfach glatt, genau. Ja, verstehe, okay. Bro, jetzt habe ich die Donation verstanden. Da hat jemand, glaube ich, eine Ansage an uns gemacht. So ein Ansagevideo. Das ist ein YouTuber, der heißt Revas. Und irgendwie hat er wohl gesagt, wir könnten nicht rappen. Ja, ich habe davon auch noch nie was gehört. Ah, doch, warte mal, ich habe das auch mal gehört. Ja, doch, warte, das hat mir jemand geschickt. Ja? Hä, ja, doch, ja, doch, ich weiß den dabei. Ich glaube, dass der hat eine Reaction gemacht. Ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Das geht 5 Minuten, das Video. Ich glaube, ich gucke mir das gleich an. Hat, Bro, so irgendwie hat er gesagt. Ist das auf Ernst oder so auf Joke? Ja, ich glaube, der hat Songs von mir gehört und meinte, dass ich nicht rappen kann. Toll. Da bin ich auch voll fein mit. Ich finde das ja okay. Ich mache das seit ein paar Monaten. Ja, Digga, das ist ja am Ende des Tages... Ja. Digga, wir sind YouTuber, das ist YouTube-Musik. Checkst Alter. Du das? Ich mache Minecraft-Musik und er nimmt das ernst. So. Ich mache das ja nur, weil es Spaß macht. Los, Digga. Bro, alles gut. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz das Video auseinandernehmen. Ja, warte, ich will auch gucken. Ja, sollen wir das... Stream mir das im Discord. Ja, okay, ja. Warte, wir gucken das jetzt zusammen. Leute, wir müssen hier kurz jemanden jetzt auseinandernehmen. Eine Sekunde. Oh, also jemand macht hier wirklich Welle gegen Kenny und mich. Hm. Kann man ja auch mal wieder schön seine iCrimex-Cap aufziehen. So, jetzt. Bin gespannt. Aber wie mache ich das denn, dass ich das jetzt zeigen kann? Ja, warte mal, wo bist du? Bist du im Discord? Ja. Achso. Discord. Ja, Bro, pass auf. Ja, streamst du das? Ich stream das einfach und dann guckst du mit. Ja. Okay. Warte. Okay, Leute. Nein, ist ja aber alles cool. Also der hat ja sicherlich auch in gewisser Weise ein Recht. Der kann bestimmt auch echt Musik machen, aber das so zu bewerten, finde ich irgendwie weird. So. Ich kenne ihn auch nicht. Okay, warte, ich mach dir den Stream an. Du musst halt gucken, nicht wegen Copyright oder irgendwas. Musik ja, oder so, wenn er das abspielt. Ja, okay, das ist aber... Hä? Wahrheit, das habe ich nicht gesehen, das kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Also, ja, Leute, nicht, dass wir das jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob das safe ist dann, das kenne ich nicht. Ich habe was anderes gesehen. Was hast du denn gesehen? Da hat jemand... Ach, warte, ich kann es schnell raussuchen. Warte. Warte ganz kurz. Da habe ich nämlich einen Link bekommen. Freunde, willkommen zu diesem Video. Und zwar auch von Revas. Der hat reagiert auf Präsident. Wie viele Videos macht er denn? Hä, er macht richtig viele Videos. Der hat auf Präsident reagiert. Guck mal, warte hier. iCrimex ruft mich an. Hä? Hey, da kennst du den ja. Du hast ihn angerufen. Nee, habe ich nicht. Warte mal hier. Reaktion auf Minecraft-Song. Er hat auf meinen Minecraft-Song reagiert. Ja, okay, das können wir uns mal angucken sogar. Ja. Ja, okay, wir gucken das jetzt gerade noch nicht, weil wir wissen nicht, was da jetzt ist. Gucken wir erstmal das hier. Jo, Freunde. So. Hast du's? Ja, ich hab. Ich bin ready. Okay, geil. Okay. Also es geht nur darum, Leute, ich kenne ihn ja jetzt nicht und ich weiß nicht, was er in dem Video gesagt hat. Und wenn er jetzt irgendwas, es wird ja schon reichen, wenn er irgendwie Musik verwendet, die copyright-mäßig ist, dann könnte ich meinen Stream hier in die Tonne kloppen. Deswegen geht's darum. Schau mal in der Videobeschreibung, weil dann steht das schon, wenn das geclaimed wurde. Echt, steht das da?
Ja, Digga, wenn du ganz in der Videobeschreibung runter scrollst. Lass uns erstmal hier kurz das gucken. Reaktion auf mein... Kennst du das hier schon? Nein, das kenn ich nicht. Und welches hast du gesehen? Ich habe gar keins gesehen von denen. Ich habe nur von diesem Präsident, dass er darauf reagiert hat und meinte, okay, heute reagieren wir auf iCrimax Minecraft-Song featuring Candy. Ich kenne nicht, ich kenne iCrimax. Ja, also das ist jetzt meine erste Meinung. Vielleicht ist es ja auch positiv. Ja, vielleicht klingt vielleicht klingt ja auch nur der Titel irgendwie so hart, als würde er uns eine Ansage machen oder sowas. Wir gucken. Aber wobei, hier ist der Titel ja auch normal. Das ist ja eigentlich nur der... Neutral. Der andere, warte mal, wir gehen nochmal ganz kurz. Er sagte, die Wahrheit war iCrimax Candy. Ja, das was hier, haben wir denn gemacht? So was haben wir denn? Guck mal, die Kommentare, das klingt, Kommentare. Das klingt so Freunde, negativ, kommt, als gäbe es über uns irgendwas Schlechtes zu sagen. So. Okay. Wer bist du denn? Ja, Bruder, wenn dir iCrimax-Videos nicht gefallen oder sonstiges, dann kann ja, ich keine Videos sehen. Keine Ahnung, aber du sprichst mir aus der Seele. Was haben wir denn gemacht? Ich will es nicht gucken, ich habe Angst, Leute. Ja, ich weiß auch nicht. Soll ich das? Lass einfach die Reaction gucken. Das war, wir gucken erst mal die aus der Straße und so war da auch gewesen, okay? Okay. Ehrliche Meinung abgeben zu diesem Song. Schauen wir einfach mal rein. Okay, also er sagt erstmal ein Video, macht ein Video, wo es da um den Minecraft-Song geht. Okay. Guter Song, muss man sagen. Ist ein geiler Song. Hat auch schon über fast 1,2 Millionen Streams auf Spotify, ne? Nur auf Spotify, ja. Okay. Jawohl. Minecraft, Candy. Bro, du musst direkt tanzen. Okay. Woo. Candy, yeah. Minecraft. Yeah. Hey Leute, ich bin jetzt ehrlich. Ja, jetzt bin ich gespannt. Der Start, der war voll gut und so und immer weiter ins rein. Okay, in der Zeit habe ich einfach gemerkt, wie scheiße der Song ist. Aber wie scheiße der Song ist, ehrlich. Da schaut doch mal, warte mal. 28 Sekunden drin und der Song ist. Was? Was? geh nochmal zurück. Was? Ich hab's nicht gehört. Was hat der gesagt? Der hat doch gesagt, doch gut oder so. Hä, warte mal. Ey, Leute, ich bin jetzt ehrlich. Ja? So, der Start, der war voll gut und so. Und immer weiter ging es rein. Mit der Zeit hab ich einfach gemerkt, wie scheiße der Song ist. Aber wie scheiße der Song ist, ehrlich. Hä? Bro. Bei der ersten Hälfte hat er mich. Ich dachte, oh, Ehrenmann und so. Ich dachte auch, er will uns sehen. Ich dachte, er gönnt uns so. Ist aber funny, ist aber lustig, muss man sagen. Ja, okay, komm, ich will das echt witzig, machen wir weiter. Wir sind 28 Sekunden drin und der Song ist Katastrophe. Also wirklich. Wir tun das auch nicht. Bro, es war nur deine Hook. Hä? Ehrenmann, okay. Die Sounds dazu. So, jetzt, vielleicht schaffe ich es durch, ich weiß nicht. So eine Challenge, den Song zu hören. Digga, ich weiß wirklich nicht, ob ich 2 Minuten 30 schaffe, so eine Scheiße zu hören, Digga. Ey, ich find's aber witzig. Ja, es ist, schon, ist eigentlich schon lustig. Aber vielleicht trollt er doch. Ich glaube, er trollt. Ich glaube, er will reintrollen heute. Ja, er grinst ja auch mal ein bisschen. Am Anfang war mein Haus nur aus Bruchstein. Okay. Heute baue ich eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Wenn du meinst, zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot mit der Kehn auf dem Thron. Mein Elytra beflügelt und der Wind macht das schon. Flieg nach Norden Richtung Paulberger Berge und lebe meinen Traum, bis ich sterbe. Okay. Ich bin er nickt mit dem Kopf. Ey, kennt ihr das, wenn ihr einen Song hört und ihr hört raus, wie der Künstler eine Idee dahinter hatte? Ja, wie er sich gedacht hat, okay, das könnte vielleicht zum Song passen, dies und das, ne? Zum Beispiel hier, da merke ich das gar nicht. Mit diesem Headset hat er den Song auch Bro, die Sounds hier sind. Ja. Ich finde ihn aber funny. Ich glaube, das ist so sein. Ich glaube, das ist so sein Humor, so seine Art. So. Er sagt immer so was Gutes und dann so, ja, aber war total schlecht. So, weißt du, so einfach geil. Hat seinem Casino plus Yacht und Candy kommt vorbei und kriegt direkt ein High Five. Ich glaube, er macht das zum Reinfallen. Okay. Schöne Zeit. Leute, ihr kennt es. Oh, er nimmt die Kopfhörer auf. Er fühlt's. Er nickt. Er nickt. Er wackelt mit dem Kopf. Ja. Ihr habt's gesehen, er nickt. Er kann es nicht verstecken. Crymax. Ich bin jetzt rich und muss nicht. Ich nehme an, jetzt kommt noch ein Part von
Ich weiß nicht mal, wer gerade gerappt hat, so bin ich ehrlich. Okay, das ist einfach nichts. Zahlen dank meiner Wiederwahl. Als Präsident werde ich die Wände schaffen. Ich werde paar Wände schaffen, die Grenzen machen. Bro, du bist Präsident in Minecraft. Ja, oder? Ja? Ey, er macht einen Song über Minecraft. Er hat sogar, glaube ich, mal einen Song über GTA und Fortnite. Fortnite macht, glaube ich. Ja, warte, nein, warte, ich muss kurz. Ich mache nur Songs so, über Leute, Videospiele. Also, mich hat gerade interessiert einfach, wie alt der Typ ist, dass er Minecraft-Songs macht. Was? Ey, du bist 25 und machst Minecraft-Songs. Was? Entwickel dich mal weiter. Und da, der Song ist 3 Tage alt, also, das ist nicht mal so alt, glaube ich. Bro! Bro, Max! Ja? Statement, was sagst du dazu? Digga, ich bin. Bro, entwickel dich mal weiter. Entwickel dich mal weiter. Minecraft. Bro, ey, Max, sag dich ehrlich. Ich sag dir, ich spiel mal Schach oder so. Digga, ich muss mich mal weiterentwickeln. Digga, ich werd mein ganzes Leben Minecraft spielen, wenn es sein muss. Digga, ich werd mich nie weiterentwickeln. Ich glaube, ehrlich, er trollt. Ja, er trollt, Digga. Er schmunzelt auch immer. Ja, ich finde das ist lustig. Paul Berger Hills, ja ne, was ist das? Beverly Hills Beamte, Digga. Digga, es ist die ganze Zeit dasselbe. Er sagt die ganze Zeit, dass er Acrimix ist. Und er sagt, er hat einen Song mit Candy. Ich weiß nicht mal, wer Candy ist. So. Ich hab keine Ahnung, wer Candy ist. Ja, wer Candy ist Crush. Candy, oder so. Candy Crush. Candy Crush. Digga, immer dieser Sound. Immer wenn er sowas was sagt, was. Digga, immer wenn er sowas sagt, was er krass findet, dann macht er zum Unterlegen dieses. Ich mache mir den auf Soundboard. Das ist eigentlich schon lustig. Wir müssen das so im Stream, wenn wir irgendwas gegeneinander sagen, dann immer so Soundboard. So. Wir haben kein Holz, das ist Netherite-Style. Ey, yo, Candy. Ey, yo, Candy, gib jetzt nochmal alles. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten, denken groß. Minecraft. Junge, weißt du, wisst ihr, wie dieser Song entstanden ist? Die haben sich hingesetzt und die dachten sich, boah, ich brauch ein bisschen mehr Geld. Das YouTube-Geld reicht nicht aus. Lass einfach einen Dreck-Song machen. Diese kleinen Fans hören das so. Ey, in diesem Song steht einfach nichts. Egal, weiter geht's. Climax! Stein für Stein bauen wir uns auf und bringen gemeinsam unseren Traum. Wir sind Climax! Candy! Minecraft! Candy hat den ersten Part gemacht. Und da kam halt immer zwischendurch die Hook. Dann noch Climax. Ich nehme an, dass sie jetzt beide zu zweit rappen, also sich abwechseln. Auch wenn das. Nein, ist doch schon vorbei, der Song. Der Song ist zu Ende. Dein Ende kommt doch jetzt noch. Deine Base attackiert, dann gebe niemals auf. Du bist niemals alleine. Nein. Ich nehme das zurück mit dem, dass sie den Song gemacht haben, weil die Geld brauchen. Das ist einfach so, wenn du in der Schule einfach einen Song schreiben musst. So, dein Lehrer gibt dir die Aufgabe, bildet Gruppen und schreibt einen Song. So, das ist der Song. Er sagt irgendwie, er ist niemals allein oder so. Was ist das? Ist das ein Kinderserien-Intro oder was? Was willst du mich in Minecraft motivieren, Alter? Talk Minecraft einmal im Monat und hör. Ich finde das aber irgendwie. Er lacht ja irgendwie so die ganze Zeit, weißt du? Er will so auf böse die ganze Zeit machen, aber er muss dann immer so. Für mich war Highlight, wo er gerade gesagt hat: Paul Berger Hills, was ist das? Beverly Hills für Arme! Ja, ich hör ein bisschen Musik dabei, aber garantiert nicht diese Musik. In der Nacht, und Creeper tauchen auf, unsere Möglichkeiten grenzenlos. Boah, ich lieb das Lieder, ich pumpe den echt im Auto. Minecraft, Candy, Crimex. Das ist der Sound aus dem Rolls Royce Cullinan, Leute. Candy, Minecraft. Jetzt das Ende, jetzt bin ich gespannt. Ey, yo, Max. Ja, Candy, was los? Meinst du, die Leute das Ende wird der auseinandernehmen. Ja. Bro, ich weiß. Eins, wie wär's mit zwei? Oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechs, oder einfach so viele ihr könnt, let's go! Bro. Ey, also Fazit, also ich hab kein Fazit, zum Glück ist der Song vorbei. Das war wirklich, das am Ende, das war sehr cringe. Also, zum Glück ist der vorbei.
Egal, macht auf jeden Fall nicht weiter. Ne? Und hört auf die Hater! Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja. Ey, die Musik am Ende musst du muten. Die ist Copyright. Ah, oh, okay. Aber war witzig. War lustig. Ey, bitte lass doch gucken, was er noch hochgeladen hat. Ich feier den. Ist eigentlich schon fun, ne? Sehr lustig. Fazit, macht nicht weiter. Macht bitte auf gar keinen Fall weiter. Also Candy, bitte drop keinen weiteren Song mehr. Freunde, willkommen zu diesem... Sollen wir die Wahrheit über uns gucken? Ich weiß nicht, was da kommt. Ich kann dafür nichts garantieren. Weil hier hat er nochmal auf den Diss-Track. Der reagiert ja auf alles, ne? Er reagiert auf alles. Boah, der Diss-Track gegen dich. Bro, der reagiert ja auf alles. Wann, was denn hier iCrimex ruft an? Das geht nur 50 Sekunden. Freunde, willkommen zu diesem Video. Lass das kurz reingehen. Ja, okay. Warte mal, der meinst du die Musik hier im die Background ist Copyright? Nee, ich glaube nicht, ne? Naja. Upbeat Background Music for Videos. Ja, sollte schon klappen, kannst du den nachher noch rausschneiden. Heute wollte ich mit euch über... ich rufe gerade iCrimex an. Okay. Ja, hallo? Ey! Was ist, warum rufst du mich an? Bock auf eine Runde Fortnite? Warum soll ich mit dir Fortnite spielen? Leute, was sagt der da? Was will er von mir? 31er. Ich bin ein 31er. Ist das dein Ernst, Junge? Natürlich. Paul Berger. Nein, weißt du was? Du bist ein Paul Berger. Du, nicht ich. Ja, hast richtig gehört. Was? Wieso dürfen deine Fans das nicht wissen? Hey. Oha. Okay. Aufgelegt. Freunde, wenn ihr erfahren wollt, was mir iCrimex gesagt hat, dann abonniert den Kanal. Ich werde es euch weiter. Ja, er ist schon lustig. Er ist schon Fuchs, Digga. Er ist Fuchs. Ey, Mann. Bro. Komm, wir gucken jetzt mal dieses Wahrheit-Video. Er reagiert ja auf alles. Wir müssen öfter das anschauen. Lass doch eins angucken und nächstes Wochenende mehr. Ich hab jetzt sogar ein Abo dagelassen. Ja. Und dann schaue ich nochmal rein, wenn du nochmal was machst. Revas, pass bitte auf, was du machst nächstes Mal. Digga, er hat wirklich auf alle Songs reagiert. Eigentlich schon lustig. Ist korrekt. Warte mal, wir gucken jetzt mal noch das Wahrheit-Video. Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute mal keine Reaktion oder sonst irgendwas. Heute wollte ich mit euch über etwas reden. Es geht um die ganze Candy, iCrimex-Thematik. Ich reagiere auf diese Videos, auf diese Songs und ich gebe da Meinungen ab, die den meisten von euch nicht passen. Anscheinend ist es heutzutage ein sehr starkes Problem, ehrliche Meinung zu äußern zu Songs, die nicht gut sind. Deswegen dachte ich mir, klär ich euch mal auf, erzähle ich euch mal die ganze Wahrheit. Ich habe vor 2 Monaten mit YouTube angefangen und wenn ich mich nicht täusche, stehe ich gerade bei 470 Abonnenten. Mein erstes Video war eine Reaktion auf den Minecraft-Song von iCrimex und Candy mit demselben T-Shirt, mit demselben Hintergrund. In dem Video habe ich erstmal so getan, als ob mir der Song gefällt, aber im Nachhinein habe ich dann die Wahrheit gesagt, dass es mir nicht gefällt. Ich habe ganz klar übertrieben dargestellt. Ich habe gesagt, boah, der Song ist scheiße, der Song ist dies, der Song ist das. Das Ganze habe ich auf YouTube getan. Eine Plattform, wo es darum geht, zu unterhalten. Ich habe offensichtlich damit übertrieben und habe aus diesem Video mehrere Shorts gemacht. Ich habe danach auch noch dieses iCrimex-Thema ein bisschen gemelkt, sag ich mal. Dann habe ich da ein Video gepostet, meine Entschuldigung an iCrimex und habe dann gesagt, ich möchte mich hiermit entschuldigen bei niemandem und ich möchte mich immer noch bei niemandem entschuldigen. Das, was ich mache, ist, was ich mache. Das ist mein Content. Und wenn euch der Content nicht gefällt, dann schaut euch meine Videos nicht an. Ich kann mir halt nicht erklären, wie man morgens aufsteht und ich denke, ich möchte jetzt ein iCrimex-Video gucken. Oder ich möchte jetzt den neuen Song von Candy an. Und wenn man so sagen will, habe ich auf den Song reagiert. Bro. Und ich habe mir Aufmerksamkeit zugekommen. Jetzt könnte man sagen, boah, wie Ehrenlos und so. Du benutzt den Namen von iCrimex für Klicks, für Aufmerksamkeit, für Likes. Das würde ich genauso. Wie, Candy, kann man morgens aufstehen und sich einfach denken, ich will jetzt ein iCrimex-Video schauen. Bro. Geil, es ist so gut. Zu sagen, wenn es hier nicht um einen YouTuber gehen würde, der erstmal vor 2 Monaten damit angefangen hat und sich einen Namen machen möchte. Es ist jetzt nicht so, dass ich Leichtchat, ihr dürft das nicht ernst nehmen. Das ist Comedy, das ist Unterhaltung. Ich glaube, er meint es echt nicht ernst. Nein, Bro, niemals nimmt er das ernst. Das wäre so lost, wenn er das ernst nimmt. Der 100%. Dass ich einfach so tue, als ob die Musik schlecht ist und sie ist eigentlich gut. Nein, die Musik ist nicht gut. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Musik nicht gut ist. Mir ist bewusst, dass die meisten Perfekt, von den Hatern Kinder sind und einfach nur iCrimex verteidigen. Aber glaubt mir, ihr werdet irgendwann von dieser Phase rauswachsen und euch denken, was habe ich mir damals angeschaut? Ich schaut euch einen Typen an, der so in die Kamera schreit, während er Minecraft spielt und aus allem, was er macht, Geld machen will. Ich weiß nicht, was der noch alles rausbringen wird. Er bringt ja bald ein Getränk raus. Ein Buch,
Songs auf Spotify. Mach Songs, mach das. Es ist kein Problem, aber gib aber? Dir Mühe. Bring keine Mühe. Jetzt kommen wir zu Candy. Guck mal, bei Candy ist das Ding, nein. Da ist halt dieser perfekte Kinderkanal so. Bei Candy denke ich mir einfach, das ist ein Junge, der mal Rapper werden wollte, es aber nicht geschafft hat und deswegen jetzt Minecraft-Videos macht und Minecraft-Songs. Bringt einen Minecraft-Song raus. Ich meine jetzt generell alle Songs, die sind ja, die hängen ja alle mit. Ich bin mir aber gerade nicht mehr so sicher, ob er reintrollt. Aber jetzt warte, wir schauen mal weiter. Ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Wenn er es ernst meint, kann ich ihn nicht ernst nehmen. Live-Chat, was denkt ihr? Denkt ihr, er trollt oder er ist echt ein Hater? Aber ich bin gespannt aufs Fazit. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Mit Minecraft zusammen. Candy ist halt so einer, der wird bestimmt gerne normale Songs rausbringen. Nee, normalen Rap. Nee. Normale Musik einfach. Nee, aber er hat sich schon so tief reingeritten, dass er jetzt Minecraft-Songs machen muss. Du hast ja davon da nicht mehr raus. Ich komme da nicht mehr raus. Er trollt. Ich habe so Lust, einen Minecraft-Song zu machen. Ich habe jetzt so Bock, auf einer Minecraft-Insel ein zweites Leben zu führen. Ich habe jetzt so Bock, ganze Zeit in die Kamera reinzuschreien. Ach ja, und bei diesen Reaktionen, zum Beispiel diesem iCrimex-Diss-Track, übertreibe ich ja und ich weine, weil der Song ist so emotional und ich kann es gerade nicht fassen, dass iCrimex gewusst wird. Alles Show, alles Spaß, alles fiktiv, alles Ironie. Hallo Leute. Ich feiere doch keine Candy-Musik oder iCrimex-Musik. Macht ihr? Nicht verblödet müsste wir gucken die Wahrheit über iCrimex und Candy. Da, hier ist jemand, der packt die Wahrheit über uns aus. Also ich fasse zusammen, ich wollte mal Rapper werden, aber ich habe es nicht geschafft. Ach, schade. Also der Live-Chat ist sich auch unentschlossen, also so 50-50. Manche schreiben, er trollt, manche vielleicht sagen, er ist echt. Vielleicht kommt ja noch der Twist am Ende. Vielleicht kommt der Twist ja noch. Ich bin mir gerade selbst unentschlossen. Anfang war so auf funny. Jetzt zwischenzeitlich hat er gesagt, dass alles, was ich mache, scheiße ist. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich möchte keine Videos. Leute, habt ihr noch, kennt ihr auch so noch Grasblöcke? Willst du von mir bekommen Video? Reden, die mich interessieren. Ich habe ja auch Hobbys. Ne? Ich zocke halt zum Beispiel gerne Spiele und darüber würde ich mal gerne reden und nicht über irgendeinen dreckigen Minecraft-Song. Oh. Oder zum Beispiel das Video, wo ich in Düsseldorf war. Jetzt ist schon wieder Troll, Digga. Die letzte Frage kann man ja unmöglich beantworten und deswegen ist es so lustig. Zumindest fand ich es lustig und ich finde es immer noch lustig. Der Grund, warum ich YouTube mache, ist, weil ich Leute unterhalten will. Habe ich ja auch redet mal über uns denn? Geschafft. Jedoch mache ich das mit einem Content, der mir nicht gefällt. Mir gefällt dieser Content, den ich mache, selber nicht. Ich finde mich hier und da lustig, aber ich will nicht immer auf solche Lieder reagieren oder irgendwas bei iCrimex sagen, weil es mir Klicks. Ich möchte Content bringen, den ich mir selber anschauen würde. Sei es jetzt Reviews über Spiele, ein Real-Life-Video, ein Vlog. Was ist das? Sitzt du noch Werbung jetzt? Drei Minuten? Gute Musik. Mir ist bewusst, dass die meisten, ich sag mal, jüngeren Fans von euch, von iCrimex, das nicht gucken werden. Dann werdet ihr es halt nicht mehr verstehen. In dem Sinne wollte ich sagen, ich werde jetzt Content bringen, den ich selber lustig finde, den ich selber cool finde, den ich selber interessant finde. Ich will jetzt nicht sagen, dass solche iCrimex-Videos oder so nie wieder erscheinen werden. Wenn ich mal denke, okay, jetzt wird's gut kommen, Ehre. Jetzt ist lustig, jetzt wird's Wellen machen. Weißt du, was ich ein bisschen denke? Ich glaube, er macht so ein bisschen diese Tanzverbotsschiene, geht er, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Diese durch Hate, weil Tanzverbot zum Beispiel ist ja auch damals bekannt geworden, weil er an jeden Ansagen gemacht hat. Und er macht das so ein bisschen im kleineren Style, weißt du? Weil dadurch fällt er auf, dadurch polarisiert er. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn er jetzt so ein bisschen Reichweite hat, wird er das, was er gerade gesagt hat, diesen Content machen, den er machen möchte. Ich mache halt das, was ich tun muss. Ich weiß, viele von euch denken jetzt bestimmt, es ist wegen den Hate-Kommentaren, aber Leute, mich hat damals nichts getroffen, mich wird immer noch nichts treffen, mich trifft nichts, mich trifft wirklich nichts. Schade, dass der Hate ihn verändert hat. Der Hate hat dich verändert. Ich könnte jetzt noch 100 weitere Videos machen, das wird mir aber keinen Spaß machen. Ich werde meinen Kanal weitermachen, ich bin fertig. Also wenn ihr meinen zukünftigen Content unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert mich. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Schöne Grüße an... Die Jungs, die mich unterstützen, besonders an Darin. Macht, was ihr wollt. An iCrimex, bedankt schon mal an iCrimex dafür, dass du mich in meinem Titel verwenden kannst, Junge. Aber ich muss sagen, die ersten Videos waren witzig, das jetzt war so. Ey, ich muss das mitgucken. Ich muss das mitgucken. Oh, Amir, sei du mal, ich bin mir irgendwie unentschlossen. Ey, einmal die Reaction auf den iCrimex-Diss. Ey, warte, ganz kurz, bevor es war. Was willst du wissen, Max? Ja, Digga, denkst du, er ist echt ein Hater oder er trollt? Bro, er denkt, wie du schon sagtest, er will einfach nur alles schlecht drehen, er weiß, das bringt Aufmerksamkeit. Ich bin mir nicht sicher, weil er so dabei auch lachen muss immer. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, was ich mit dem anfangen soll. Hä? Nein, ich glaube, dem juckt die Musik. Er macht ein Climax-Video im Kasten, du weißt Bescheid. Er macht das wirklich nur wegen Aufmerksamkeit. 100%. Und ich kann ihm aber nur eins sagen, Broski, dass. So wird das nichts, Digga. Du kriegst eine Aufmerksamkeit von Leuten, die dich nicht mögen. Du wirst vielleicht was vorgeschlagen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht macht ist ja lustig. Vielleicht schafft er das ja aber auch so in die Schiene zu gehen, dass er wirklich dafür so gefeiert wird, dass er immer so Fake-Dinger macht, so Fake-Hate-Videos, weißt du? Lauschi, was ist denn? Die Präsidentschaftswahlen sind jetzt schon. Die haben sie irgendwie vorverschoben. Um 12 Uhr sind die. Stani macht Stress im Chat. Ja, die sind um 12 Uhr.
Lass uns doch einmal den Diss-Track oder wollen wir jetzt zur Präsidentschaftswahl? Nein, wir gehen jetzt wieder in Minecraft. Okay. Na gut, also Leute, schreibt wie gesagt in den Chat mal rein. Denkt ihr das ernst oder nicht? Ich bin mir irgendwie unentschlossen. Aber an sich muss ich sagen, fand ich den Typen eigentlich lustig. Also ich fand ihn eigentlich sympathisch. Wenn er jetzt echt hatet gegen mich, dann, ja, dann tut's mir leid. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Aber naja, ist ja egal. Wir gehen wieder zurück in Minecraft, Leute. So, zack. Let's go! Minecraft trollt. Ich glaube auch, er trollt. Ich bin mir, also, irgendwo war ich mir ziemlich sicher, dass er trollt, aber dann waren echt da ein bisschen so miese Aussagen. Ich weiß nicht. Als würde er so echt nicht gönnen, so, dass ich mein Buch und so hab. Meint ja so, mein Buch wäre schlecht, mein Song wäre schlecht und so. Ich weiß nicht. Ich bin mir zu 80% sicher, dass er trollt. 80%. Okay, jetzt gehen wir aber erstmal die Präsidentschaftswahl, steht ja wieder an. So. Ach, Max? Ja? 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 Ich habe einmal Sand komplett drumherum, also der Sand ist komplett fertig. Oh, das ist cool. Sehr gut, sehr gut. Die Insel wird langsam. Ja. Ehrenflauschi. Oh. ich sortiere noch ein, zwei Sachen weg. Ich habe so viele Sachen. Ja, ich mache das auch noch schnell. So, zack, zack, zack. Vote for Candy. Candy for President. Ey Leute, das wäre so lustig, wenn Steini wieder eine Falle gebaut hätte. Max wird mich wählen, sehr gut. Max, ehrenlos. Wen wollen die denn wählen? Muss Steini. Candy. Aber ich glaube, Stani hat dir geschrieben. Ja, okay. Stani hat, glaube ich, eine Falle vorbereitet. Candy. So. In Paulberger Hills bin ich laufend am Chillen und ein Traum. Oh, Leute, ich muss jetzt einmal den Minecraft-Song noch einmal hören. Jetzt habe ich den gerade in seiner Reaction gehört. Bester Song, Leute. Wie kann man den Song nicht lieben? Minecraft, Candy, Crymax. Leben gemeinsam unseren Traum. Candy, Minecraft. Am Anfang war mein Haus nur aus Bruchstein. Heute baue ich eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot. Mein 2-Millionen-Song, oh, den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Können wir auch mal wieder hören, das stimmt. Diamond Rich, bau meine eigene Stadt. Mit einem Rathausplatz, einem Casino plus Yacht. Und Candy kommt vorbei und kriegt direkt ein High-Five. Wir haben kein Eisen, das ist Netherite. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten. Ey! Alter! Die heutige Präsidentschaftswahl wird vom Crystal Clan gesponsert. Alter, Ehrenclan. Und ich will zu dem Crystal Clan. Diesmal. Was? Wie die Falle? Ich sehe das jetzt. Die Falle keine Falle ist offensichtlich. Ja, dann ist es ja. Wenn einer einmal so ein Crystal abbaut, dann ist es ja kaputt. Keine Falle, wenn es ja offensichtlich ist. Ja, so. Was mit Wasser drumherum. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 15. wöchentlichen Präsidentschaftswahl. Hey, ich darf euch herzlich willkommen heißen. Letzte Woche gab es technische Schwierigkeiten, aber in dieser Woche ist alles anders. Boah, sieht voll nice aus, Candy, sag ehrlich. Ja. Wer wird diese Woche der Präsident der YouTuber-Insel? Wer näher am Kristall schießen kann. Ey! Ey, stopp! Hört auf! Bro! Ey! Alter, oha!
Was soll das? Das war nur ein Test, Candy, ob du nicht. Ja, hör auf mit dem Quatsch jetzt. Wir machen nicht wie letzte Woche. Nein. Diese Woche wird es einen Präsidenten geben. Wer hat das Zeug, der Präsident der YouTuber-Insel zu werden? Was hat denn Stani und für eine die YouTuber-Insel weiter voranzubringen? Candy. Wer hat das Zeug dazu? Und wer traut es sich zu, diese Verantwortung auf sich zu nehmen? Und der 15. wöchentliche Präsident zu werden. Candy. Jeder Kandidat möchte bitte nach oben kommen. Zu mir. Candy. Candy for President. Noch jemand? Candy. Mein Feuerbogen. Okay, mein Wahlprogramm lautet wie folgt. Es wird kostenlose Karotten für alle geben. Ja. Achso, und keine Steuern. Ja. Okay. Und es wird Immunität. Was? Was war das denn? Hey, was war das, Digga? Anschlag! Ihr könnt mich in die Luft jagen, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Mein Wille ist eisern und ich werde der Präsident werden. Ja. Ey, Max, wo ist mein Elytra? Keine Ahnung, Bro. Bro! Candy, komm her. Ich hab noch eine für dich. Ich glaube, okay. Da ist nichts mehr übrig davon. Halt, meine Elytra ist einfach weg gewesen mit dir, Max. Hier, die ist ja voll kaputt. Ja, was soll ich machen? Die ist ja komplett kaputt. Aber das, egal, das war ein technischer Defekt, glaube ich. Warum ist das so lustig, Candy zu sprechen? Ey, Leute, was heißt das jetzt? Das ist schon das zweite Mal. Ja, Candy, du bist der neue Präsident. Du bist der neue Präsident. Nein, die Wahl wurde manipuliert. Lauschi bleibt Präsidentin. Bleib mal ruhig. Oh nein. Candy, bleibt Präsidentin. Candy. Ich möchte auch noch ganz kurz was sagen. Ja? Ich weiß, wer gerade den Anschlag auf den Präsidenten gemacht hat. Wer war das? Und zwar Snoopy. Snoopy, komm her! Amboss! Snoopy! Amboss! Snoopy, stell dich! Hey! Snoopy, stell dich auf das TNT! Stell dich auf das TNT! Du wagst der es dem. Der Crystal Clan sponsert noch zwei Kristalle. So, gib mir mal einen Bogen und Pfeil. Du wagst es dem Präsidenten anzugreifen. Ich werde einen Trickshot machen. Tschüss. Ey, Digga, haut ihr ab oder was? Ihr habt den Zoo gesprengt. Snoopy hat einen Zoo gesprengt. Ja, der war ja, wurde ja auch so toll von SU fertig gebaut. Ey, so was du schon hier gemacht hast. Oh Mann, ey. Gut, Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Ciao. Oha! Ey! Er bringt seine Sachen weg. Ja, das... Ich reparier hier schon mal. Ich reparier doch schon. Aufhören jetzt, stopp. Okay, Candy, du musst die Stadt wieder aufbauen. Ja, ich fange ja schon an. Hauberger Hills ist mir eh egal. Ich gehe woanders hin bald. Longberger Island ist der neue Shit. Ja, yeah, Mann. Was? Longberger Island. Hört sich nach Müll an. Perfekt, danke. Stani, bleib stehen. Ja. Nimm das zurück oder du wirst den Zorn von mir spüren. Longberger Island hört sich nach Müllhaufen an. Ich werde dich platt machen, Stani. Du wirst deine Sachen verlieren. Ich bin auch in Longberger. Wurde beim Versuch, Stani zu verletzen, getötet. Der hat Dorn auf seiner Rüstung, das war ein Angriff. Amboss-Strafe. Hast du einen Amboss? Ich hab die nicht. Warte, ich hab deine Elytra. Ich hab die. Ja. Oh, die ist aber bald kaputt, musst du reparieren. Snoopy, freiwillig die Amboss-Strafe, sehr gut. Und Raketenmütter hatte ich auch. Ey, Snoopy, endlich siehst du das eigentlich in den Amboss. Ich hab den Amboss. Hab ich gedroppt. Ich bin gegen eine Amboss-Strafe. Wir werden das nicht machen. Wir machen das nicht. Gib den Amboss. Ja, okay, wir machen das. Amboss. Hier, Snoopy, stell dich hier rein. Da, hier. Amboss-Strafe. Hier reinstellen, Snoopy. Jetzt noch schöne Ehrenentwendung am Morgen. Hallo, ist hier irgendwo ein Bett? Nein, jetzt komm her. Komm jetzt her, Snoopy. Deine Zeit ist abgelaufen. Stell dich da rein. Deine Tat wird bestraft. Robert, ich muss einmal ganz kurz...
Es muss höher werden, was der da baut. Das ist noch nicht hoch genug. Ja, Junge. Armbrust-Strafe. Armbrust-Strafe. Warte mal, du hast doch Glasblöcke da, Snoopy. Warte mal. Bin wieder da. Höher? Ja, willst du den Armboss? Willst du die Ehre übernehmen? Mach du ruhig, mach du ruhig. Ja, dann gib mir mal Blöcke, Warte, wir machen hier eine richtig schöne Kabine, damit wir auch sehen. Eine schöne Ehrenentwendung. Mehr Blöcke. Oh. Das wird eine richtig schöne Ehrenentwendung. Oh, nicht auf! Wie, was soll ich denn machen? Soll ich F drauf drücken? Wir sind mal, nicht in Fortnite! Geh mal bitte eins höher. Warte, geh mal da eins weg, Snoopy. Ey, Stani. Snoopy. Geht hier auch. Oh. Hier. Ja, ey, Bro, so hoch geht jetzt auch nicht. Doch, geh ganz hoch. So guck mal, du kriegst richtig sogar eine schöne Glaskabine, damit man auch richtig. Keine Blöcke, ich muss mit TNT hochbauen. Nein, du hast Weißbeton 64 so Stück, was reicht, sagst du? So reicht. Kann ich davor noch was höher sagen? Es reicht. Höher, so. höher. Nein, ich hab den Armboss gedingst. Ach, Digga. Och, Mann. Candy. Kann das jemand anders machen? Der gibt einen kaputten Armboss, ey. Oh, einfach jemand abbauen. Jemand muss ihn mal abbauen von euch, ich kann den nicht Wo abbauen. Wo ist der denn? Ja, bei mir. Flauschi, ich will davor aber noch was sagen. Was kann der Junge überhaupt? Was willst du sagen? Was will ich machen, bevor der Amboss runterfällt? Das darfst du gleich sagen, bevor der runterfällt. Ja. Ich höre euch doch gleich gar nicht mehr. Höher. Das muss jetzt rein, ich höre euch sonst nicht ja, mehr. Ja, okay. Nein, so ist okay. Wir schreiben. So ist okay. Du musst doch selber sehen, so ist okay. Ja. Also, Snoopy, mit der Kraft des mir verliehenen Amtes wirst du zur Amboss-Strafe nun verurteilt. Aufgrund eines Anschlags auf den zukünftigen Präsidenten. Genau. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Mama, ich hab dich lieb. Meine ganze Familie, bitte hilf mir. Niemand kann ihm helfen. Snoopy. Die Amboss-Strafe wird nun verhängt. Das ist auch für den Diss-Track, den... Ey! Was war da denn los? Er ist auf dem Amboss gestanden, während er ihn platziert hat. Ey, Leute, checkt ihr das? Das war ein Amboss-Double-Kill. Ey, das gab's das schon mal in der Geschichte von Minecraft? Noch nie. Wir haben das Rad neu erfunden. Wir sind die krassesten. Cool. Feier ich. Cool. Flauschi, können wir gehen? Wo sind meine Elytra? Wie schlecht kann man denn sein, Junge? Ey! Bro, warum, Stani? Wie schlecht kann man sein? Ich wollte meine Wut an dir auslassen. Ja? Guck mal jetzt. Ich gehe jetzt meine Hütte weiterbauen. Wessen Amboss wurde hier zerstört? Ich weiß mein nicht. Totem. Ey, ich brauch meine Elytra bitte noch. Ich hab Elytra, deine bitte. Elytra nicht. Ja, Max hat sie oder Stani? Nein, ich hab dir die doch getroppt vorhin. Ich hab die auch nicht, Bro. Doch, Stani, du hast sie aufgesammelt. Hä? Wie heißt denn die? Hat die Namen? So. Hä? Was macht der denn hier in meinem Haus? Trickshot! Oh. Ich glaub, der greift mich jetzt an, Leute. Ja, komm doch her, Junge. Ich hab keine Angst vor dir. Candy, warum wurde Candy jetzt schon wieder in die Luft gesprengt, der Arme? Ey, wir haben so viele Dias einfach auch vorhin gewonnen bei dem Turnier. Alter, wir sind so Diamond Rich, Leute. Wir sind super, super rich. Ach nee, warte, ich hab die. Hä? Ich sehe nicht mehr durch. Ich die jetzt noch? Ich sehe jetzt hin. Warte mal, ich glaube, ich habe die aufgesammelt. Der arme Candy. Nee, aber ich habe eine rausgedroppt mit extrem wenig Leben. Ich sehe jetzt hier nicht mehr durch. Paul. Moin, eine Frage. Wann kommt mal wieder Paul Berger Minecraft? Die Probleme sind ja mittlerweile behoben, also die Lags. Ja, stimmt. Da kann ich echt demnächst mal wieder ein Video auf Paul Berger machen. Danke dir für den 5er-Kuss. Ey, was ist denn hier los? Wo sind denn alle? Keine Ahnung, Freunde. Aber egal, ich werde jetzt mal ein bisschen noch weiter bauen.
bei unserer Villa. So, zack. Und wir brauchen Musik. Gib mir den Beat. Sie sind wieder da, übernehmen die Insel. Netherite. Bist du hier nicht brav, werden sie dich finden. Netherite. Sie wurden vertrieben vor sehr langer Zeit. Die Netherite Guards sind jetzt wieder vereint. Ich liebe Baufolgen, ja, Kuss. Ich mag die Baufolgen auch. Gemeinsam gehen sie Verbrecher jagen. Macht mir mal sehr viel Spaß. In dunklen Tagen ist die Insel nicht sicher, sind sie für dich da. Wir schützen ein Leben, die Netherite Guards. Stani. Crymax. Zwei Mew-Song. Komm, den hören wir als nächstes. Versprochen. So, warte, wir hören jetzt mal den 2 Mio Song. Also Freunde, wartet. So, Leute, alle meine Songs könnt ihr natürlich auch auf Spotify hören. Hier Minecraft Song, GTA Live, 2 Millionen Song. 2 Mio Song kann man auf jeden Fall hören. Danke auch an meine ganzen Bros. Den Minecraft Song kann man, glaube ich, müsste man hören können. Dank, Leute. Den GTA Live. Passt auf euch auf. Und bis dann. Also ich würde sagen, ich bin mir 100% sicher beim GTA Live Song, beim Minecraft Song und bei dem 2 Millionen Song bin ich mir zu, ich würde sagen 90% sicher. Bei jetzt Fortnite Song, den zum Beispiel nicht, den Killer Duo Song, weil da hat Sony Music die Rechte dran. Da habe ich nicht die Rechte an dem Song. So. Aber die drei Songs, die könnt ihr auf jeden Fall auch bei euch hören. Warte mal. Hä? okay, warte, so geht das hier nicht. Boah, Leute, das wird gut aussehen. Das wird richtig gut aussehen. Vertraut mir doch einfach. GTA Live-Song war immer Intro, wenn Touren gestreamt hat. Ja, alles gut, hättest du ja gesehen, wenn das geclaimt worden wäre. Ich glaube aber, also wie gesagt, bei GTA Live, da habe ich den Beat selbst anfertigen lassen. Also der wird von niemandem beansprucht, außer von mir, weißt du? Deswegen das ist kein Problem. Das sind immer nur Probleme, wenn ich die Beat selbst gekauft habe und wenn andere das dann bei euch den Beat beanspruchen würden. Das wäre dann nur ein Problem. Weil ich von mir aus würde ich selbst niemals irgendwelche Songs claimen. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben Leute, 100.000. Dankeschön. Es ist unglaublich, wir sind 100.000, das sind 24-7 Minecraft-Guns ohne Pausen, vom Azubi-Job bei Stani Performance zu einer YouTuber-Insel. Sie ist mein neues Zuhause, ich bin Candy, mit dem Regenbogenhut, mit jedem anderen. Guck mal, ich hab grad eine richtig gute Idee, Leute. Dankbar für alles, ein Danke an jeden, Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben, jetzt wird weiter richtig werden. Weil ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Nur dank euch hab ich es so weit gebracht, auf die nächsten 100.000 und das unter einem Jahr mach ich weiter jeden Tag, denn nur daran hab ich Spaß. Daily Upload, jeden Tag wie die Tagesschau, 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hoffentlich gibt meine Mucke eines Tages Gold, nur dank euch. 100k. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Boah. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird gut aussehen. Ich bin Andy. Mit dem Regenbogenhut. Auf einer Insel aufgewacht, nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark, doch dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite Guards. Wir haben die Insel geteilt, um endlich Frieden zu schaffen, doch weil das alles nicht klappt. Boah, oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht krass aus hier. Das sieht heftig aus, diese Stockwerke.
Leute, das wird hier wirklich das absolut krasseste Haus. 3 Millionen Song? Ein 3 Millionen Song habe ich ja nicht gemacht. Ich erinnere mich noch an das Video, wo du deiner Schwester GTA gezeigt hast. Ja, das war was, ey. Schon lange her. Guten alten Zeiten. Ach Leute, ich mach das hier schon so lange. Ich mach schon so lange YouTube mittlerweile. Verrückt. Sehr verrückt, wie sich alles entwickelt hat. Oh, oder wir machen das aus Quarz. Ich überlege jetzt gerade, was besser ist. Was meint ihr, Live-Chat? Sollen wir die Decke hier so aus Sandstein oder aus Quarz machen, wie hier? Boah, ist irgendwie eine schwierige Frage. Irgendwie eine sehr schwierige Frage, Leute. Was meint ihr? Live-Chat? Boah, ich mach mal eine Abstimmung. Umfrage. Oh. Okay, also das Obergeschoss, ich kürze es ab mit OG. Material. Also entweder Quarz oder Sandstein, weil ich finde irgendwie, weiß nicht, sieht beides gut aus. Okay, jetzt stimmt mal alle ab, Live-Chat. Quarz, Quarz. Ja, wir haben ja, wir können ja abstimmen. Macht, ihr könnt jetzt alle mal abstimmen. Also entweder so oder so. Also ja, aus dem Material. Also so gebaut, aber aus dem Material. Boah. Okay, 75%. 75% sind für Quarz. Ja, okay. Dann kann ich das auf jeden Fall nochmal wegreißen. Aber gut, ist ja kein Problem. Können wir ja machen. Dann muss ich das nur hier ein bisschen anders bauen. Minecraft Walls. Und halt auf jeden Fall ein Obergeschoss hier. Also 76% waren für Quarz. Dann kriegt ihr es aus Quarz, Leute. Auf einer Insel. Ich brauche dafür Glattenquarz. Für die Treppenstufen. Glatter. Quarztreppe. Gibt's eine glatte Quarztreppe? Ja, gibt's auch. Also wir brauchen relativ viel Glatten. Mr. Berger. Mr. Berger. Sind auf einer Insel. So, das Problem ist wirklich, dass wir haben an sich nicht mehr viel von diesem Glattenquarz, weil wir müssen die Treppen und die halben Stufen ja aus Glattenquarz machen. Aber glatter Quarz sieht halt auch echt cooler aus. In diesem Song wird's richtig gefährlich. Sio, warum tust du mir das an? Sio, warum tust du mir das an? Wir wollten zusammen starten, jetzt hast du mich verraten. Ja, so sieht aber wild. Ja, ist besser. Ist besser. Da, das Obergeschoss. Haben wir noch Glatte? Ey, das sind alles normale. Verdammt, Leute.
waren auf jeden Fall mehr Quarz, den wir brennen müssen erstmal. Haben leider nicht mehr so viel davon, aber wenn nicht, bauen wir an anderen Stelle vom Haus weiter. Weil jetzt Quarzfarben, das ist sehr aufwendig, Leute. Nether. Ja, aber so wird das schon gut aussehen. So wird das schon sehr gut aussehen. Boah, was eine Hütte, Freunde. Was für eine Hütte, ey. Warum tust du mir das? Wir müssen natürlich auch mal überlegen, wie wir dann die Dinge... Also ich kann euch ja mal kurz erzählen, was mein Plan ist, Freunde, okay? So, warte. Und zwar mein Plan ist... Also an sich will ich hier, man kommt rein und dann guckt man erstmal richtig weit oben an die Decke dran, ne? So. Und hier oben entstehen dann die Obergeschosse. Aber hier in der Mitte, in der Halle, soll man quasi bis nach ganz oben an die Decke schauen. Also hier wird nichts hier in der Mitte sein. Und dann irgendwo muss ich mal gucken, vielleicht hier oder da an der Seite, irgendwo kommen dann Treppen hin. Kann man ja eigentlich hier so machen, auf entspannt. Oder vielleicht auf beiden Seiten sogar Treppen hoch in die Geschosse. Ja, und hier unten sind dann halt auch ganz normale Räume, ne, so, keine Ahnung. Vielleicht sogar ein so ein Flügel, vielleicht zu einer Garage, hatte ich mir überlegt, dass man hier so in die Garage reinfahren kann. So, auf entspannt, Freunde. So. Boah, wir sind auch schon fast 4 Stunden live, Freunde. Ey, krank. Ich sehe auch gerade, es ist bis auf Amir hier keiner mehr auf der Insel. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir sind heute auch am Ende des Streams angekommen. Ich hoffe, euch hat der Stream wie immer gefallen. Ich lasse euch jetzt nochmal kurz hier alle aus dem Knast raus, sage ich mal. Ich mache hier nochmal den Chat für jeden auf, denn ich werde zu Ende des Streams jetzt hier nochmal 3 von euch Paulbergern grüßen. Also Leute, ihr könnt jetzt nochmal euren Namen reinschreiben. Vielen Dank schon mal von mir aus für den saftigen Stream. Über 18.000 Zuschauer gewesen. Vielen, vielen Dank dafür. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, auch wenn ihr schon Abonnent seid, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Und so, wen grüßt ihr jetzt noch hier? 3 von euch Paulbergern. Und zwar der Tim Cool Tim. Ja, Gruß geht raus. Dann grüße ich den Lolle. Lolle, Gruß geht raus. Und ja, Enten-Chay, Gruß geht raus. Aber ich würde sagen, einen noch, weil Enten-Chay war ein Ehrenmann. Den muss ich auf jeden Fall grüßen. Und dann den Nubi-Noob-15. Gruß geht raus. Leute, ich wünsche euch einen entspannten, schönen Sonntag. Lasst euch gut gehen. Genießt das schöne Wetter. Ja, was soll ich noch sagen? Vielen Dank für alles. Kuss. Hab euch lieb. Bis morgen. Euer iCramix. Haut rein, Leute. Ciao.